sagen, dass die Mehrzahl dieser jungen Afrikaner, wahrscheinlich Nordafrikaner, aus Ländern kommen, die auch, ich sage jetzt mal, eine Wut aufgestaut hat, vielleicht über 100, 200 Jahre. Wir hatten vorhin das Beispiel Wien gesagt. Also heißt, es ist ja auch kollektiv noch in unserem Gedanken drin, in der Europäer, dass die Osmanen vor Wien zweimal standen, so die Marokkaner oder Libyen oder welche, Tunesien, ich weiß nicht, welche Länder alle mal von Franzosen im imperialen Zeitalter oder in der Kolonisierung eingenommen waren oder so. Also da ist auch eine Wut da. Nein, Simon, wirklich, da muss man jetzt mal unterbrechen. Nein, Simon, da muss man jetzt echt mal unterbrechen. Also wir schauen keinen Türken schief an wegen 1683. Also wir haben ganz, ganz viele türkische Freunde, die auch, also aramäische Christen sind oder Armenier oder Aleviten oder sie sind moderne Moslems und sind an unserer Seite. Ja, das ist ja Blödsinn, aufgrund der Geschichte jetzt jemanden dann so zu beurteilen. Und die afrikanischstämmigen Migranten, die in Frankreich sind, die hätten ja beste Möglichkeiten, da voranzukommen und hier die Freiheiten der Grand Nation zu nutzen, ja, ein liberaler Rechtsstaat, ja. Aber sie haben das Feindbild im Kopf und das hast du noch nicht erkannt, Simon. Der politische Islam vermittelt ein Feindbild, ja, die minderwertigen Andersgläubigen und wir sind die Höherwertigen. Und wenn einer von uns, von einem Polizisten umgebracht wird, das hat sogar bei der Demonstration, da gibt's ein Video, da haben die das ganz klar gesagt, ja, wenn die uns töten, dann töten wir sie, ja, und es wird schlimmer werden als 2005, wo schon die Aufstände in den Banlieues waren. Es wird schlimmer und wir hören niemals auf, haben sie skandiert. Das ist Moslems gegen Ungläubige, ja, afrikanische Moslems gegen die französische nicht islamische Bevölkerung und das ist der Charakter dieses Aufstandes, ja? und das ist Dschihad. Die wollen im Prinzip das Land unter ihre Kontrolle bekommen. Michael, ja. Du hast auch etwas sehr Schönes gesagt. Guck mal, der große Türkenkrieg 1683 bis 1699 hat stattgefunden. Die Wiener hatten eine sehr, sehr dramatische Erinnerung daran. Historisch gesehen haben sie das mit bis in die Gegenwart genommen. Und trotzdem haben die Österreicher heute den Islam anerkannt und begrüßen den Islam in Österreich, zumindest die Politik. So, es gibt kein kollektives Gedächtnis gegen Osmanen oder Türken oder gegen den Islam als Feindbild. Das gibt es nicht. Immer mit der Keule zu kommen, was man vor 300 Jahren gemacht hat, der britische Kolonialismus, der französische Kolonialismus, der islamische Kolonialismus ist 1400 Jahre alt. Er hat meine Heimat Iran kolonisiert, ja, und hat viele andere Länder kolonisiert. Die Inder sind heute noch traumatisiert von dem Einfall der Mogulen nach Indien, das Ausrauben der Bodenschätze von Indien, das Ausrauben der Tempel, das Verschleppen von Zehntausenden indischen Frauen in die muslimische Sklaverei und so weiter und so fort. Es gibt das heißt ja nicht umsonst Hindukusch. Ja, Grab der Hindus. Grab der Hindus. Ich meine, wenn man sich das anschaut, das musste getrennt werden. Das große Britisch-Indien musste geteilt werden in das islamische Pakistan und das hinduistische Indien, weil da war Mord und Totschlag. Ja, mein Chef ist in Mumbai bei einem Terroranschlag zu Tode gekommen, ja, wo 10 pakistanische Moslems hier einen fürchterlichen Terroranschlag gemacht haben. Und jetzt frage ich dich, Simon, ja, diese Terroranschläge passieren am Fließband. Ja, also du, es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht irgendwie einer dieser Terroranschläge stattfindet. Es ist die Ideologie. Es steht so in ihrem Koran drin. Ja, und da muss doch eigentlich jeder, muss dann zu der Überzeugung kommen, wir müssen da jetzt endlich mal das Stoppschild reinhauen. Es darf nicht ewig so weitergehen. Ja, wir müssen den politischen Islam jetzt öffentlich kritisieren und er muss verboten werden. Die Scharia muss verboten werden. Simon, willst du darauf hoffen, dass es nur so häppchenweise geht und es sind noch nicht alle so? Naja, da gibt es vielleicht nur einen Terroranschlag pro Jahr oder vielleicht zwei. Naja, kann man ja mit leben. Nein, die Ideologie muss verboten werden. Oder siehst du das anders? Oder würdest du dich da weiter in Sicherheit wiegen wollen und naja, es sind doch viele, die sind ganz modern und naja, die Radikalen, das werden schon nicht so viele sein. Ja gut, also letztendlich wollte ich heute mal einfach meine Meinung sagen. Wir wissen ja, wie es ist. Ich sehe es ja teilweise in den Kommentaren, es gibt einfach halt verschiedene Meinungen, kann man ja mal austauschen und die Ideologie ist
kann man ja nicht verbieten in dem Sinn. Es gibt doch mit Sicherheit, ja, es gibt auch mit Sicherheit irgendwelche. Den politischen Islam kannst du verbieten. Linke Extremisten gibt es ja auch, die noch Marxisten sind oder so. Man kann es ja nicht per se das Gedankengut verbieten. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ich verstehe es ja auch. Die Auswirkungen halt dieses Gedankenguts sehr wohl. Ja. Und ich wollte nur sagen, in der PWE-Studie, da wird gesagt, alternativ wäre in einem hohen Migrationsszenario, in dem sowohl die reguläre Migration, und ich spreche, was ich vorhin gesagt habe, die reguläre Migration wäre über die Botschaften, richtigen Antrag stellen und einwandern. In dem sowohl die reguläre Migration als auch die starken Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten auf unbestimmte Zeit anhalten würden, zu erwarten, dass sich die muslimische Bevölkerung Deutschland bis 2050 von 4,9 Millionen auf 6%, auf 17,5 Millionen, 19,7% in diesem erhöhen. In diesem Szenario hätte Deutschland zur Mitte des Jahrhunderts die größte muslimische Bevölkerung in Europa. Und alles deutet darauf hin, dass Deutschland offenbar Magnetpunkt für die Zuwanderung aus dem muslimischen Raum ist. Die Menschen durchwandern faktisch über ihre Fluchtrouten verschiedene Länder, um nach Deutschland zu kommen. Sie wollen nicht mal mehr nach Frankreich, schon gar nicht nach Osteuropa. Sie wollen auch nicht ins arme Griechenland oder ins arme Italien oder Portugal, auch nicht ins arme Spanien. Sie kommen nach Deutschland und deswegen die reguläre Migration und die Flüchtlingsströme, die größer werden und nicht kleiner, machen dein Szenario, Simon, deine Vorstellung von 300 Jahre führen das absolut ad absurdum. Da wird richtig was auf uns zukommen. Und die Menschen da draußen spüren, dass sich ihre Quartiere und Kieze ändern. Und das spüren sie nicht, weil sie Vorurteile haben, sondern weil sie merken, dass langsam die einheimische Population verdrängt wird. Und dass man plötzlich überall englischsprachige Araber und Afghanen hört, weil man merkt, dass es viele Leute gibt, die gerade erst zugewandert sind. Das wird sich ändern. Aber jetzt will ich dem Patrick auch mal ein bisschen zu Wort kommen. Ja, alles klar. Also dann danke, schönen Abend wünsche ich euch noch. Ja, vielen Dank, Simon, dass du da bist. Ebenso. Tschüss. Ja, ciao, Simon. Ciao. Ja, begrüßt euch, ihr zwei. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich verfolge das schon lange. Und ich bin eigentlich nur hochgekommen, weil mir tatsächlich mal eine Sache aufgefallen ist. Ich glaube, das war bei einer Demonstration in München. Da hattet ihr doch einen Muslimen, der einfach gesagt hat, dass er die Scharia durchsetzen möchte. Ja, Berlin war das. Genau. Aber was mir an der Sache aufgefallen ist, dass vorher habt ihr mit den Leuten, die um ihn herum standen, diskutiert und die haben das alle abgestritten. Aber als er es erzählt hat, da hat ihm keiner widersprochen. Keiner. Und da habe ich mir so gedacht, aha, warum widersprechen die dem das jetzt nicht? Dürfen die das nicht? Sie wollen nicht, weil oder sie genau wissen, er hat recht. Ja, und vorher versuchen sie einfach uns zu widersprechen, weil sie wollen keine Kritik zulassen. Der politische Islam, der lässt ja auch gar keine Kritik zu. Du musst ja alles so akzeptieren, wie es ist. Du darfst nichts hinterfragen, du darfst nichts kritisieren als Moslem. Ja, und sie wollen natürlich auch nicht, dass unsere Kritik jetzt da öffentlich geäußert wird, weil sie wollen ja nicht, dass dann in der Bevölkerung dann eine negative Stimmung aufkommt. Dann können sie nicht mehr so schön in aller Ruhe islamisieren, wie sie es ja wollen. Sie wollen ja über die demografische Entwicklung, wollen sie ja immer mehr das Land dann in ihre Gewalt bekommen. Ne? Also naja, angesichts der Historie hat ja eine Massenimmigration noch nie irgendwie zu was Gutem geführt. Wenn man einfach mal die Geschichtsbücher durchliest, das ist immer für das Volk, das da gelebt hat, schlecht ausgegangen. Ja, also ich meine, wenn eine Massenmigration aus fundamental islamischen Ländern kommt, das ist im Prinzip Suizid der demokratischen freien Gesellschaft. Ja, also man wird es in ein paar Jahrzehnten wird man das als komplett irre Phase der europäischen Geschichte ansehen, ne? Was da abgelaufen ist. Und es sind leider Gottes die Linksideologen, ja, die mit ihrer totalen Multikulti-Besessenheit, ja, mit ihren blauäugigen Luftschlössern, die denken ja, mit jedem Afrikaner, der reinkommt, wird hier die böse rassistische Nazi-Gesellschaft schön vermischt und dann haben wir irgendwann eine schöne, wunderbare Mulatten-Population und dann haben wir endlich die Nazis weg. So denken die ja. Für die ist ja der Deutsche per se irgendwie ein rassistischer
dieser Nazi und der ist das Feindbild. Aber dass da jetzt fundamentale Moslems kommen, das sehen die überhaupt nicht, dass da ihre gesamten Werte von dieser Ideologie komplett abgelehnt werden und eliminiert werden auf kurz oder lang. Und das ist wirklich irre. Stehen dann aber gleichzeitig mit Leuten aus der LGBTQ+-Community daneben, was ja eigentlich gar nicht mehr miteinander kompatibel ist. Also von die der werden sich wundern. LGBTQ, die werden sich richtig wundern, ja, wenn mal die fundamentalen Moslems hier so ein bisschen hier das Herrschaftsprinzip haben, dann ist Schluss mit schwul und Händchen halten und ein bisschen hier mit Regenbogenfarben rumtanzen, ja, da ist vorbei. Der Abgefallene ist gerade da. Ja, grüß dich. Du, ihr zwei. Ja, welche Abgefallene? Sein Profil heißt der Abgefallene. Von was? Genau. Ja, von was Islam. Bist du abgefallen? Vom Islam. Ah, okay, vom Islam. Wie kam das? Genau. Sag bitte jetzt durch unsere Aufklärung. Das hat vielleicht auch seinen Teil beigetragen, aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich darum, die Menschenfeindlichkeit, die man halt im Koran findet, gegenüber Andersgläubigen. Sie werden mit Tieren verglichen. Es wird gesagt, man soll sich ein Beispiel an Ibrahim nehmen, der sagte, Hass und Feindschaft, bis sie an Allah alleine glauben und so weiter. Ihr kennt ja diese Verse. Ja. Und deswegen, aber Herr Stürzenberger, was ich bei Ihnen toll finde, Sie sind konsequent in der Sache, weil Sie sind nicht ein Christ, der sagt, ja, wissen Sie, es gibt ja diese Christen, die dann die Gewalt im Islam kritisieren, aber wenn es dann um das Alte Testament geht, dann werden Sie ganz leise, verstehen Sie? Aber Sie sind da konsequent, Sie sagen, hey, ich bin Agnostiker, ich kann mit diesen Versen dort auch nichts anfangen. Genau. Und das finde ich gut, genau. Weißt du, das Schöne ist halt, ich meine, ich bin ja selber christlich aufgewachsen und die meisten Christen leben mit Jesus, mit dem Neuen Testament und das Alte Testament ist da ganz tief in der Schublade verschwunden. Das ist das Gute dran. Ne? Aber selbstverständlich, man muss gegenüber jeder Religion, allen Schriften kritisch sein, vor allen Dingen, wenn sie ausgelebt werden. Ja, wir wissen ja auch, dass in den jüdischen Schriften, da ist auch viel Bedenkliches drin, aber die haben es geschafft, das Ganze zu säkularisieren. Da gab es, glaube ich, im 11., 12. Jahrhundert gab es da auch eine starke Bewegung. Und wenn man sich den israelischen Staat anschaut, der ist demokratisch. Ja, da gibt es demokratische Regeln, da gibt es keine göttliche Gesetzgebung. Ja, es ist halt ganz anders als beim politischen Islam. Ne? Aber man muss sagen, auch in Israel gibt es Probleme mit den Ultraorthodoxen. Ja. Das darf man auch nicht unterschätzen. Klar, ja, ja. Und die machen ja immer wie mehr Kinder und die wollen auch wirklich barbarische Gesetze teilweise. Ja, ja, ja. Also die sind ein Problem in Israel. Ich meine, ich war ja dreimal dort und es wurde mir auch ganz oft erzählt, aufgrund ihrer hohen Geburtenrate und die schließen sich ja komplett aus, die gehen nicht zum Militär und die Ultraorthodoxen, die lehnen ja eigentlich auch den israelischen Staat ab, die wollen ja am liebsten das. Ja, ja, da kann der Kian einiges von erzählen, ja, wie die sich ja sogar mit radikalen Moslems verbünden, um Israel zu zerstören. Also da ist kompletter Stromausfall oben im Getriebe. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Genau. Ja. Und da muss man also der israelische Staat, der ist sehr rücksichtsvoll mit den Orthodoxen, weil sie halt irgendwie die Bewahrer der Schrift sind und weil das halt die jüdische Tradition ist. Aber im Grunde genommen müssten sie denen echt sagen, also Freunde, jetzt mal Schluss mit lustig, ne? Jeder geht von euch zur Armee, weil wir müssen unser Land kollektiv verteidigen. Wir haben lauter Todfeinde um uns rum, ja. Und da kann es nicht sein, dass ihr euch da wie die Maden jetzt im Speck da breit macht und unsere Soldaten euch verteidigen lässt und dann noch gegen unser Existenzrecht seid. Also den würde ich schon die Beine stramm ziehen, ja, den Ultraorthodoxen. Ne? Und wenn die dann am Samstag da mit Steinen dann auf Autos schmeißen, weil das ihre Vorstellung vom Sabbat widerspricht, also die haben schon auch einen Sockenschuss, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, und wie beim Iran wollen die ja auch die Geschlechtertrennung in Bussen und so weiter. Ja, das ist echt krass. Ja. Ja, 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 ja. Nee, also das ist absolut zu verurteilen. Und deswegen der gesunde Menschenverstand ist das, was uns voranbringt. Und
ein soziales Verhalten gründet sich natürlich in unserem Kulturkreis auf Jesus, auf der christlichen Nächstenliebe. Da kann man viel Positives rausholen und das ist ja in Ordnung. Ja. Nochmal als eine kurze Erinnerung an meine Moderatoren, die hier wirklich einen guten Job machen. Vielen Dank. Leute, sperren, rausschmeißen, stumm schalten, wie ihr könnt, wenn jemand ausfallen wird, unhöfliches gegenüber anderen Chat-Teilnehmern, rausschmeißen, wenn jemand beleidigen wird, rausschmeißen. Mein Stream bleibt frei von Pöbel und von Pöbelein. Und ich bitte die Moderatoren, streng durchzuziehen. Ihr habt absolut grünes Licht. Macht, was ihr wollt, aber haltet den Chat sauber. Recht herzlichen Dank. Ja, Patrick, vielen Dank, dass du da bist. Darf ich fragen, aus welcher Stadt du kommst? Ich wohne in der Pfalz. Ich mache aber selber Content, deswegen möchte ich die Stadt jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, ja, völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Genau. Aber ich komme halt auch nie an diesem Thema vorbei mit dem Islam. Man kommt auch in meinen Stream und versucht mich eben davon zu überzeugen, dass das alles wissenschaftlich belegt ist und dass Prophezeiungen wahr geworden sind und so weiter. Ja. Ja, wir haben und man hat da alle Hände voll zu tun, sich dagegen irgendwie zu wehren. Ne? Absolut. Und vielen Dank, dass du da die auf deiner Ebene arbeitest, wie du kannst halt. Ne? Und das ist gut, wenn du selber eigenen Content schaffst. Perfekt, wunderbar. Dann, ja, wie gesagt, ihr liefert da super Informationsquellen. All das, was mit dem Nazi-Islam-Pakt zu tun hat und so weiter, damit habe ich mich erst beschäftigt, als ich es auf den Demonstrationen, auf den Schildern gesehen habe. Und das war mir vorher nicht bewusst. Das hat mir unsere Bundesregierung wohlwissend vorenthalten im Schulsystem. Ja. Und das ist auch immer unsere sofortige Retourkutsche, wenn Moslems daherkommen, ihr habt da die Juden damals getötet und so weiter und so fort. Dann kommt sofort der Nazi-Islam-Pakt und dann kommt sofort diese ideologische Übereinstimmung, ja, zwischen politischem Islam und Nationalsozialismus. Und dann werden sie dann ganz still, ganz still. Ja, es gibt ja im Gazastreifen jetzt noch Geschäfte, die sich Hitler nennen. Das habe ich gegoogelt. Das ist der Wahnsinn. Gazastreifen und Mein Kampf, Bestseller, Mein Kampf. Ja, ja, genau. Ja. Sogar in der Türkei war es Bestseller, Kafkam. Ja? Und in der arabischen Welt gibt es ganz viele Moslems, die Hitler toll finden. Und selbst bei Kundgebungen, die wir letztes Jahr hatten in Hanau und in Marl, da haben Moslems gesagt, der einzige Fehler von Adolf Hitler war, dass er nicht alle Juden vergast hat. Müssen wir mal vorstellen. Ja? In der Öffentlichkeit. Und das ist ein Gedankengut, das ist bei nicht wenigen da. Man hört ja auch oftmals bei diesen Demonstrationen gegen Juden, hört man auch, wo ist Hitler und Juden ins Gas und Scheißjuden. Und also dieser Hass auf Juden, der ist im Nationalsozialismus und im politischen Islam absolut vergleichbar. Absolut vergleichbar. Mhm. Und ich habe schon öfters auf Kundgebungen auch gesagt, dass der Koran wesentlich judenhassender ist als Mein Kampf. Da habe ich auch schon mal eine Anzeige gekriegt in Bielefeld, aber das haben sie eingestellt, nachdem ich denen jetzt dann tonnenweise ja die hasserfüllten Koranverse über Juden dann zugeschickt hatte. Da haben sie es ganz schnell eingestellt. Ja, da wollten sie sich auch nicht lächerlich machen. Fünfmal genauso so viel antijüdische Rhetorik im Koran als in Hitler, ja. Mein Kampf. Ja. Ja. Also dürfen Sie das jetzt öffentlich sagen, Herr Stützenberger? Das sage ich. Da warte ich auf die nächste Anzeige. Du, es ist mir scheißegal. Ich laufe da ins Gericht rein und ich hau denen die Fakten um die Ohren. Na klar wollen die mich einfach aus Empörung. Wie kann er sowas sagen? Also in Bielefeld hatten sie dann argumentiert, ja, aufgrund der Tatsache, dass Hitler später dann den Holocaust gemacht hat, darf man das nicht sagen, dass Mein Kampf nicht so antisemitisch ist wie der Koran. Ja. Was ist denn das für eine Betrachtungsweise? Ich schaue hier zwei Bücher an. Ich schaue hier die, und da muss ich vergleichen. Und dann sehe ich einfach, wie der Kian sagt, fünfmal so viel hasserfüllte, judenfeindliche Passagen wie in Mein Kampf. Ja, völlig, völlig eindeutig. Ja, und mir wird und uns wird man nicht, die Wahrheit zu sagen, verbieten können. Ja? Und da laufen wir, wenn wir zehnmal noch in Gerichte reinrennen. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, es macht Spaß, diese ganze politkorrekte Vernagelung, wo sie wirklich Bretter vor den Augen haben, das denen runterzureißen. Und solange wir noch einen Rechtsstaat haben, wo da noch halbwegs funktionierende Hirne in den Juristenköpfen drin sind, wie ich es jetzt auch in Augsburg erlebt habe, ja, bei der Berufung, da waren zwei Schöffen, ich habe denen ständig in die Augen geschaut. Das waren zwei Männer, auch so etwas älter.
älter als ich und da habe ich richtig gemerkt, ja, das, was ich sagte, das kam an bei Ihnen. Das haben Sie auch so gesehen. Ich meine, man kann ja auch wirklich die Augen nicht mehr komplett verschließen vor dem, was abläuft. Ne? Und die Art und Weise, wie wir die Kritik äußern bei Kundgebungen, ja, wie wir immer wieder auch die Brücken bauen zu denen, die auch dann ihren gesunden Menschenverstand benutzen bei den modern eingestellten Moslems und die dann auch bereit sind, dann auch das kritisch zu sehen. Es sind nicht viele, aber es gibt sie. Ja? Und da reichen wir die Hand. Und alle anderen, die uns beleidigen, bedrohen, die uns als Lügner beschimpfen, ja, und die dann auch noch gewalttätig werden, ja, da kann man nur sagen, gute Heimreise. Ja? 57 islamische Paradiese warten nur drauf, dass ihr dort die Scharia dann schön anwenden könnt. Aber nicht bei uns. Ja, Michael, hier ist gerade ein Iraner drin, der nennt sich Basiji Patron. Und er hat auf Persisch zu mir geschrieben, Kian Khaktusarat, also verflucht sollst du sein. Und er nennt sich Basiji, also der Freiwilliger, so ein freiwilliger Verband im Iran. Sehr fanatische Typen, die während des Iran-Irak-Kriegs, also mitten in die irakischen Patrouillen mit Motorrädern reingefahren sind, mit Sprengstoff um ihrem Bauch. Und dann sind sie da in die irakischen Patrouillen reingefahren. Und, der hat und dann haben sie einen Schlüssel um den Hals gehabt, gell? Einen Schlüssel, Eingang ins Paradies, gell? Da wurden sie über die Minenwelle dann geschickt, ja. Also so kannst du Gehirnwäsche betreiben, ja? Ja. Wahnsinn. Also Mods bitte rausschmeißen, den Schwachkopf, den braucht kein Mensch hier drin. Obwohl, wenn er irgendwie was, das kann vielleicht auch ganz amüsant sein, oder? Wenn er hier ein bisschen was vom Stapel ist. Im Chat zu schimpfen, dann wird er nichts anderes rausbringen. Und weißt du, TikTok löscht dich ziemlich schnell, wenn sie Schimpfwörter hören und so etwas. Also. Deswegen bin ich mit dem Finger mal sofort auf Stumm oder auf Sperren, wenn ich jemanden hochhole. Jetzt habe ich den Harry hochgeholt. Harry, willst du was sagen? Welcher Harry? Ja, grüß dich. Gemäßigt und sehe die israelische Politik sehr kritisch aktuell, weil die toxischen Beeinigungen sind nicht gerade sehr produktiv, wollen wir es mal so sagen. Deswegen bin ich aber nicht hier, sondern wer ja meinen Namen liest, sieht auch AfD. Ja, ich bin AfD-Wähler, vertrete die AfD, bin auch für Öffentlichkeitsarbeit zugänglich, vor allem in TikTok. Und versuche Aufklärungsarbeit zu leisten. Das jetzt zur Partei. Aber deswegen bin ich eigentlich nicht hier, sondern das Problem ist, was ich momentan sehe aktuell. Ich spreche mit sehr vielen Leuten in meinem direkten Umfeld oder auf TikTok und habe festgestellt, dass die muslimischen Mitbürger hier in Deutschland meinen, wohl viele jetzt hier die Oberhand zu gewinnen, weil wir ja nur noch wenig Deutsche sind. Und wir werden euch übernehmen, wir werden eure Frau, diese Gespräche werden viel schon. Und meinen, ja, unsere Geburtenrate liegt bei unter 0,8. Du hast einen ganz schlechten Ton, Harry. Du hast einen ganz schlechten Ton. Woran liegt denn das? Harry, dein Ton ist. Ich bin nur direkt am Handy, weil im Auto die Verbindung noch schlechter ist. Also, boah. Okay. Jetzt klingt's gut. Weiß nicht, wie ich es besser machen kann. Jetzt klingt es gut. Ich weiß nicht, wie es. Ja, okay. Also wie gesagt, das Problem ist, dass viele muslimische Mitbürger hier jetzt ein hier die Witze rauslassen zu können. Ja, das wird nichts. Das ist total abgehackt. Harry, melde dich später, wenn du zu Hause bist. Das bringt nichts. Das ist total abgehackt. Du musst mich leider rausnehmen, Harry. Entschuldigung, ja. Du musst mich leider rausnehmen, weil du bist nicht mehr deutlich rübergekommen. Es tut mir so leid, dass ich dich jetzt rausnehmen musste. Aber man hat dich nicht mehr verstanden. Ja, und das war wirklich schmerzhaft. Vielleicht kriegst du ja nochmal eine stabilere Verbindung hin und dann würde ich mich freuen, wenn du denn dabei bist wieder. Ganz kurz, habe ich das richtig verstanden? Ist Harry Jude und bei der AfD? Ja. Okay. Der abgefallene, google mal JAFD. Es gibt einen eigenen jüdischen Flügel in der AfD. Richtig. Die haben ihr eigenes Zeichen, die haben ihre eigenen Treffen, damit kann man sich mal auseinandersetzen, ja. Also es ist schon ganz schwierig. Ich bin ja nicht gegen die AfD, ich bin nicht gegen die AfD. Vorzuwerfen mit einem jüdischen Flügel irgendwie.
Ja, man muss wirklich aufpassen. Also es wird so viel Propaganda gemacht in den Mainstream-Medien und da wird die AfD als rechtsradikale Partei hingestellt, die am besten verboten werden soll. Also das ist wirklich unter aller Kanone. Wenn man in die AfD reinschaut, wenn man AfD-Politiker kennt, Juden in der AfD ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass es komplett idiotisch ist, ja, die als rechtsradikal oder als Nazis zu bezeichnen. Kann man aber sehen das Logo? Ja, sieht es. Ja. Juden in der AfD. Ja, aber ich glaube, damit werden sie jetzt nicht mehr lange durchkommen. Der Osten lässt sich da schon lang kein X mehr für ein U vormachen und wir haben jetzt mittlerweile Umfragen, wo schon irgendwie jeder Fünfte, jeder Vierte sich vorstellen könnte, AfD zu wählen. Also je schlimmer die Situation wird und je idiotischer die Politik der Altparteien, ja, desto mehr Zulauf wird die AfD bekommen. Und es sehen ja auch ganz viele, dass es Politik des gesunden Menschenverstandes ist. Ja. So, ich habe. Aber Herr, Entschuldigung, der abgefallene. Verzeihung, mein Lieber. Ich wollte nur ganz kurz einen neuen Gast ankündigen. Leontine ist ziemlich aktiv auf TikTok. Ich glaube, Leontine, du hast pakistanische Wurzeln, aber haust richtig rein auf deinem Kanal, richtig? Ja, so sieht's aus. Hallo, ja, erstmal in die Runde. Hallo, Patrick. Ja, zu dir kommen wir gleich, Leontine. Nicht rausgehen, ja? Okay, alles klar, ich warte. Super, der Abgefallene, bitte. Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, also bei der AfD ist es ja so, da gibt es ja mehr oder weniger zwei Lager. Und ich finde auch, viele in der AfD haben vernünftige Positionen, gerade was den Islam betrifft. Ich mache mir halt nur so Sorgen ein bisschen um die Höcke-Ecke, sage ich mal, um dieses Lager, weil da wird ja schon gesagt, dass da gewisse völkische Positionen vorherrschen und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das? Ich weiß, dass Kian ist zum Beispiel ein Fan von Höcke. Absoluter Höcke-Fan, ja. Aber da gab es ja auch so Aussagen, wo man sich schon ein bisschen Gedanken macht von wegen, unsere Gegner sollen ausgeschwitzt werden und so. Also dieses Wort habe ich noch nie gehört in diesem Zusammenhang. Höcke hat eine sehr drastische Sprache, aber im Grunde genommen hat was immer Höcke gesagt hat, er benutzt eine andere Sprache als andere AfD-Politiker. Aber Höcke ist ein lupenreiner Demokrat. Und Höcke ist ein lupenreiner Patriot. Er benutzt halt eben eine andere Sprache. Aber an Höcke kannst du nichts aussetzen. Ich habe seine Aussagen, er hat 17 Aussagen gemacht, die von der Presse so aufgeschnappt worden ist. Der Fokus hat mal einen riesen Wirbel darum gemacht, hat die Zitate von ihm genommen, sehr oft wirklich tatsächlich aus dem Kontext gerissen, aber er hat diese Zitate genommen und haben dann Höcke nationalsozialistische Gesinnung untergeschoben. Und ich habe mir diese Zitate angeguckt und habe die abgeglichen mit anderen Zitaten von Höcke. Und Höcke verachtet den Nationalsozialismus. Und er hat recht, er hat einmal in einem Zitat gesagt, die Afrikaner kommen mit einer anderen Aggressivität und mit einem gesteigerten Testosteronwert nach Europa. Wir brauchen das auch. Wir müssen auch wieder ein bisschen männlicher werden. Und viele haben gesagt, oh, da hat er was über die afrikanische Potenz gesagt. Er hat recht, auch wenn es, wir sind nicht mehr daran gewöhnt, so eine drastische Sprache zu benutzen, aber im Ausland wird das noch benutzt. Schaut mal nach Italien, schaut mal, wie die Türken reden, wenn die Politik machen. Ja, aber für Deutschland heißt es immer Maulkorbpolitik. Wir müssen immer so sanft sein, wenn wir bestimmte politische, historische, gesellschaftliche Themen ansprechen. Aber der Höcke ist absolut in Ordnung. Ein kluger Mann, Geschichtslehrer, mit den beiden Füßen auf dem Boden der Realität. Und der wäre ein großartiger Kanzler, der wirklich die Probleme in diesem Land sieht. Also ich glaube nicht, dass Höcke zum völkischen oder nationalchauvinistischen Denken tendiert, sondern dass er eine patriotische Gesinnung hat mit einer völlig anderen Erklärungssprache als andere AfD-Politiker zum Beispiel. Ja, also ich habe ihn mal interviewt, den Björn Höcke, und ich habe ihn als sehr, sehr angenehmen und sehr intelligenten Menschen wahrgenommen. Ich verfolge auch seine Reden, und er ist islamkritisch, er ist hundertprozentig islamkritisch, und das ist auch schon mal ein Indiz dafür, dass er gar nicht so scharf rechts sein kann, wie ihm viele unterstellen, weil die wirklichen Rechtsextremisten, die haben nämlich gar kein Problem mit dem Islam. Ja, die finden den Islam natürlich gut, weil er
die gleichen Gegner hat wie der Rechtsextremist, der Nazi. Ja, der Nazi ist gegen Israel, der Nazi ist gegen die Amerikaner. Ja, und da sind oft Bündnisse und Übereinstimmungen auch. Ja, also im Sinne des Nazi-Islam-Paktes bis heute. Es gibt Nazis, die sind da zur Hisbollah gefahren und haben sich da mit denen getroffen und wunderbar ihre antijüdischen Gemeinsamkeiten rausgekehrt. Und das ist so bei den Kreisen so NPD, die Rechte, Dritter Weg, da gibt's genügend, die da mit dem Islam überhaupt keine Probleme haben, also zumindest außenpolitisch vor allen Dingen. Ja, innenpolitisch sehen sie halt dann das Problem der Massenmigration, aber die Ideologie des Islams in seiner Gegnerschaft zu Juden und so weiter finden die ganz in Ordnung. Ja, also da hat man auch wirklich den Lackmustest. Also die Einstellung zu Israel, die ist schon mal, lässt sehr tief blicken. Wenn man da die totale Ablehnung und hat sich Herr Höcke dazu geäußert bezüglich Israel? Ich habe noch nie was Negatives von ihm gehört, überhaupt nicht. Und die AfD ist ja grundsätzlich pro Israel. Also im Bundestag ist sie eigentlich die pro-israelischste Partei überhaupt, ja, wo die anderen immer wieder gern im Sinne der Palästinenser immer dann rumeiern und so weiter und so fort. Nee, also ich glaube, beim Björn Höcke wird ganz viel ihm angehängt, was überhaupt nicht zutrifft. Er muss natürlich bei manchen Formulierungen, ist es besser, wenn er die nicht mehr verwendet, weil er dann einfach assoziiert wird. Und aber er ist einer, der für sein Land steht. Er ist Patriot. Er hat ein Charisma. Er hat einen gesunden Menschenverstand. Wie Kian sagt, Geschichtslehrer. Er hat ein sehr gutes Bewusstsein für die deutsche Geschichte. Und er ist überhaupt nicht ausländerfeindlich. Also ich meine, das kann man bei der AfD sowieso nicht sagen. Wie gesagt, die haben den größten Migrantenanteil in ihrer Fraktion im Bundestag. Mehr als alle anderen Parteien. Ja? Also da wird sehr viel Propaganda gemacht. Ja? Und sehr viel Negativ-Framing, glaube ich. Absolut. Ja, ich will mal die Leontine reinholen. Die war so ein bisschen die letzte Zeit auf meinem Radar. Die hat sich sehr deutschfreundlich, sehr AfD-freundlich, sehr stark gegen muslimische Positionen stark gemacht. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ich hatte dich mehrmals kontaktiert, weil ich mit dir mal gerne einen Livestream machen wollte. Aber schön, dass du jetzt erstmal da bist. Das ist ja auch so etwas wie ein Livestream. Ja, danke, dass ich da sein darf. Na klar, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Und euch? Ja, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Leontine, was sind denn deine Beweggründe? Ich habe mir mal ein paar Videos von dir angeschaut und da ziehst du ja ganz schön den Muslimen die Löffel lang. Ja, das stimmt. Das kommt einfach daher, weil mein Vater kommt aus Pakistan, meine Mutter ist Deutsche und ich habe in meiner Erziehung islamische Einflüsse genießen dürfen. Und und dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen wie so ein roter Leitfaden durch mein Leben gezogen. Ja. Okay. Und dürfen oder müssen? Islamische Einflüsse. Müssen. Ja. Also meine Eltern haben sich dann in meiner frühen Jugend getrennt. So im Nachhinein finde ich das gar nicht so schlecht, ja, weil es hätte definitiv auch anders für mich ausgehen können, sage ich jetzt mal. Bis halt in meine frühe Jugend bin ich halt mit dem Islam konfrontiert worden und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass sich danach meine Eltern getrennt haben, weil dann habe ich mich auf meine Mutterseite entschieden, ja, halt auch für die christliche Seite und genau. Kennst du Sabatina James? Habe ich gehört. Ich glaube, das ist auch, wenn es dieselbe ist, die ich meine, sie ist ja auch aus Pakistan oder weniger geflüchtet, ja, weil... Sie ist in Österreich, ist sie aufgewachsen, aber sie sollte dann in Pakistan verheiratet werden, als 17-Jährige mit ihrem Cousin. Und da ist er dann ausgebrochen aus dieser Ehe und ist dann abgetaucht und macht ja eine fantastische Aufklärungsarbeit. Hat ja auch, glaube ich, die Sabatina James Stiftung und ich habe sie auch kennenlernen dürfen. Also eine ganz fantastische Frau, die zutiefst überzeugt jetzt Christin ist und über den Islam warnt, wo es nur geht. Ja.
Ja, auf jeden Fall eine sehr wunderschöne, starke Frau, definitiv, ja. Und ich habe das, glaube ich, mal bei ERF, das ist so ein Online-Format auf YouTube, ja, über das Christentum, wo Menschen oder verschiedene Menschen halt über ihre Begegnung mit Jesus Christus erzählen, ja, halt dementsprechend auch Ex-Muslime. Und ich glaube, in dem Format habe ich sie halt auch gesehen, das erste Mal. Und genau, richtig. Man hat jetzt bloß lang nichts mehr gehört von ihr. Also ich glaube, sie ist in den USA jetzt. Und es kann sein, dass sie jetzt eine Familie hat, aber man hat lang nichts mehr gehört. Gell? Kieran, hast auch nichts mehr gehört, oder? Von der Sabatina Jahrelang James? Nichts mehr, jahrelang ja, nichts mehr. Ja, ja, ja. Ja, überhaupt nichts mehr. Sag mal, Leontine, wie ist dein Standpunkt oder deine geistige Gesinnung zu Deutschland, zu AfD, zur muslimischen Masseneinwanderung und so weiter und so fort? Naja, also zum Thema AfD, ich bin Mitglied. Und das sage ich auch ganz stolz und ganz offen, weil ich zu meiner Meinung auch öffentlich stehe, auch in meinen Streams. Ja, ich habe damit auch kein Problem, Gesicht zu zeigen. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es ja verstehen, wenn Menschen ihr Gesicht verdecken wollen bei solchen Themen, aber ich finde es gerade bei solchen Themen auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig, Gesicht zu zeigen, ja, und dazu öffentlich zu stehen und sich einfach zu trauen, wenn man damit halt auch einfach ein Statement setzt, ja. Und ja, also ich liebe Deutschland. Deutschland ist meine Heimat. Ich habe mich im Endeffekt auch für die deutsche Seite entschieden, auch wenn ich beide Elternteile sehr, sehr liebe, ja. Und trotzdem konnte ich mich halt mit der christlichen deutschen Seite viel mehr identifizieren im Nachhinein als halt mit der muslimischen, weil ja, ich habe halt auch in der Kindheit beziehungsweise frühen Jugend gewisse Dinge mitbekommen, die mich stark geprägt haben. Und das in Bezug halt einfach nur darauf, dass ich eine Frau bin. Und einfach diese Aussage im Islam, weil du eine Frau bist, musst du das und das machen. Deswegen, Herr Stürzenberger, ich musste Ihnen wirklich bei gefühlt jeder Aussage eben zustimmen, ja, und vor allen Dingen mit der Aussage, genau, einfach dieses Patriarchalische, einfach diese extrem patriarchalischen Strukturen im Islam, und das ist so wahr, da konnte ich mich wirklich direkt wiederfinden in den Aussagen. Und ja. Ja, man muss nur die Frauen anschauen, die im Iran leiden und da jetzt zu Hunderttausenden auf der Straße waren, um gegen diese Unterdrückung zu demonstrieren. Und da kann man wirklich nur wünschen, dass diese Fesseln, dass die den Frauen jetzt weggenommen werden, nicht nur im Iran, auch noch in ganz vielen anderen Ländern. Und das ist wirklich eine historische Aufgabe, den politischen Islam von diesem Planeten zu eliminieren. Wirklich, wirklich. Da werden uns Millionen, hunderte Millionen Menschen werden dann dafür dankbar sein. Ja. Absolut. Ja, das ist ja auch schon total paradox. Im Iran ziehen sie die Kopftücher ab und demonstrieren für Freiheit, und hier demonstrieren sie dafür, dass sie tragen dürfen. Das ist völlig verrückt. Ja, und das wird. Und wie freiwillig trägt man so ein Kopftuch denn, wenn man denn von klein an auf, also eingeredet bekommt, dass man in der Hölle endet, wenn man es nicht trägt? Weil da kann man ja von nicht unbedingt von freiwillig sprechen, ja. Ja, Entschuldigung, Leontina, bitte. Alles gut, sorry. Die große Lüge von der Freiwilligkeit, die ist schon längst widerlegt. Da das Tragen des Hijabs oder das Tragen des Khimar, der Hijab kommt im Koran 8-mal vor, aber niemals in Bezug auf das Kopftuch. Khimar ist eigentlich die Bezeichnung für die islamische Bedeckung in Bezug auf die Bedeckung für die Frau. Und interessant ist, gibt mehrere Verse, die darauf hindeuten, also die darauf hinweisen, dass eine Frau verpflichtet ist, sich zu bedecken. Andererseits wird sie ein Fasik, eine Sündige. Und muslimische Frauen können sich das nicht aussuchen, ob sie den Hijab tragen wollen. Es gibt keine Option. Sie müssen es tragen. Das Einzige, wenn eine muslimische Frau sagt, ich habe es freiwillig aufgesetzt, stimmt. Sie hat sich entschieden, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Hijab freiwillig aufzusetzen. Aber der Druck war trotzdem im Hintergrund. Richtig. Hey, du musst den Hijab aufsetzen, weil der Hijab eine Pflicht ist. Du darfst das nicht mehr lange hinauszögern. Es gibt keine Freiwilligkeit. Jede muslimische Frau da draußen erzählt, mich hat kein Mann unter Druck gesetzt. Ja, aber dich hat Allah unter Druck gesetzt. Dich hat der Koran unter Druck gesetzt. Die Hadithe und dein Prophet hat dich unter Druck gesetzt. Denn wenn du den Hijab nicht aufsetzt, dann wird sich deine
dann werden sich deine Sünden anhäufen, bis du eine Sündige wirst. Und dann kannst du auch in die Hölle gehen. Dann kommst du auch in die Hölle ab einem bestimmten Punkt. Also ja gut, wie will man denn ein guter Muslime sein, ohne sich an Gottes Regeln zu halten? So das funktioniert ja nicht. So vor allen Dingen bringen das aber auch, die sozialen Strukturen mit sich, ja, die auch noch dazukommen, ja. Vor allen Dingen, weil die Eltern bzw. die Familie auch vernetzt ist und das nicht gerade wenig. Und da lastet ja dann dementsprechend noch mehr Druck auf der Frau. Ja. Ja. Also, Männer sind da grundsätzlich etwas freier gestellt, ja, von gewissen Verantwortungen, aber die Frau, die leidet schon stark unter diesen patriarchalischen Strukturen. Ja, und wenn die Eltern dann sagen, Allah will es so, dass du das Kopftuch trägst, Allah ist dann stolz auf dich, du bist dann eine ehrbare Frau, die anderen sind minderwertige Schlampen und du kommst dann ins Paradies, die anderen kommen in die Hölle, ja, ne, und dann wird sie es gern tragen, ne, logisch, so läuft die Nummer, ja, dann ist sie ja stolz, ja, und da, jetzt bin ich eine stolze Muslima, ja, und die Eltern finden es toll und die ganze Sippschaft findet es toll, ja, und Allah findet es auch toll, nicht wahr, und dann geht's ins Paradies, ja, und so ist dann die Gehirnwäsche im Kopf drin, ja. Und dann wirst du dann ganz viele muslimische Frauen sehen, die das mit Stolz auch noch verteidigen. Ja. Ja, ich habe übrigens den Ayman al-Tunesi hochgeholt. Willst du kurz etwas sagen? Ja, hallo erstmal. Du bist, glaube ich, ein Ex-Muslim oder was bist du? Ja, bin ich. Okay, eine Frage. Wie lange bist du Muslim gewesen oder warum bist du ein Ex-Muslim, wenn du sagst, du bist ein Ex-Muslim? Definier mal, dass, wenn du ein Muslim warst, erklär mal, wie es war und so alles. Ich kenne dich nicht, deswegen frage ich mich gerade, ich hab spontan gerade gesehen, da steht Ex-Muslim und so alles. Bedeutet, ich war nicht mehr einverstanden mit den koranischen Texten, ich war nicht mehr einverstanden mit den historisch überlieferten Hadith-Literatur, ich war nicht einverstanden mit dem Charakter Mohammeds, ich war nicht einverstanden mit dem Gewaltpotenzial, das aus dem Islam kommt, ich war mit der Dogmalehre insgesamt nicht mehr im Reinen und das war der Grund für mich, warum ich 2017 den Islam an den Nagel gehängt habe, nachdem ich fast 30 Jahre lang ein praktizierender Muslim war. Und woher kommst du, wenn ich fragen darf? Aus welchem Land? Wenn ich jetzt sagen würde Iran, dann würdest du sagen wahrscheinlich, ach Gott, Schiite, dann bist du ja kein richtiger Muslim. Ich habe ein paar iranische Freunde, die sind Muslime. Du hast was? Iranische Freunde, die sind keine Schiiten. Ja, gut, die sind Sunniten, kann auch Schiiten. Ja. Ja, okay, du warst 30 Jahre Muslim, sagst du? Richtig. Okay, dann wie viele Gebete haben wir? Halt wegen, ich kann es nicht überlegen, heutzutage fast jeder zweite heißt jetzt ist Ex-Muslim. Also du fragst mich also, ob Fajr, Sahar, Maghrib Salatul Isha und so etwas und du willst nach der Rekka-Zahl fragen. Ich habe das den Muslimen auch davor schon gesagt, es gibt keinen Islamunterricht bei mir. Entweder glaubst du, dass ich mich positioniere als Ex-Muslim, so wie du dich als Muslim positionierst, aber stell mir nicht diese Kindergartenfragen. Das ist keine Kindergartenfrage, weil ich mache dir keinen Islamtest. Sagst du etwas, du bist was gewesen? Es gibt keinen Islamtest. Auf dieser Seite gibt es keinen Islamtest. Ich werde mich nicht vor euch rechtfertigen. Dann warst du halt kein Muslim. Warum siehst du den Islam? Ich mache keine Rechtfertigung. Du wirst von mir nicht hören, ob ich die Surah Al-Fatiha lesen kann. Habe ich auch nicht gesagt. Habe ich auch nicht gesagt. Ob ich die Kalima Shahada kann, ob ich sonst irgendetwas kenne, ja, ob ich irgendwelche Dua sprechen kann. Habe ich auch nicht gesagt. Ich mache diesen Islamtest mit euch nicht. Wer seid ihr denn, dass ich mit euch einen Islamtest mache? Dann hör auf, irgendwelche Lügen zu erzählen. Ja, ich mache mit euch keinen Islamtest. Ayman, du kannst es dir also nicht vorstellen, dass jemand nach 30 Jahren voller Überzeugung aus dem Islam austritt. Das kannst du dir nicht vorstellen, ja? Nein. Warte, habe ich mit dir geredet? Ich habe mit ihm geredet. Wir reden hier alle miteinander. Nein, ja? Ich habe ihn rausgeschmissen. Also meine Gäste werden so nicht behandelt. Ja, aber weißt du, Kian, es ist immer ganz schön, das sind nämlich genau dieselben Moslems, die wir auch bei unseren Kundgebungen haben und die dann irgendwie dann unhöflich und unfreundlich und dann auch noch dann garstig werden und dann auch noch beleidigen. Ja. Und also bei den Kundgebungen muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich nehme das immer schön zur Kenntnis und weiß innerlich, das Video läuft mit und ist dokumentiert. Und es sind dann ganz viele Menschen, die dann dieses Gesicht des Islams dann auch dann erkennen. Ne? Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn die Leute dann so ein bisschen pumpig werden. Und der fing jetzt gerade an, pumpig zu werden. Ne? Genau. Also was sie immer wollen, was ist so, es gibt immer eine Strategie gegenüber Ex-Muslime. Ex-Muslime sind entweder
Homosexuelle geworden oder sie wollen sündigen oder sie waren nie richtige Muslime oder sie wurden vom Teufel Gehirn gewaschen, aber sie kommen nie auf die Idee, dass ich eventuell aus gut überlegten Gründen nach ordentlicher Recherche und nach ordentlichen Schnüffeln in den islamischen Texten einfach gesagt habe, das ist keine Religion von einem Gott. Ja, deswegen können sie es nicht ertragen und deswegen kommen sie schon beleidigt in solche Streams und dann kommen sie mit diesen Islamtests. Ja, ich bin nicht hier, wir sind nicht in einer Moschee und ich werde keinen Islamtest mit denen machen. Ich stelle sein Muslimsein ja auch nicht in Frage. Wenn ich ihn jetzt fragen würde zu bestimmten islamischen Ereignissen und er sagt, keine Ahnung, würde ich auch sagen, du bist kein richtiger Muslim, denn du kennst diese Geschichte nicht. Nicht alle Muslime kennen komplett ihre islamische Geschichte. Und solche Leute kriegen von mir keinen Islamtest. Entweder akzeptieren sie das oder sie müssen sich in die Ecke setzen und losheulen. Aber ich persönlich, ich mache bei diesem Islamtest nicht mit. Ich habe auf meiner Webseite und auf meinem YouTube-Kanal schon hundertfach bewiesen, dass ich über ein umfangreiches islamisches Wissen verfüge. Und wer das denn nachlesen will, bitteschön, der kann das machen. Wer nicht, das ist mir egal. Aber weißt du, diese Typen, die kann man doch mal fragen, sag mal, kommt dir das nicht komisch vor, wenn da im Koran da Menschen als Affen und Schweine bezeichnet werden? Ist das für dich in Ordnung? Oder dass Frauen geschlagen werden sollen, ja? Mhm. Oder dass sie sexuell zu Willen sein sollen und nur halb so viel wert sind, ja? Ist das für dich in Ordnung? Mal so Fragen stellen, weißt du, und dann mal so ein bisschen die Zweifel dann auch mal bei ihm dann im Kopf dann so anregen. Also falls er es überhaupt zulässt. Wahrscheinlich würde er sagen, das steht gar nicht drin und das ist alles falsch. Das Schlimme daran ist, es kommen ja dann immer so Aussagen, wie es ist falsch übersetzt, ja, ich muss das Ganze in Arabisch lesen, steht im falschen Kontext. Ja. Und ich hatte auch schon einige Islam-Diskussionen, ja, wo wirklich dann über eine Sure dann eine Stunde ausgeholt worden ist, wo erstmal eine lange Vorgeschichte dazu gepackt wurde, ja, und dann die Nachgeschichte und wie auch immer. Und irgendwann habe ich vergessen, worum es eigentlich hauptsächlich ging. Ne? Aber man hat versucht, das wirklich so auszuschmücken und weiß ich nicht. Also es ist wirklich dann entweder aus dem Kontext gerissen, falsch übersetzt oder wie auch immer. Das finde ich mal ganz gut. Sie setzen sich niemals ehrlich genau mit den Texten auseinander. Niemals. Ja, also das passiert höchst selten. Wenn es jemand macht, dann ist er schon im Kopf eigentlich weit entfernt und ist eigentlich schon fast ein Ex-Moslem. Ja, weil du musst ja im Prinzip, wenn du Moslem bist, musst du das ja alles für gut befinden und darfst auch nichts kritisieren und musst es ja dann eigentlich auch immer stramm verteidigen, das Ganze. Ne? Oder eben dann lügen, nein, ist gar nicht so und stimmt gar nicht und bla bla bla. Vor allen Dingen, was ich dann auch merke, ist wirklich der größte Rassismus. Also jetzt in meiner TikTok-Karriere habe ich vielleicht zwei Aussagen oder drei Aussagen ja mal von Rechtsextremen bekommen, ja, so rassistische Aussagen, aber der Rest, fast in jedem meiner Livestreams kommen von Linken oder von Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist der Wahnsinn. Also wie oft ich rassistisch angegangen werde, obwohl diese Menschen genauso aussehen wie ich, ja, aber der Rassismus ist wirklich am größten aus der linken Ecke. Natürlich. Das ist echt der Wahnsinn. Oder kommen von Menschen mit Migrationshintergrund oder halt mit islamischem Hintergrund. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja, manchmal geht auch beides. Linke unterstützen nur linke Migranten. Ja, schwarze, gelbe, grüne linke Migranten, homosexuelle linke Migranten, transsexuelle linke Migranten. Aber Linke würden konservative Migranten nie unterstützen. Ihr Pluralismus ist fake. Ja, diese Vielfalt, die sie immer predigen, gilt nur für Linke, aber für wir beide, Leontine, wir sind raus aus diesem Spiel. Deswegen greifen mich auch Linke und immer nur Migranten an. Ja? Darf ich einfach so mal guten Abend sagen? Hallo. Schön, dass du hochgekommen bist. Freut mich. Hallo Kian, jetzt sprechen wir uns endlich mal so von Ohr zu Ohr zumindest, Ich kenne dich. Ich freue mich genauso wie den Michael. Ich folge, ich weiß nicht, so gesehen kennen wir uns eigentlich schon seit Anfang an, seit Jahren. Und die Leontine kenne ich natürlich auch und so Erika und den Patrick noch nicht, aber ich grüße erstmal auch alle
Zuschauer hier. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Kian, du kennst mich ja schon. Ich selber bin also Schriftsteller und habe tatsächlich, ich bin schon etwas älter, sage ich mal, und habe mich 45 Jahre tatsächlich mit allen Religionen auseinandergesetzt. Das ging damit los, dass mit 15 Jahren mein Vater verstorben ist, der ein überzeugter, er sagte Freidenker, heute würde man Atheist sagen, war. Und ich also dann in der Schule natürlich mit der Religion in Konfrontation getreten bin oder treten musste und war damit nicht ganz einverstanden. Und da begann im Prinzip meine Reise und heute bin ich 64 und dementsprechend, ich sag mal, ist meine Reise schon lange beendet und ich bin also dementsprechend überzeugter Atheist. Und natürlich habe ich also auch, ich will jetzt nicht mit Kebranagas oder dem Avesta, die sumerischen Schriften, dem babylonischen Talmud, die Tora, habe ich alles gelesen und selbst, ich sag mal, die alten Schriften der Veden mit über 15.000 Seiten habe ich also durchgelesen, weil es einfach auch inzwischen dann ein Hobby wurde. Aber ich habe auch den Koran gelesen, ich habe die Sunna gelesen, die Tafsire natürlich dementsprechend, die Hadithen, Al-Bukhari, Al-Dawud und so weiter und so weiter. Und ich kann also nur bestätigen, erstmal, dass der politische Islam, so möchte ich mich ausdrücken, tatsächlich die gefährlichste und gewalttätigste, Anführungszeichen, Kriegsstrategie, Klammer auf, vorgeschobene Religion ist, die es tatsächlich auf der Erde gibt. Und das ist einfach eine Situation in dem Augenblick. Ich möchte jetzt nicht über den babylonischen Talmud reden, der auch so seine Ecken und Kanten hat. Da wird aber nichts praktiziert. Da wird nichts in die Tat umgesetzt. Da ist es letztendlich, ich sag mal, gut, ich kann jemanden bekämpfen, indem ich versuche, mehr Geld zu verdienen und kaufe dem dann irgendwann sein Haus weg und sage dann, okay, ich schmeiß dich jetzt raus. Ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich in einem Buch 27 Tötungsaufrufe lese, sehe, wenn ich höre oder wenn ich lese, nimm dir die Ungläubigen, sprich Christen oder was auch immer, nicht zu Freunden, denn sie sind einander Freunde und so weiter. Oder die Geschichte mit Homosexuellen, die also vom höchsten Gebäude, damals gut Berg, da kannte man wahrscheinlich keine Hochhäuser, aber von den höchsten Gebäuden geworfen werden sollten und so weiter. Die Frau, die im Prinzip eigentlich, ist ja der Koran dann noch relativ human ausgedrückt. Im Prinzip ist das echte Hintergrund, die Frauen sind eigentlich nur Gebärmaschinen, die, und ich möchte es so ausdrücken, eigentlich nur, ja, Kriegs, oder ich nenne es mal Soldaten produzieren soll, weil es ist im Prinzip einfach nur eine Form des Geburten-Dschihads. Ich weiß nicht, wo man noch weitermachen sollte, um, sagen wir mal, die Gefährlichkeit dieser politischen islamischen Ideologie überhaupt erklären zu wollen. Und insofern, gut, jetzt ist ja Michael raus, jetzt weiß ich nicht, ob er einen Technik-Dschihad hat. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass er kommt aber sicherlich gleich wieder rein. Das war unabsichtlich. Ja. Und, der Islam bedeutet Frieden. Frieden bedeutet der Islam. Nicht wahr, Mann. Hört auf, über meine Religion schlecht zu reden. Genau, Mann. Also das, ich kenne auch. Wie meinst du das genau? Meinst du das? Meinst du das F in Islam? Genau, so ist es. Das F in Islam, genau. Ganz genau. Nein. Und insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor Jahren tatsächlich den Michael kennengelernt habe, da habe ich, weil ich habe selbst auf meiner YouTube-Seite unter meinem Namen Berry Junior, das ist tatsächlich mein Klarname, weil als Schriftsteller bin ich öffentlich, habe ich also dementsprechend mal das erste Video gesehen und habe gesagt, kann doch nicht sein, gibt's doch nicht. Und was meine ich damit? Dass mir jemand so aus der Seele spricht. Und irgendwann kam der Kian dazu und es war für mich also fast ein geistiger Orgasmus, als ich mir einmal irgendwo da mitbekommen habe, Mensch, die sind ja wirklich aufgewacht, die kennen sich aus, die wissen Bescheid und so weiter und so weiter. Weil zuvor stand ich natürlich, ich sag mal, ganz alleine. Und in dem Augenblick, wenn du dann jemand versuchst, der ja den Islam, den politischen Islam als Religion sieht, und Religion ist doch der liebe Gott, und da kann doch nur alles gut sein, dieses falsche Framing im Prinzip, wo niemand dahinter blicken möchte. Und in dem Augenblick war ich so zufrieden und deshalb, meine Tochter und ich, wir sind also auch BPE-Mitglieder, zumindest sagen wir mal,
wir haben alles eingereicht und wenn da mal endlich ne, so unsere Putschisten weg sind, dann kriege ich auch meine Bestätigung und so weiter, worauf ich also langsam mal warte. Also eure Arbeit ist derartig wichtig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und genau. Ich sag's mal so, ich bin kein Typ für Komplimente, aber in wenigen Jahren, so möchte ich es mal sagen, seid ihr Teil der Geschichtsbücher. Das ist ausgesprochen nett gesagt, lieber Harry, das Barry. Barry. Ja, Barry, Entschuldigung. Und das auch. Wir versuchen nur die Fakten auf den Tisch zu legen. Und das passt natürlich einigen Leuten nicht. Wir haben jetzt hier die Leontine, halb Pakistanerin, halb Deutsche, eckt auch mit dieser Religion überall an. Wir haben den Warmann hier aus Kurdistan, Irak. Dem passt die Religion auch nicht. Ich bin aus Kurdistan, Iran. Mir passt die Religion auch nicht. Ja. Und wir müssen die Probleme ansprechen. Denn der Islam ist dabei, wieder die Kontrolle über, der Islam ist dabei, Kontrolle über diverse gesellschaftliche Formen zu übernehmen. In Deutschland. Richtig, also er über das Straßenland, er dominiert mittlerweile in der Politik, die Islamverbände mischen sich überall ein. Sieh dir London an, du kommst selber daher, was da ist. London ist ja im Prinzip schon gefallen. Was passiert jetzt in Frankreich? Frankreich wird also das zweite London werden. Und bevor, ich sage jetzt mal, Deutschland das dritte London wird, es muss was passieren. Aber wenn ich dann sehe, dass wir eine Frau Laser oder Phaser oder wie die Dame heißt, möchte gar nicht irgendwo näher drauf eingehen, ne? Weil das ist wahrscheinlich denn hier, man müsste also überall einen Piep drunter setzen, sage ich mal. Ne? Vor allem auch bei mir in der Umgebung, ich komme ja aus Hessen und Hessen ist ja sowieso eins der zuwanderungsstärksten Bundesländer in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob mir das nur mittlerweile stärker auffällt, weil ich mich auf die Thematik konzentriere oder ob es wirklich ein Fakt ist. Ja, aber ich sehe mittlerweile so viele Frauen auch draußen bei 30 Grad, ja, mit Kopftuch. Also das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist, unverständlich. Ich hatte das Gefühl, dass es vor 2-3 Jahren, dass es nicht so extrem war. Ja, also das war so plötzlich, gefühlt so plötzlich, ja. Also das hat mich auch total überrascht. Ich weiß auch, wie der Michael gerade sagte, wie sagen wir mal, der Hintergrund auf das Kopftuch ist unabhängig mal von bedeckt euch, damit ihr als Muslime erkannt werdet und nicht belästigt werdet. Aber das ist der, sagen wir mal, das ist natürlich auch ein Grund, aber der echte Hintergrund ist natürlich noch ein bisschen härter. Wie war das dann mit Sauda, dessen Frau mal im Pipi musste, raus musste, ohne Kopftuch und nur weil sie erkannt wurde, hat man sie nicht vergewaltigt. So, und die Situation war im Prinzip dann die, dass man gesagt hat, pass mal auf, wenn du ohne Kopftuch rumläufst, dann denken wir, du bist eine Sklavin und dann bist du im Prinzip frei zum Abschuss. So, das heißt, alles, was kein Kopftuch hat, wird als Sklavin angesehen. Unter anderem auch als Sexsklaven und mit denen kann gemacht werden, was man will. Mhm. Und das ist im Prinzip noch der wichtige Punkt dabei. Und wie der Michael so treffend sagte, natürlich kann ich, sagen wir mal, innerhalb einer Gruppe, das ist ja so dieser Ash-Effekt, wo dann wirklich jeder teilnehmen will. Und wie absurd dieser psychologische Effekt ist, zeigt ja dieses Ash-Experiment, wo also eine Probandin innerhalb von 10 Menschen getestet wurde, die 9 Menschen, die waren im Prinzip eingeweiht und denen wurden immer 2 unterschiedlich lange Striche gezeigt. Und die ersten Male hat man also gesagt, okay, war also A und B, da haben die also wirklich immer gesagt, okay, der längere Strich, ich sage es mal B, ist B. Und später haben die angefangen, tatsächlich es umzudrehen. Die haben den kürzeren Strich als längeren Strich angegeben und die Probanden hat dann mitgemacht. Obwohl im Nachhinein sie dann befragt wurde, ja, aber sie haben doch gesehen, der Strich war kürzer. Ja, nee, aber ich wollte ja zur Gemeinschaft gehören. Ja. Und diese typische sogenannte Umma, das ist ja so der Punkt, die wollen dann natürlich dazugehören und das ist für die inzwischen wie ein Prestige, weil ansonsten haben die doch nichts, also haben die nur, ich bin mit einer Oma. Okay, Freunde, darf ich mich verabschieden? Ich muss jetzt ins Bett, weil bei mir fängt der Tag immer schon so um 6 Uhr an. So, es wird jetzt ein bisschen spät. Ja. Michael,
Ja. Erik hier. Ich wollte nur schöne Grüße noch einmal ausrichten. Wir kennen uns. Danke. Erik. Ja, ne? Ja, schön, Erik. Kommst du nach Köln am 15. Juli? Ich komme nach Köln. Ich denke, ich schaffe das ja. Ja, das wird richtig kräftig. Also da kommen jetzt so viele Leute aus Thüringen, kommen sie, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, überall, weil da werden wir quasi eine Kundgebung machen. Ja, und da werden wir zeigen und vor allen Dingen, weil dieser komische Typ, der Adolf in seinem Namen drin hat, so die Leute beleidigt hat, da werden jetzt wahrscheinlich extra noch mehr kommen. Ja, und der soll echt einen Tritt jetzt bekommen, dass er rausfliegt aus unserem schönen Verein. Wirklich. Ja. Das ist. Wann seid ihr mal in Duisburg? Ja, wir waren ja oft mit Pegida in Duisburg. Ne? Warst du da auch? Nee, da war ich nicht. Nee. Also ich verfolge, also ich kenne alle deine Veranstaltungen, die Kundgebung. Mhm. Und ja, ich wollte auch mal zur Kölner kommen mit meiner Tochter. Aber ja gut, wir sind beide selbstständig oder ich bin freischaffend, meine Tochter selbstständig. Das ist natürlich immer ein Problemchen dann. Ne? Und wir sagen also immer so, wie er in Duisburg ist, sind wir da. Ja, aber okay. Wenn man danach geht, wo die Probleme sind, dann kann es ja auch quasi in jede deutsche Stadt gehen. Also in NRW kann es ja quasi richtig in jede Stadt gehen. Oder in Hessen. Ja. Oder in Rheinland-Pfalz. Das ist also, wart ihr schon mal in Frankfurt? Ja, zwei Mal. Ja. Und wie war's? Ja, da haben die Linken haben da mit Klopapier geschmissen und lauter so Sachen, aber wir haben das gut gekontert. Einer hat versucht, den Stromgenerator kaputt zu machen. Also Frankfurt ist ein spezielles Pflaster, aber da gehen wir natürlich erst recht wieder hin. Wir hätten eigentlich jetzt im März hätten wir eine Kundgebung, die war schon angemeldet auf Maizeil, also der beste Platz in Frankfurt, wow, mitten Fußgängerzone. Haben wir jetzt erstmal verschoben, weil wir haben jetzt interne Probleme bei der BPE, aber das wird alles kommen. Wird alles kommen. Mhm. Ne? Ja, das wird die Probleme rein. Werden sich auflösen. Postet ihr das dann auf euren Seiten, beziehungsweise posten Sie das dann auf ihrer Seite? Ja, das wird ja alles groß angekündigt. Ja, Michael, abschließende Frage, was macht dein Auge? Wie geht es deinem Auge? Ja, immer besser. Ich habe zwar noch so eine kleine Gasblase drin, aber das wird immer besser und der Augenarzt, der kontrolliert mich jede Woche und ist zufrieden, passt. Ja. Das freut mich sehr schön. Okay, Michael, vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Ja, danke für deinen Stream. Und, ja. Bis Samstag. Ich will dir nur kurz das Update geben. Wir hatten 450 Live-Zuschauer in der höchsten Phase. Wir sind jetzt bei 122.600 Likes. Wow. Sehr gut. Wahnsinn. Aber wo kommt denn das her? Weil ich sehe hier 314 Zuschauer haben wir jetzt momentan live dabei, ne? Ja. Wo kommen so viele Likes her? 100.000 Likes von den Zuschauern. Auf dem Bildschirm. Genau. Also ein Zuschauer kann mehrfach liken. Da darf man sich jetzt nicht täuschen lassen. Wenn du auf dem Bildschirm tippst, dann siehst du immer, dann kommen so Herzchen hoch. Und das ist ein Like. Und je öfter du tippst, also wenn du jetzt tatsächlich so einen Parkinson-Finger hast und hältst ihn auf dem Bildschirm, dann kannst du als einzelner Zuschauer auch 100 oder 1000 Mal liken. Ja, ja. Aber wir sollten schon realistisch sein. Also das waren dann so 400 in der Spitze, 450. Richtig, jetzt haben wir 376. Genau. Ja. Ja, aber das Video, das kann man auch wie bei YouTube, kann man dann auch morgen und die nächsten Tage noch weiter leider angucken. Nicht. Ne? Das leider nicht mehr, aber das kann ich runterladen und dann können wir das hochstellen irgendwo. Genau. Ach so. Ja. Also das ist praktisch nur eine Live-Plattform. Da wird nichts konserviert wie bei YouTube. Ja. Nein. Ja, ja. Aber Michael, okay. Ich muss sagen, dass der Algorithmus bei dieser App hier ganz, ganz komisch ist. Das heißt, du kannst auch mit ganz wenigen Followern, sage ich mal, 1 Million Videoaufrufe machen. Ich zum Beispiel habe jetzt fast 50.000 Follower. Also ich habe 50.000 Follower geschafft innerhalb von 3 Monaten, weil ich habe Videos und Artikel hochgeladen, wo das Mädchen Ela Kirchberg erstochen worden ist und hier, wie heißt nochmal das Mädchen, was von den zwei Mitschülerinnen erstochen worden ist? Luise erstochen. Ich habe halt Videos von Nachrichten hochgeladen und ich habe halt innerhalb von 3 Monaten fast 50.000 Follower bekommen und meine Videos, kannst du auch auf meiner Seite gucken, haben durchschnittlich so 20.000, 30.000 Aufrufe jedes. Manchmal auch 1 Million und so. Also ich verdiene auch schon sehr gutes Geld damit. Also ich habe das echt geschafft, jetzt in ein paar Monaten fast 50.000 Zuschauer, also Follower zu bekommen. Ja, ich habe auch jetzt von gestern zu heute 500 neue Follower bekommen. Diese Plattform ist ausgesprochen interessant. Und wir haben gute Moderatoren, die wirklich den Ball flach gehalten haben. Viele Leute haben im Chat geschimpft und wollten also das eskalieren lassen, aber die Moderatoren haben alles im Griff.
Und ich habe heute bewiesen, dass man diese Plattform auch frei vom Pöbel halten kann. Ja, und das dann ja, da musst du, da muss man halt aufpassen. Irfan zum Beispiel, ich bin auch Moderator bei Irfan. Ich finde ja seine Arbeit super. Ich mag ja auch, was er macht. Aber das Problem ist, er holt halt irgendwelche Leute hoch und die beleidigen dich dann als Huhuhu. Ne, du kennst die Wörter, diese. Und dann wirst du direkt hier von der Plattform gesperrt. Dann ja, ich habe es gelesen. Heute wurde er wieder gesperrt. Ne? Ja, er hat schon 7 Accounts. Vierte Mal. Der hat schon 7 Seiten. Der wird jeden Tag gesperrt. Immer wenn er hier und ist. Und das ist wegen den Pöblern, die er reinholt. Genau, die kommen rein, genau. Ja. Die beleidigen dann und dann wirst du gesperrt. Und dann, aber du wirst halt natürlich auch gesperrt, weil die dich dann melden wegen Hassrede und so. Ja, ja. Das ist natürlich, also da muss man vorsichtig sein. Ich zum Beispiel habe auch Kontowarnungen bekommen, einfach weil ich geschrieben habe, die AfD ist in Thüringen bei 34%. So, habe ich jetzt eine Warnung ganz bekommen. Böse. Guck mal, so haben die gesagt, so, das heißt, da haben die dann geschrieben, wenn sie sowas nochmal posten, dann, also Kontowarnung, dann wird ihr Konto mit 50.000 Followern gesperrt und da kommen sie nie wieder dran. Wie kannst du auch sowas behaupten? Also das ist ja völlig. Das Lustige ist, ich habe das ja neutral. Ich habe das einfach runtergeladen und habe einfach hier von ARD und ZDF habe gesagt, hier so, guck mal, AfD bei 34%. Ich habe nichts dazu geschrieben. Ja, gesperrt. Wie kannst du nur Tatsachen da verbreiten? Das ist Leute können das nicht ertragen. Die können es einfach nicht ertragen. Deswegen melden die das einfach. Die gönnen es gibt ja auch solche Meldegruppen, wo die dann einfach schnell einen Link hinschicken und dann kommen 20, 30 Leute in den Stream, die melden das dann einfach fix weg und dann bist du weg. Aber ich muss auch noch kurz einmal abschließend sagen, weil ich muss jetzt auch raus, ich bin nämlich auf Nachtschicht, ich muss ein bisschen leiser reden, dass es so ist, wenn die Leute, was die auch sehen, ich habe viele Diskussionen unter meinen Videos, auch was in Frankreich passiert, weil in Frankreich ist eine gute Sache passiert. Da haben die für den Polizisten eine Spendenaktion ins Leben gerufen und die Familie hat schon über 1,4 Millionen ist schon zusammengekommen an Euro. Dann haben die gesagt, warum, wie kann sowas sein? Und ich habe mir das Video bestimmt 10-mal angeguckt, wo der Polizist geschossen hat. So. Und ich sage, dass in jedem normalen Land, wenn du auf einen Polizist mit einem Auto zufährst und der sagt, der muss stehen bleiben, was erwartet man, was passiert? Richtig. Das ist genauso wie in Dortmund, wo der, ich glaube, Senegaleser, weiß nicht was, der Afrikaner auf einen Polizist mit einem Messer zugegangen ist. Was glaubst du denn, was der Polizist macht? Dass er dich umarmt, dass er sagt, hey, komm her. So, also ich meine, wo leben wir? In Amerika fragen die nicht. In Amerika schießen 6 Polizisten gleichzeitig ihr ganzes Magazin leer. Wenn du hier einmal schießt, dann ist deine Karriere vorbei. Egal, das ist unglaublich. Und der 17-Jährige, der hat ja vorher schon andere fast überfahren, Passanten überfahren. Ja, das war ja für jeden erkennbar, dass es ein Krimineller war. Ja. Und was die Leute nicht vergessen sollten, dass in diesen Vorstädten, in den Banlieues, wo sehr, sehr viele Migranten sind und Muslime sind, die auch sehr radikale Auslegungen haben, dass die in diesem Land randalieren, alles kurz und klein kommen, plündern, anzünden, weil die einfach diese Werte und diese, diese Werte, diese Werte und diese Art zu leben, akzeptieren die einfach nicht, weil das mit ihren muslimischen Werten nicht zusammenpasst und die sehen uns oder die westlichen Werte als minderwertig an. Das heißt, mit denen kann man es machen. Die machen, was sie wollen. Ja. Und das Problem ist, ich finde es nicht, also auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr schlimm, was passiert. Auf der anderen Seite sage ich, es muss sowas passieren, dass vielleicht die Leute mal langsam aufwachen und sehen, was und blüht, wenn das so weitergeht. Ja, mehr davon. Mehr davon sage ich immer. Ja, es soll richtig der Kessel explodieren. Und dann wachen die Leute auf und dann tut sich was. Okay, Freunde, in dem Sinne. Ne? Gute Nacht. Ciao. Ich muss gute Nacht sagen. Tschüss. Ne? Ja, mach's gut. Gute Nacht, Löwenherz. Willkommen, Erik. Danke, ciao. Ciao, Löwenherz. Ja, also. Ja, dann sind wir jetzt eine entspannte Runde. Nachher werde ich nochmal jemanden hochholen. Um einfach so ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen. Ich habe natürlich große Skepsis hier vor den ganzen Muslime, die jetzt hier auftauchen. Man merkt das schon an der Art und Weise, wie sie sprechen. Wenn ich sie hochhole, ruinieren sie mir meinen Stream hier. Da fängt es schon an. Sana, nee, hallo, seid ihr Juden? Als wenn das irgendeine Rolle spielt, ob wir Juden sind. Ne? Ja? Das zeigt schon so. Juden ist so ein Schimpfwort, ja, so ein rotes Tuch für viele Muslime. Wenn ihr Juden sind, dann könnt ihr auch nur in Intrigen stiften und gegen die Völker sein und gegen den Islam. Ist ja typisch. Mhm. Ja. Also wirklich gruselig, ja.
Ich habe eben einen Kommentar gelesen, dass die Polizei die Lautstärke beim Herrn Stürzenberger abgedreht hat auf der Demo, weil er die deutsche Nationalhymne hat laufen lassen. In Leipzig haben wir uns dann da vorgestellt, ganz genau. Und dann haben wir das nochmal durchgesetzt, dass die Nationalhymne nochmal ein zweites Mal gespielt wird. Aber das war schon ziemlich skandalös. Und was ich in Leipzig bei. Welche Strophe? Darf ich fragen, welche Strophe? Na, die ganz normale deutsche. Die normale, die zweite. Also jetzt nicht die kritische. Die normale, okay. Das ist. Strophe. Genau. Das ist, aber ich muss sagen, ich habe das ja auch öfters in meinen Streams, da lasse ich ja auch demonstrativ alle drei Strophen laufen. Ja. Und da habe ich ja auch wirklich sehr, sehr viele, die Leute haben versucht, mich durchgehend zu melden. Ja, hat natürlich nicht funktioniert, weil im Endeffekt, es ist nicht strafbar. Es ist vielleicht moralisch verwerfbar, also verwerflich, aber nicht für mich persönlich, weil ich sage, Deutschland, Deutschland, ja. Absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier diese Strophe aussprechen darf, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, aber für mich ist das nichts moralisch Verwerfliches. Es ist mein Heimatland. Leontine, und ich liebe dein Erika-Lied, da musst du noch mal ein Video machen, wie du dazu deine Moves, deine Bewegung, Kian, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also als ich sie da das erste Mal mit meiner Tochter gesehen habe, wir haben die gefeiert. Also danke schön. Ganz toll. Und das, ich muss ganz ehrlich mal sagen, gut, in meinem Alter darf ich sagen, und das in dem Alter, solch ein erweitertes Bewusstsein, Leontine, wirklich, ich bin Hutträger, habe ich dem Kian schon mal gesagt, und ich ziehe meinen Hut vor dir. Vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Also ich habe ja mit Michael mal darüber diskutiert. Ich habe ja gesagt über die Deutschlandstrophe Deutschland, Deutschland über Punkt, Punkt, Punkt. Die wurde von Hoffmann von Fallersleben komponiert in einer Situation, in der Deutschland noch nicht einig war, der es viele deutsche Fürstentümer gegeben hat. Und er hatte diesen Wunsch, die deutsch sprechenden Fürstentümer miteinander zu verschmelzen, endlich zu einer Einigung zu einigen. Und deswegen hat er dieses großartige Einigkeit und Recht und Freiheit komponiert. Ja. Und Deutschland, Deutschland über Punkt, Punkt, Punkt war natürlich eine Strophe, die im historischen Kontext absolut toll ist. Ja. Und durch diese Hitler-Diktatur ist sie völlig rausgefallen aus unserer deutschen Nationalhymne. Ja. Aber im Grunde genommen, historisch gesehen, gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen. Richtig. Und tatsächlich, wie viele Kommentare ich hatte, ich zeige dich an, ich melde das Verfassungsschutz und ich musste mich so kaputt lachen. Ich hatte so Lachanfälle teilweise gehabt, ja. Und selbst wenn ich nur einen Teil, wo halt diese Strophe, also beziehungsweise die erste Strophe oder die dritte Strophe, weil die zweite ist ja, dass der mit dem bekannten Deutschland, Deutschland über, ne? Also die zweite Strophe war das, ne? Genau, selbst wenn ich nur die erste oder die dritte habe ablaufen lassen, hieß es dann trotzdem, boah, du bist ein Rassist, wie kannst du nur direkt melden? Und das hat mich so schockiert. Und das hat aber wirklich, das sagt so vieles über unser derzeitiges Verständnis von Patriotismus aus, ja, wie wir unser Heimatland sehen, ja, wie wir das der jüngeren Generation weitergeben, das sagt so viel darüber aus. Das ist der Wahnsinn. Ich fand das toll, ich glaube, das war ein Gladbeck 2-0, was ich ganz toll fand. Wir Kian, dann kamen irgendwann ein paar Zuschauer, die also dann so ein Deutschland-Shirt oder ein Hoodie anhatten mit Deutschland zuerst oder Germany first oder so. Mhm. Und ich dachte, Patriotismus ist sexy und so. Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Richtig, ist es auch. Nichts Verwerfliches. Mein Gott, ist es doch nicht, dass jeder sein Heimatland liebt. Also, absolut. Was soll uns denn da irgendwo aufoktroyiert werden? Man versucht uns künstlich zu manipulieren. Es ist Framing, falsches Framing. Die alle jetzt hier mit drin sind, da hat niemand was mit irgendeinem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und ich sage auch immer wieder, wenn man hört, ja, Deutschland, Nazis und so weiter, Blödsinn. Mein Vater zum Beispiel hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Der war nie ein Nazi gewesen. Und er hatte mir immer gesagt, wir wurden damals von den Amis, von den Nazis befreit. Also Nazis hat jetzt nicht unbedingt Gleichheitszeichen Deutschland. Nein, das war die Diktatur damals. So wie heute viele mit der aktuellen Ampelregierung verständlicherweise nicht einverstanden sind, sind wir doch auch nicht alle Ampelwähler. Ja, und vor allem darf man eine Sache nicht vergessen. Habt ihr euch mal die Nationalhymne von Großbritannien angehört? Nein. Ja, also
da heißt es zum Beispiel, O Lord, our God, arise, scatter his enemies. Ja, also erhebe, O Herr, unser Gott, erhebe dich, zerstreue seine Feinde und lass sie fallen. Verwirre ihre Politik, vereitel ihre schelmischen Tricks. Ja, dann kommt unsere Nationalhymne. Ja, deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang behalten ihren alten schönen Klang. Oh, das ist so cool. Ja, das ist so schön. Wunderschön. Ja. Und vor allen Dingen, das ist die britische... Wenn jetzt hier noch Erika singt, dann haben wir es geschafft, Leontine. Ja, die britische Nationalhymne hört sich ja schon fast an wie so ein Erkennungsmerkmal für den Islam. Nationalhymne für den Islam sein. Ja, und das muss man sich mal vor Augen halten. Es ist diese dumme 12 Jahre deutsche Geschichte, die uns dieser deutschen Nationalhymne von 1841 beraubt hat. Ja, und das quält mich in der Seele. Das quält mich in der Seele. Ja, ja, ist übrigens im August geschaffen worden, ja, in meinem Geburtsmonat. Dazu muss man aber auch sagen, auch mal ganz interessant sollte, wenn ihr es nicht sogar schon gemacht habt, es gibt ja auch, sagen wir mal, so aus dem amerikanischen Raum, den Mr. Kaufmann oder den Kalergi oder den Huten. Mein Zimmer sieht aus wie eine Bibliothek hier, aber ist vielleicht typisch als Schriftsteller, sage ich mal vielleicht, aber egal. Und das ist auch eine Situation, wenn man sich den Hutenplan mal durchliest oder den Kaufmannplan oder Pfizer, den Kalergi-Plan und so weiter, dann wird man viel wiedererkennen, sehr viel, 99,9%, was wir heute erleben. Also es ist einfach ein perfider Plan, der von längerer Hand, sage ich mal, von ganz, ganz, ganz oben durchgesetzt werden soll. Und der richtet sich einfach gegen Deutsche, gegen Deutschland. Absolut. Ja. Also deswegen bin ich auch so pro Deutschland. Ja. Weil es kein entspanntes Verhältnis gibt der Deutschen zur deutschen Geschichte, Sprache, Identität, Kultur, Folklore und Tradition. Und wenn ich als Halbdeutscher da Unterstützung leisten kann, dann mache ich das. Das finde ich super. Das finde ich super sympathisch. Ja, das gehört dazu. Ich, meine Mutter ist ja Deutsche. Mein Vater ist kurdischer Iraner. Und klasse. Und ich habe gegen den Willen meiner Familie habe ich mich in den Islam hineingesteigert mit 14 Jahren. Und dann bin ich da erst wieder raus, als ich über 40 war. Ja. Aber deine 30 Jahre Erfahrung, die du gemacht hast, ich sag mal, wer kennt die Hintergründe? Nicht das, was offiziell so Takia-mäßig immer gebabbelt wird. Wer kennt die Hintergründe besser als du? Und wenn ich dann, wie diesen Bushi da vorher höre, der versucht dann so einen Test zu machen, so lächerlich. Teilweise kann ich die suchen auswendig und dann sagen mir die Muslime in anderen Livestreams, muss ich mal eben nachgucken. Und ich sage, brauchst du nicht, Moment, ich kann ja auswendig. Also ne, befürchtet und meine sie im Schlafzimmer und schlagt sie und bla 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 oder 9:36, 34 und so weiter. Das stimmt dann nicht. Und dann kommt immer die Frage, kannst du Arabisch? Und also es ist alles... von Unwissenden soll man geprüft werden. Also lächerlich. Ja. Für alleine. Oder Wir haben einen neuen Gast hier im Raum, den Claudio. Claudio, magst du dich kurz vorstellen? Ja, moin, ich bin Claudio. Ich wollte erstmal ein bisschen reinhören hier, was so Thematik hier gerade bei euch ist. Ah, okay. So, ich habe erstmal gesehen, Muslime und Glaube, das ist ja ein sehr umstrittenes Thema, ne? Auf der Absolut. Welt. Absolut. Absolut. Das ist ein sehr heikles Thema, auch was sehr viel Hass. Und die Kriege kommen ja meist von dem Glauben, den wir führen. Viele schreiben hier auch, nur Allah ist der wahre Gott und. Aber es ist im Leben, Gott ist eins. Und egal wie wir glauben, es ist ein und dieselbe Person. Ob es Judentum, Christentum, muslimisch ist, es ist, Gott ist Gott. Und für jeder seinen Glauben soll man nicht verurteilt oder bestraft werden, sage ich mal so. Ne? Jeder soll seinen Glauben führen, aber meist wird der Glauben missbraucht, sage ich immer so, um Kriege zu führen, um Hass zu verekeln. Und in keiner Bibel und in auch keinem Koran steht drin, du sollst hassen, du sollst umbringen oder du sollst... Und vergiss nicht die Milliarden Menschen, die nicht an einen abrahamischen Glauben glauben. Ich meine, wir haben noch Hinduisten, jede Menge Buddhisten, all diese Leute, die ja dann eben sogar als Götzendiener abgestempelt werden oder als direkt Ungläubige, ne? Es ist so, aber die meisten verwenden ihren Glauben, wenn sie schon, das ist schon auf der Straße, ist das so.
Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Allah. Warum ziehst du dein Glauben in Dinge mit rein, wenn du die Wahrheit sprechen möchtest? Das sind auch so Dinge, weißt du, die mich immer so kränken, wo ich denke so, was hat Gott mit deiner Scheiße zu tun gerade in dem Moment? So, ich sag ja, wie das halt so ist, ne? Also viel wird halt über den Glauben. Welche Konfession hast du denn, Claudio? Bitte? Welche Konfession? Ich bin katholisch. Ich bin katholisch. Ah ja, okay. Ich bin katholisch und ich bin so groß geworden, meine Eltern sind katholisch, mein Vater ist katholischer Herkunft und ich hatte gerade gewundert, ich hatte gerade gewundert, weil du sagtest, im Koran würde also nichts Böses stehen, das sind alles die gleichen Götter. Weil also ich bin Atheist, also ich bin, sagen wir mal, recherchierter, überzeugter Atheist, nachdem ich alle Religionen tatsächlich studiert habe. Und das Ganze 45 Jahre lang. Also nicht mal eben übers Wochenende oder per YouTube. Ich habe tatsächlich die ganzen Werke gelesen und verglichen. Und wenn ich jetzt einfach nur... Moment, bitte aushält. Moment. Ja. Und wenn ich dann wirklich jetzt einfach mal die Religion als Bücher miteinander vergleiche, da kann ich also den islamischen Gott in keinster Weise gleichsetzen dem neuen christlichen evangelischen Gott. Weil mit Jesus kann man bitte ausreden lassen. Mit Jesus kann man keine Gewalt legitimieren. Aber wenn ich in einem Buch 27 Tötungsaufrufe lese, das macht kein Gott. Nein, das macht auch kein Gott. Aber im Endeffekt laufen die Bücher, ja, es gibt einige Klauseln und Punkte. Natürlich sind die verschieden und auch andere Herkunft. Das meine ich, ja. Im Endeffekt läuft alles aufs Gleiche hinaus. Wir sollen glauben. Und ich glaube, Glauben heißt nicht Endeffekt, wissen, richtig, ja. Im Endeffekt glaube ich an den Frieden, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich das. Und an den Hass. Und ich glaube, dass eigentlich alle Völker, auch die islamische Kultur, ist natürlich eine Kultur, die zur Welt dazugehört, die auch weit geführt ist. Und ich glaube einfach, und wirkliche Islamisten, die wirklich auch treu sind, das sind auch liebe und brave Menschen. Also ich kenne welche, die halten an ihren Glauben fest und die tun keiner menschlichen Seele was zu leiden. Kenne ich auch, ja, richtig. So, ja. Aber du hast gerade was Gutes gesagt, Leontien, wenn ich einen Satz dazwischen sagen darf. Der Claudio hat gerade was Gutes gesagt. Ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Kartenhaus des Glaubens. Und zwar das Problem ist, dass überhaupt dieses Konzept des Glaubens eingeführt wurde. Nämlich in dem Augenblick, wo ob ich jetzt nicht glaube oder etwas glaube. In beiden Fällen heißt es, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich für eine Seite des Unwissens, sage ich jetzt mal so, entscheide, dann halte ich daran fest. Und ich bin ab dem Augenblick ein Feind der anderen Möglichkeiten, der Alternativen. Und das ist die Problematik. Ich beschreibe das immer so, dass ich sage, stellt euch vor, ihr geht zum Fußballspiel und die Mannschaft A hat rote Shirts, die Mannschaft B hat blaue Shirts. So, und wer gewinnt denn? Was glaubst du? Jetzt entscheidet sich der eine für die roten, der andere für die blauen. So, in dem Augenblick wird der sich für die blauen entschieden hat, wenn ein roter fault, sagen, hey, der hat gefault, auch wenn er nicht gefault hat, und schmeißt ihn raus, rote Karte. Wenn aber sein blauer fault, das war doch nichts und so weiter. Und er wird also sein Glauben, sein Unwissen, bis aufs Blut verteidigen. Und das ist die Problematik. Heute musst du nicht mehr recherchieren. Du musst nichts mehr wissen, weil Wissen wäre überprüfbar. Es reicht, wenn du glaubst. Und das ist das Problem an der Sache. Ja, und jetzt kommt es sogar noch schlimmer. Und die andere Sache ist auch die, wenn Muslime von uns erwarten, dass wir ihren Glauben respektieren, oder wenn Muslime andere Menschen bitten, ihren Glauben zu respektieren, müsst ihr genauer hinsehen, wie sie den Glauben anderer respektieren. Muslime genießen in nicht-muslimischen Ländern viel mehr Freiheit und Rechte als anderen Religionen in islamischen Ländern je gewähren würden. Ja? Und deswegen schaut euch an, wie sie 23 Jahre Eroberungspolitik von Mohammed. Danach war Mekka und Medina erobert. Dann gab es keine Christen mehr, keine Polytheisten, keine Juden mehr. Ja, da fing es schon an. Der Islam ist die einzige Religion, wo Nichtmuslime zu ihren heiligsten Städten nicht gehen dürfen, um sie zu besuchen. Eine andere Kultstätte auf der Welt ist geschlossen für einen Mensch anderen Glaubens oder einer anderen Herkunft, außer Mekka und Medina. Ja, du siehst ja alleine in Deutschland, wir haben 2800 oder 2900 Moscheen hier. Wir sind im Prinzip, wenn du so willst, führend in Europa, was den Moscheenanteil angeht. Und warum? Weil natürlich Deutschland durch das Framing, Altlasten, Altschulden und so weiter, dementsprechend anfällig sind für, ja, bei uns darf man ja alles. Und alles, wie soll ich sagen, Religionsfreiheit heißt nicht Täterfreiheit.
Ja, ja. Das ist aber das, was ich ja wieder meinte. So, du kannst ja nicht alles über einen Kamm scheren. Ich meine, wenn es friedliche Muslime sind oder friedliche Menschen sind und die natürlich auch ihren Glauben vertreten möchten. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch Deutscher. Ich lebe das Leben, zahle auch meine Steuern. Aber ganz ehrlich, solange es friedlich bleibt und sie ihre Ruhe haben und ihren Glauben weiter, sagen sie es doch, stört mich nichts. Ja, Claudio, ich hätte mal kurz eine Frage. Claudio, hast du denn schon mal eine Demonstration gesehen von gemäßigten Muslimen gegen Radikale? Also mir wäre keine einzige Demo bekannt. Ja. Wie war das aber denn, gibt es regelmäßig Demonstrationen für Erdogan, für alles Mögliche, aber für die Leute, die ja angeblich den friedlichen Islam in den Dreck ziehen, ja, dagegen wird nicht demonstriert. Das ist schon verdächtig. Ja. Außerdem, ja, ich muss es nochmal wiederholen, zu sagen, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, macht den Islam nicht friedlicher. Und zu sagen, nicht alle Muslime sind Terroristen, schützt uns nicht vor den Muslimen, die Terroristen sind. Wir müssen endlich aufhören, diese rosarote Brille aufzusetzen. Es gibt exponentiell viel Gewalt, die aus dieser Religion kommt. Sonst würden wir nicht heute hier sitzen und darüber sprechen. Warum unterhalten wir uns eigentlich in Deutschland nicht über andere Migrantengruppen? Warum sind nicht die 40.000 Japaner oder die 300.000 Vietnamesen unser Diskussionspunkt? Ja. Ja, sehr gut, Kian, wir unterhalten uns spezifisch über eine spezifische Migrantengruppe, die mit einer spezifischen Religion nach Deutschland gekommen sind. Richtig, und die thematisieren wir, weil sie exponentiell Schlagzeilen verursachen. Richtig, und deswegen ist der Islam etwas ganz, ganz Kritisches, noch vor irgendeiner anderen Religion. Die Japaner sind teilweise Shintoisten. Ja? Und da gibt es auch ziemliche Hardcore-Elemente im Shintoismus. Aber trotzdem fallen sie sich auf und rennen sie im Namen ihrer shintoistischen Religion irgendwo rein und sprengen sich bei Süd- oder Nordkoreanern in die Luft. Ja, richtig. Buddha Akbar, ne? Genau. Und deswegen müssen wir darüber reden. Es ist nicht normal, dass etwa 1000 Menschen pro Monat durch den Realo-Islam sterben. Und keine andere Religion verursacht so viel reale Gewalt wie der Islam. Ja, und noch etwas. Wenn Muslime uns immer vorwerfen, wir würden zu stark gegenüber dem Islam polemisieren. Habt ihr mal gesehen, wie stark sunnitische Muslime gegen den schiitischen Islam polemisieren und umgekehrt? Habt ihr mal geschaut, wie die pakistanischen Deobandis gegen Sufis in Pakistan diskutieren? Oder wie die Saudis gegenüber den vier Rechtsschulen sich... Untereinander sind die am schlimmsten, definitiv. Ja, richtig. Warum die sind sie da auch Islamfeinde sind die Muslime untereinander. Ja, richtig, ja. Und deswegen müssen wir hier Tacheles reden. Ja? Mohammed hat die Kultstätten der vorislamischen Araber zerstört. Und sie sagen, hey, es war ja die Wahrheit. Aber für die Araber, die damals da gelebt haben, war es nicht die Wahrheit. Es war die Zerstörung ihrer Kultur und ihrer Identität. Ja? Aber du brauchst bloß das alles einem Label oder ein Narrativ überstülpen, dass es für die Wahrheit war oder dass es für die Gerechtigkeit war. Und schon kannst du die Kultur eines anderen Volkes zerstören. Ja? Ja. Und das geht nicht. Und das tun sie jetzt mit Deutschland. Sie drängen auf den deutschen Markt und verändern auch die Demografie und sie verändern die Kultur unseres Landes. Warum reden unsere deutschen Kinder in diesem Kanacken-Slang? Da muss ich als Deutscher ganz ehrlich sagen, das ist mir peinlich. Ja, das ist mir eigentlich peinlich. Ich bin Schriftsteller und wenn ich das höre, wie das deutsche Wort missbraucht wird, verschandelt. Ich kann drauf eingehen. Ne? Ja. Das ist widerlich. Also mir wurde letztens in meinem Livestream dazu geraten, wenn mir das alles nicht passt, ja, dann mach doch mehr Kinder. Ja, genau. Das höre ich auch sehr. Und ich sage das auch den Leuten. Wir brauchen keine, ein Fachkräfteland braucht keine angeblichen Fachkräfte aus dem Ausland. Es braucht einfach nur eine gesunde Familienpolitik. Damit ja, aber kannst du ja hier nicht kriegen in Deutschland. Ja. Das macht die Politik doch gar nicht möglich, dass wir das kriegen. Ja. So ist es. Zwei Kinder, ein drittes kann ich mir nicht leisten. Höchster Steuersatz der Welt und dann kommt dazu, dass die Familie... Kindergarten, dreimal Schule...
Ja. Dreimal essen, dreimal dies, dreimal das. Das kannst du gar nicht mehr bezahlen bei den Löhnen, die sie zahlen. Das kannst du, die stecken sich doch alles in die Tasche. Wie willst du dich dann als Deutscher vermehren, wenn du gar keine Möglichkeiten hier hast? Ja. Ja. Als ich Kind war, da ist mein Vater arbeiten gegangen und meine Schwester und ich, meine Mutter war Hausfrau. Wir haben gelebt, wir haben Urlaub gemacht und so weiter und so weiter. Heute, da muss die Frau arbeiten, da muss der Mann arbeiten, der Mann wahrscheinlich noch einen Nebenjob, die Frau muss irgendwo noch putzen gehen und so weiter. Und die Kinder tragen eventuell Zeitung aus, damit sie Taschengeld kriegen. Geld, ja. Wo liegt das denn? So, und welche Politik, welche Altparteien waren denn dafür zuständig? Deshalb verstehe ich nicht, dass das die Leute, sagen wir mal, meine, inzwischen scheint es ja wirklich so, und dem Himmel sei Dank, sage ich mal, weil, wie gesagt, als Atheist gibt es da nichts für mich außer den Himmel, dass die AfD, sagen wir mal, so auf dem Vormarsch ist. Und wie dick meine Kreuze da bei der AfD sind, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mache die meist mit Filzer. Das warum, lieben wir doch. Das hört sich doch gut an. Natürlich, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Alice Weidel muss ran. Das ist die Rettung für Deutschland. Mehr. Also es hört sich jetzt ein bisschen an, aber genau das ist. Ich muss aber mal ganz kurz dazwischen kriechen. Ich muss mal Kian auch ein großes Lob aussprechen, ein großes Kompliment, einfach aufgrund dessen, wie du über Björn Höcke gesprochen hast. Also ich finde das wirklich sehr, sehr faszinierend, so also tatsächlich am Anfang, als ich, also beziehungsweise in der Anfangszeit, als ich mich mit der AfD angefangen habe zu beschäftigen, ja, war ich dem Höcke gegenüber sehr negativ eingestellt, sehr, sehr negativ, ja. Und ich muss aber sagen, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, auch mit Thematik AfD oder Björn Höcke, was steckt eigentlich hinter diesem Mann, ja, also auch hinter seinen Aussagen, das einfach mal auch hier im berühmten Kontext zu sehen, ja, oder wie ist das gemeint? Und und desto mehr muss ich sagen, finde ich ihn auch immer, also, was heißt, wenn ich jetzt sage, sympathischer, aber ich finde, ja. Ja, also ich sympathisiere schon etwas mit Björn Höcke, muss ich ganz ehrlich offen sagen. Ich auch. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Leontine, es gibt gerade Vermittlungen für ein Interview mit Höcke und mir. Und ich werde ihn in meinen Livestream einladen. Und das wird toll. Oh mein Gott, klasse. Ja, und ich habe am 20. den Bernhard Zimnejok in meinem Livestream. Der war ehemaliger Oberstleutnant der Bundeswehr, Botschafter von Libanon und Pakistan, 6 Jahre lang. Der hat eine steile Karriere innerhalb der AfD hingelegt und er ist der einzige AfD-Politiker, der mutig vom Bevölkerungsaustausch spricht. Wie war es mal der Name? Bernhard Zimnejok. Okay, nein, sag mir jetzt. Da gibt es auch ein Video drüber, ne? wie er darüber redet. Es gibt viele Interviews mit ihm. Ja. Und der ist Europaabgeordneter in Straßburg. Oh, und, klasse. Ich werde bald nach Straßburg fahren und dann bin ich ins Europaparlament eingeladen und werde mit Bernhard Zimnejok dann direkt im Europaparlament in dem Filmstudio werden wir dann ein Interview führen, beziehungsweise ein Gespräch. Ich habe jetzt mehrmals mit ihm gesprochen, stundenlang. Der Mann hat überhaupt keine Zeit, aber wir sind so vertieft gewesen. Der Mann hat gute Arabischkenntnisse, kennt den Koran sehr gut, war sein Leben lang in Kontakt mit Muslime. Und wir haben stundenlang telefoniert. Wir mussten uns wirklich irgendwann mal in Mitternacht mussten wir uns endlich mal so aus dem Gespräch rausreißen, weil wir hätten bis zum Morgen dann gesprochen. Und das ist eine Kanone, der Mann. Und der kommt am 20. kommt er auf meinen YouTube-Kanal, auf meinen Podcast. Da freue ich mich. Ein Hammer. Und Höcke kommt danach. Oh, klasse. Ja, sehr gut. Zu Björn Höcke, zu Björn. Ganz kurz, an dieser Stelle möchte ich mal sagen, entweder hier bei TikTok oder bei YouTube, Leute, der Kian gibt oft genug seine PayPal-Adresse an. Ich will also jetzt hier nicht betteln, hat damit nichts zu tun. Aber der Kian kann das nicht einfach so machen, weil er im Lotto gewonnen hat, sondern er macht das mit patriotischen Hintergründen, im Prinzip aus seiner Tasche. Also, es kann doch nicht so schwer sein, einfach zu sagen, hey, ob es ein Euro ist, ob es 50 Cent sind oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem. Eine Schachtel Zigaretten kostet schon 8 Euro. Haut da ein bisschen was rein, weil das muss unterstützt werden. Das gleiche übrigens auch bei Michael Sturzenberger oder bei der EWO. Klar. Mhm. Ja. Vielen Dank. Danke. Auf jeden Fall. Ich unterstütze euch.
Vielen Dank. Ja, ich auch. Das ist ausgesprochen. Das mache ich doch gerne. Also, ja. Ich habe ja bestimmte Ziele, auch Reisen. Ganz kurz bitte, entschuldige hier. Meine Tochter sagt gerade, die übrigens auch hier ist, schöne Grüße von der Sharon. Nicht über TikTok bitte, weil TikTok streicht sich 70% ein. Stimmt. Wenn, dann bitte direkt PayPal. Ne? Ja. Aber hast du nicht also eh deinen PayPal-Link angegeben, Kian? Ich vertraue PayPal nicht. Genau. Kian, ja. Hast du PayPal nicht direkt angegeben? Also hast du da einen Link stehen doch, in deinem also TikTok? Ich hab PayPal, ja. Der steht aber auf meinem YouTube-Banner, da steht dieses Logo PayPal und da kann Geld überwiesen werden. Das benutze ich dann für Reisen oder für Projekte oder so etwas. Ja, Aber auf meinem YouTube-Kanal findet man das in meinem YouTube-Banner. Ja, okay, super. Ja, also recht herzlichen Dank. Kian, kannst du dann mal kurz erläutern, hier was du genau treibst? Nochmal, bitte? Kannst du dann mal erläutern, genau was du treibst? Weil ich bin da nicht so auf dem neuesten Stand. Ja, das also ich habe 2017 den Islam verlassen. Seitdem mache ich Aufklärungsarbeit bezüglich des Islam. 2019 habe ich die Ex-Muslim-Konferenz organisiert in Berlin mit hochkarätigen Ex-Muslimen aus Kanada, Australien, England und Ägypten. Und seitdem bin ich in der Bürgerbewegung Pax Europa als Sprecher und als Vorstandsmitglied im Vorstand tätig. Ich habe mit der Werteunion schon mal einen Auftritt gehabt, wurde zu diversen anderen Auftritten auch schon eingeladen. Und ja, meine Arbeit ist es, ich sag's immer deutlich heraus, ich möchte dem Islam Sterbehilfe leisten. Okay. Sehr gut. Sehr human und freundlich ausgedrückt. Ja, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte nicht mehr Islam, ich möchte weniger Islam. Ich möchte wieder zu dem guten alten Deutschland der 80er Jahre zurück, wo eine gewisse Anzahl von Migranten da war, wo es die Leute neugierig waren auf Menschen aus anderen Ländern und nicht angekotzt sind wie heute. Und ja, das sind da klare Worte. Absolut. Das erfordert auf jeden Fall Mut. Sage ich mal so auf gut Deutsch. Ich habe viele Anfeindungen bekommen. Das war gerade das, worauf ich hinaus wollte. Ich sage ja, das erfordert Mut, weil du dich ja einer Religion entgegensetzt, die, weiß ich nicht, die sich sehr drehen kann auf gut Deutsch, wenn man das so sagen will, wo man sagen kann, ja, okay, vielleicht, es gibt ja auch sehr Strenggläubige, dass man vielleicht sogar da mit seinem Leben irgendwo spielt. Ich kann dir mal erzählen, was mir alles so passiert ist. Also, das ist interessant zu hören jetzt mal. Ich wurde eine Woche nach dem Verlassen des Islam, habe ich meinen Standpunkt öffentlich gemacht, warum ich den Islam verlasse. Man kannte mich in ganz Deutschland. Unter den Schiiten bin ich sehr bekannt. Und dann haben die angefangen, mein Profilbild zu nehmen und haben das auf homosexuelle Seiten gestellt. Sie haben gesagt, Kian hat den Islam verlassen, weil er homosexuell ist. Und dann haben sie Texte dazu erfunden, meine Telefonnummer damals genutzt und haben dann das auf homosexuellen Seiten veröffentlicht. Oh mein Gott. Ja, das war die erste Verleugnung. Dann haben sie so fingierte WhatsApp-Chats aufgebaut, haben mein Bild genommen, das Bild von einem kleinen Mädchen und haben gesagt, Kian ist pädophil und deswegen hat er den Islam verlassen und seine Pädophilie. Ja. Dann hat es in Köln eine Versammlung gegeben, da haben sich Muslime zusammengetan und haben gesagt, wie kann man den Kian ausschalten? Und da gab es, das war die schlimmste Phase, zwar 2018, 19, da bestand eigentlich eine richtig große Gefahr für mich, weil da haben Muslime sich in Köln beraten, da gab es aber einen Leak und das kam dann heraus. Und ich habe dann mit der Polizei massiv dagegen gesteuert. Und da wollte man wirklich mir was antun. Und die Antifa ist an meine Haustür gekommen. Die Antifa hat Flugblätter in meiner Nachbarschaft verteilt. Die Antifa hat Videos verteilt. Die Antifa hat versucht, mit meinem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen und so weiter und so fort. Also, gegen dich zu schießen? Ja, natürlich. Obwohl du in dem Moment in der Position des Schutzbedürftigen, sage ich jetzt mal, warst. Genau, weil ich xenophob bin, weil ich Rassist bin, weil ich AfD-Mitglied und Anhänger bin und so weiter und so fort. Es gab extrem viele Bemühungen und man hat wirklich alles versucht. Ich habe Morddrohungen bekommen, mein Postkasten ist voll. Jeden Tag, wenn ich den aufmache, stehen da irgendwelche du Surensohn. Darf ich mal was einwerfen? Komm nicht nach Berlin, komm nicht dahin, komm nicht hierhin.
und meine Adresse wird andauernd gedoxt und so etwas und so fort. Aber ich höre nicht auf. Das spornt mich gut. Finde ich gut. Kian, ich eine Sache sagen, möchte ich mal. Ich muss da, ja, bevor du. Nein, Barry, du hast mich vorhin schon mal unterbrochen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wirklich. Es ist, was ich da teilweise zu hören bekomme von dir, von Irfan oder von Amir, den Ex-Muslim, ja. Das, auf ihn wurde auch schon zweimal ein Anschlag geplant, aber auch schon vereitelt durch die Polizei. Gott sei Dank, ja. Ich muss sagen, ich habe bisher 3 Morddrohungen bekommen, die nie sehr schön waren, ja. Die ich zur Polizei auch gebracht habe. Ich habe die definitiv auch zur Anzeige gebracht. Und wohlbemerkt, das war von Männern. Ne? Also Männer, die gegen eine Frau schießen und mich dann dementsprechend in diesen Drohungen so abwerten, ja, wo ich mir gedacht habe, was seid ihr nur für Menschen? Aber ja, und daran merkt man einfach wieder diese Aggressivität in der Erziehung oder beziehungsweise die Einwirkung des der patriarchalischen Strukturen, ja, und diese aggressive Einwirkung des Korans. Der Wahnsinn. Aber eine Sache, Kian, ganz wichtig, da muss ich dem Michael recht geben. Du musst darauf achten, weil es gibt natürlich auch, nenn es jetzt ein Regierungssystem oder es gibt auch ein Framing. Deshalb sollte man sich auf die Begrifflichkeit politischer Islam konzentrieren, weil in dem Augenblick, wenn man natürlich jetzt einfach nur in Richtung Islam geht, kann es sehr schnell juristische Konsequenzen haben, wo eventuell sich sogar dann die Juristen innerhalb des Framings bewegen müssen und da Exempel statuieren müssen, so wie sie es ja auch bei Michael versuchen. Und das Ganze kann man tatsächlich einfach durch die Begrifflichkeit, die Ideologie, der politische Islam dementsprechend vermeiden. Ne? Finde ich schon wichtig, weil, wie gesagt, es darf da nichts dazwischen kommen. Hier dürfen keine Steine in den Weg gelegt werden. Ne? Wollt ihr mal schauen, wie ich mit 20 ausgesehen habe? Soll ich euch mal ein Bild zeigen mit 20? Ich dachte, du bist gerade 22. Oh, krass. Also es sieht ein bisschen aus, als ob du bei der Geburt den Rahmen mit rausgerissen hättest. Ne? Habt ihr gesehen? Heftig, ja. Auf jeden Fall ein langer Bart, ja. Genau, also von wegen, ach komm, der ist auch fake und so weiter und so fort, bin ich nicht. Ich weiß ganz genau, was ich war und ich habe meine Religion richtig gelebt und die Leute können erzählen, was sie wollen. Das war meine Wenigkeit. Aber ist denn der ganze Islam so, wie du es jetzt darstellst, so radikal, aggressiv? Ich kenne ja nun auch ein paar sind auch, mit denen bin ich auch gut befreundet. Und ich finde, dass die eigentlich sehr freundlich und korrekt und sehr herzensgütig oder auch gastfreundlich sind. Ich bin ehrlich, ja. Warum soll ich jetzt hier sagen? Das hat eine gute Erklärung, mein lieber Freund Claudio. Das hat eine gute Erklärung. Die meisten Muslime sind sogar besser als der Islam. Sie sind besser als ihr Prophet. Sie wenden nicht die Instruktionen an, die im Koran stehen. Sie wünschen sich nicht den Tod für Andersgläubige. Sie hassen keine Juden und sie hassen keine Christen. Ja, das meine ich nämlich gerade. Ja, aber das ist nur, weil sie die Anweisungen des Koran negieren. Ja, relativieren. Aber die devotesten Muslime, die wirklich schrifttreuen gläubigen Muslime, sind Monster, religiöse Monster. Die glauben an die Hinrichtung für Apostasie, die glauben bei der Hinrichtung bei Unzucht oder Ehebruch, die glauben für eine Todesstrafe für Homosexualität, die glauben daran, dass Frauen geschlagen werden dürfen, laut Sure 34, Vers 4 und so weiter und so fort. Sie glauben an die so strikt, so elementar, dass ich wirklich nur sagen kann, dass die Frömmsten unter ihnen sind wirklich die Schlimmsten. Da können wir vom Glück reden, dass nicht alle so strenggläubig sind. Das ist der einzige Grund, warum du nette Muslime triffst. Also wenn ich das jetzt so raus... Ich kenne den Koran nicht, ich habe ihn nie gelesen. Ich habe mich damit auch nie wirklich befasst. Wie gesagt, ich habe ein paar Freunde, die glauben halt an den Koran, aber ich glaube nicht an dieses Aggressive, weil die sind einfach zuvorkommend. Weil du nicht kennst, ja. Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es halt das gemäßigte Muslime, aber keinen gemäßigten Islam. Bravo. Das ist wie Christentum. Wir sind ja nicht alle verhasste Menschen. Oder es ist auch, ich sage ja nicht, alle kann man ja über einen Kamm scheren. Und das soll man auch nicht.
So, wenn man, ich muss das ja auch erstmal begreifen, was Sache ist, aber ich sag mal so, wenn man sagt, das ist so radikal ist und das steht wirklich drin, du kannst deine Frau schlagen und so, ich bin natürlich für sowas nicht, ne? Und vielleicht viele ist auch eine Frage, schau dir Afghanistan an. Vor allen Dingen, da hatte ich auch eine ganz lange Diskussion, ja, die auch wirklich beim ersten Mal sehr ausgeartet ist. Es ging halt um diese Sure, wo halt drin steht, ja, wenn die Ehefrau nicht gehorcht, meidet sie im Ehebett und dann schlagt sie, ja. Und dann hatte ich jemanden in meinem Stream gehabt, der mir dann versucht hat zu erklären, dass es ja nicht mit voller Wucht mit der Hand oder mit der Faust sei, sondern nur mit einem Stückchen. Es gab ein Stückchen irgendwie bei den Imanen. Oh, ich habe das irgendwie wieder vergessen. Das ist dieser Miswak, der nennt sich Miswak, das ist ein kleines Holzstück. Genau. Das sie von einem spezifischen Baum nehmen, darauf kauen sie rum und das ist wie eine Zahnbürste. Genau. Ja, ja. Genau, und damit dürfte man die Frau leicht schlagen, beziehungsweise mit dem kleinen Finger, ja? Dieser kleine Finger. Und dann war die Aussage, ja, Hauptsache, man traumatisiert die Frau nicht damit. Aber woher wollt ihr gegenüber wissen, inwiefern, also wo meine Grenze ist? Ja, ab wann ich mich triggern lasse, ab wann ich traumatisiert bin? Ja, das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 überhaupt, dass man darüber diskutiert, in welchem Rahmen das Ganze passieren darf. Also sorry, ja, wenn ich da einen gewalttätigen Mann habe, der von irgendwelchen patriarchalischen Strukturen geprägt ist, der überlegt ja nicht erstmal gerade, oh, richtig, ja, hole ich mal hier dieser Stock da, hole ich nicht erstmal mein Miswak da raus, ja, und schlag mal so meine Frau auf die linke und rechte Wange und hol den kleinen Finger, der schlägt dann richtig zu mit voller Karacho, ne? Eine Sache ist interessant. Der Koran, Sure 34, Vers 4, spricht von 3 Stufen. Ermahnt sie, trennt die Betten und wenn sie dann noch rebellieren, dann schlagen sie. Du ermahnst sie. Die Frau bleibt bei ihrer Sturheit. Ist interessant, dass nur die Frau stur sein kann, aber nicht der Mann. Dann kommt, trennt die Betten, weil offenbar Frauen unheimlich angeschlagen sind, wenn sie mal eine Nacht nicht mit dem Ehemann im Bett liegen. Ja? Und schlagt sie. Die Leichtigkeit, mit der angetippt werden soll. Der Miswak Abdullah ibn Abbas ist ein Jünger, der dem Propheten gefolgt ist. Der hat diesen Stock rausgeholt und hat dreimal auf die Hand getippt und gesagt, so sehr dürft ihr eure Frauen anfassen. Jetzt stell dir mal diesen Stock vor, diesen Stock hier, ja, ich nehme das mal. Und dann kommt der Mann und sagt, jetzt reicht mir, jetzt kommt Warnstufe 3. Das riecht bei der Frau auf. Oh, mein Gott. Oh, ja. Ermahnung hat nicht funktioniert, Becken trennen, aber dreimal angefasst, alles klar. Ich habe mich sofort geändert. Da merkt man noch, wie bescheuert dieser Koranvers ist. Total. Total. Und vor allen Dingen, da bleibt es wirklich, ich weiß nicht, über eine Stunde oder sogar 2 Stunden, ja, darum die Vorgeschichte zu erklären, den Kontext und dann, wie das übersetzt ist. Und ich dachte mir so, im Endeffekt bin ich dann auch dabei geblieben, nein, da steht drin, du sollst deine Frau schlagen, wenn sie nicht hört, ne? Ja, es geht ja noch weiter. Die Frau sei ja euer Saatfeld, ne? Also ich stelle mir wirklich mal eine Beziehung vor, wo der Mann sagt, du, hey Saatfeld, komm mal her. Ich hole mal eben meine Saatkörner raus und die Frau die Schere machen. Also, ja, und das ist das Infantile an dieser Religion. Und wenn wir Muslime darauf aufmerksam gemacht werden, dass es eine juristisch abgedeckte Sexsklaverei im Islam gibt und dass die Sklaverei nie beendet worden ist im Islam und dass faktisch Frauen versklavt worden sind, die der Prophet Mohammed sich selber ausgesucht hat, indem er die jüdischen Stämme angegriffen hat, hat er sich immer die schönsten Frauen rausgesucht. Und dann, dass die islamischen Juristen auf die Idee gekommen sind, zu sagen, hey, eine Frau, die im Krieg erobert worden ist, die kann verheiratet sein oder nicht, mit der darf man schlafen, mit der darf man also Sex haben. Abartig. Und der Ehemann ist automatisch getrennt. Und da braucht man keinen Ehevertrag. Also es gibt, deswegen hat der IS auch 40.000 kurdische Frauen entführt, von denen immer noch 20.000 verschwunden sind. Schrecklich. Ich weiß, wo die sind heute. Schrecklich. Ja. Und das muss angesprochen werden. Der IS hat sauber nach der Hadith-Literatur seinen Schritt nach vorne gemacht und hat sauber nach der Hadith-Literatur agiert. Mhm. Ja? Ich habe letztens von einem Fall gehört, tatsächlich, das war, ich glaube, das war ein junges Mädchen aus dem Iran und sie wurde vom IS
entführt oder Al-Qaida. Ich will da jetzt irgendwie nichts verwechseln, ja. Aber auf jeden Fall ist sie nach Deutschland geflüchtet und aber das könnt ihr gerne nachrecherchieren. Die Details, die sind mir jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, aber auf jeden Fall ist sie nach Deutschland geflüchtet und sie ist dann ein Jahr später, ist sie dann ihrem Peiniger, der sie entführt hat und dementsprechend auch missbraucht hat, der Straße begegnet, auf der Brücke ist sie ihm entgegengelaufen und ich dachte mir, oh mein Gott, also das wäre so für mich so ein traumatisches Erlebnis, die arme Frau, wie schrecklich. Aber das zeigt mal wieder, wie uneingeschränkt, wie die Leute eigentlich nach Deutschland lassen. Also das ist der Wahnsinn, einem Terroristen. Ja, ja, und so, das ist ja auch das Problem. Übrigens, Entschuldigung, eine Sekunde. Wir haben den Oliver Möwius jetzt in unserem Live-Chat. Oliver, willst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo Möwius, genau, Oliver, mein Name, richtig. Also können Sie mich gut hören? Ja, laut und deutlich. Ja, genau. Also ich wollte sagen, dass ich das verstehen kann, diese Kritik am Islam oder dass auch wahrscheinlich viele davor Angst haben. Das kann ich, wie gesagt, voll verstehen. Ich sag mal so, ich glaube zwar an den Islam, das heißt nicht, dass ich es wissen kann, aber ich gehe stark davon aus, dass es richtig ist, sage ich mal, dieser Glaube. Zumindest diese Punkte, dass es nur einen Gott gibt oder dass er keine Teilhaber hat oder dass alle Propheten mit derselben Botschaft gekommen sind oder und dass jeder für seine Schuld selber gerade stehen muss, das klingt mir am logischsten und am gerechtesten. Deswegen glaube ich daran. Aber das heißt nicht, dass ich das absolut wissen und beweisen kann. Ich halte das, wenn man das krass nimmt, auch offen, ob das stimmt oder nicht. Und ich kann das auch verstehen, wenn viele Angst davor haben, weil ich habe den Koran auch zweimal zum Beispiel durchgelesen auf Deutsch und manche Dinge kamen mir auch, wenn ich die einzeln lese, schrecklich vor. Trotzdem enthalte ich mich da, wie das zu verstehen ist, weil ich das eben nicht weiß. Aber ich kann das, wie gesagt, verstehen. Und ich will aber nicht urteilen oder überhaupt irgendjemand sicher Recht geben, weil ich kann absolut gesehen ja gar nichts beweisen oder absolut garantieren. Okay. Du bist deutscher Muslim. Ja, genau. Also ich glaube, das ist richtig. Ich habe die Schahada ausgesprochen. Oder zumindest, ich gehe stark davon aus. Ich sag's mal so. Ich gehe am stärksten davon aus, dass dieser Glaube richtig ist. Aber wenn jetzt vielleicht ich gefragt werden sollte, aber wie stehst du dann zu gewissen oder gefährlichen Sachen oder zu Sklaverei oder so, dann würde ich auch sagen, dass ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Aber zumindest diese Punkte, wie ich eben gesagt habe, das Gotteskonzept und der Weg, wie man errettet wird, das klingt mir am gerechtesten und am logischsten. Ja, zumindest das. Dann bist du schon kein Moslem in dem Augenblick mehr. Und diese Zusagen hast du natürlich auch im gewaltfreien Neuen Testament. Weil mit Jesus lässt sich keinerlei Gewalt legitimieren. Keinerlei. Du findest im Neuen Testament nichts, wo drin steht, schlag deine Frau, oder wo drin steht, 27 Tötungsaufrufe, oder wie man mit Homosexuellen umgehen sollte und so weiter und so weiter. Wenn es dir da nur um diese Gottheit geht, dann wärst du beim Evangelium, sagen wir mal, besser aufgehoben, weil da hast du keinerlei, ich sag mal, Stolpersteine, die du dann eventuell auf die lange Bank oder ne, die man dann irgendwo unterdrückt und sagt, kenne ich mich nicht aus, aber das andere ist doch gut. Ja, vor allen Dingen, wenn du ist okay. Kein Muslim mehr. Ja. Kann ich mal. Das kann ich mal sein. Fragen, also, ich nochmal. Kann ich dich fragen, kennst du die Sure 65, Vers 4? Nein, ich habe den zwar ganz durchgelesen, aber ich habe mir bei weitem nicht alles behalten. Hast du den Koran? Also kann ich jetzt nicht. Aber jetzt bin ich gerade nicht zu Hause, aber ich könnte ja auch im Internet gucken. Könntest du uns die Sure 65, Vers 4 vorlesen? Kann ich machen. Da muss ich aber kurz hier raus, weil ich jetzt nur kurz unterwegs bin mit dem Handy gucken. Ich muss mal gucken, ob das dann... ist eine Frage, seid ihr in einer halben Stunde noch hier drin? In einer halben Stunde? Möglicherweise. Weil dann könnte ich es machen, wie gesagt, weil dann bin ich unterwegs, dann kann ich das auch ans Ladegerät anschließen, dann kann ich das sehen. Ist das in Ordnung, wenn ihr noch drin seid, dass ihr dann so lange noch warten könnt? Kann ich dir vorschlagen, um das ein bisschen abzukürzen, dass ich dir die Sure vorlese und du gibst einfach mal... Ja klar, geht auch, klar. Ja? Klar. Also, die Sure 65 ist At-Talaq, die Scheidung. Ja. Und da wird in Vers 4 gesagt, und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Was verstehst du darunter?
Und diejenigen, kannst du noch mal die, ihre, sag noch mal, kannst du noch einmal lesen? Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Es geht um Scheidung. Also es geht hier um Frauen, die keine Monatsblutung mehr bekommen. Das sind in der Regel welche Frauen? Die, ich kann es nicht sagen, weil ich mich damit nicht genau auskenne. Ja, das ist die Menopause. Richtig. Ja. Okay. Die Frauen, die keine Menses mehr bekommen können. Das heißt, die kriegen ihre Tage nicht mehr, ihre Periode nicht mehr. Ja, die weiter. Ja, so. Das ist die. Und jetzt kommt der zweite entscheidende Satz, der sehr interessant ist. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leben tragen. Ja, die Wartezeit für Frauen, die schwanger sind und die noch keine Menses bekommen haben, ist auch 3 Monate. Was sagt ihr denn das? Die Wartezeit für Frauen ist 3 Monate. Heißt, man ist mit Wartezeit keine Menses bekommen haben, keine Periode. Das sind Kleinkinder. Haben denn Frauen noch keine Periode? Ich weiß es nicht. Ja, weil, auch das kann ich nicht Frauen, genau sagen, weil ich nicht der unmoralischste Vers des ganzen Korans. Richtig. Denn hier sagt der Koran, dass faktisch die Kinderheirat ist hier akzeptiert. Für Frauen, die noch, ob man sie überhaupt Frauen nennen kann, der Koran nennt sie Frauen. Aber das sind Frauen, die noch keine Menses haben und schon schwanger sind. Das heißt, Kleinkinder, die noch keine Monatsblutung haben. Ja. Ja, und das wird vom Koran abgesegelt. Und deswegen war es für Mohammed ja auch kein Problem, Aisha mit 6 zu heiraten und mit 9 schlussendlich sie zu vergewaltigen. Ja. Habe ich auch zumindest gehört, dass, also vergewaltigen weiß ich nicht, davon habe ich nie was gehört gelesen, aber zumindest, dass er. Ja, denkst du, die 9-Jährige hat das freiwillig gemacht? Eine 9-Jährige Nee, auch da enthalte ich mich, da will ich jetzt nicht sagen, das ist so, aber ich habe zumindest gehört oder gelesen, wenn, dass er mit 6 sie genommen hat und mit 9, glaube ich, oder die Ehe vollzogen hat, wenn ich richtig. Ja, aber denkst du denn, als sie dass eine 9-Jährige das freiwillig gemacht? Bitte? Also, ich weiß es nicht. Ich kann, theoretisch kann ja alles stimmen. Wenn ich von meinem Gefühl gehen würde, würde ich mal Nein sagen. Aber ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Weißt du denn, wie alt er war zu dem Zeitpunkt? Ich habe gehört, irgendwas mit 50, 54, ich weiß es nicht. 50, als sie 6 war, 54, richtig, als sie 9 war. Ja. Ein 54-jähriger Mann steckt seinen Penis in den Körper einer 9-Jährigen. Was glaubst du, was für eine Freude das für Aisha gewesen sein muss? Richtig, ja. Die noch mit Puppen gespielt hat. Ja. Deswegen sage ich, lese Sure 65, Vers 4 und dann siehst du, wie unmoralisch der Koran ist. Und mir dafür braucht ein Verständnis tatsächlich. Ja, ja. Und bist du, wenn ich dich fragen darf, Kian, bist du Atheist dann sozusagen oder hast du deinen Glauben dann gewechselt, nachdem du aus dem Islam dann raus bist oder wie ist das dann bei dir gekommen oder der Verlauf dann gewesen? Ja, ich bin Atheist. Ich hatte überhaupt kein Bedürfnis mehr, mich irgendeiner anderen Religion anzuschließen und ich würde mich nicht als militanten oder fanatischen Atheist bezeichnen, aber ich spüre kein Bedürfnis, an irgendeinen Gott zu glauben und fühle mich auch mit meinem atheistischen Dasein sehr wohl. Sehr gut. Okay. Glaubst du denn, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht? Weil theoretisch könnte es ja auch ohne Gott nach dem Tod weitergehen. Also theoretisch halte ich auch das als so. Oder glaubst du, dass nach dem Tod überhaupt nichts mehr kommt? Ich, aus meiner persönlichen Feststellung, und ich sage immer, die Türen lasse ich offen für übernatürliche Erfahrungen. Ich bin jetzt nicht so ein Atheist, der sagt, ich habe alle Toren hinter oder vor mir und will nicht mehr hören. Wenn irgendjemand kommt mit einer Wahrheit, die ich für mich akzeptieren kann, dann würde ich an die Existenz solch einer Entität oder Gottes oder was auch immer glauben. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass irgendeine organisierte Religion oder irgendeine Sekte da draußen richtige Argumente hat, die mich erreichen könnten, um zu glauben, dass da draußen so etwas wie eine Übernatur existiert oder ein himmlischer Vater oder eine Superpower, der alles geschaffen hat. Dazu eine Sache, Kian. Wir schreiben mal privat
und dann schicke ich dir zwei meiner Bücher. Also ich schreibe jetzt gerade das 10. Buch. Und das sind genau meine Themen, zum Beispiel auch Nahtoderfahrung, Reinkarnation und so weiter und so weiter, jenseitigen Themen, aber auch, wie der Glaube überhaupt zustande gekommen ist. Wie gesagt, ich habe die Religion 45 Jahre studiert und ich schicke dir zwei meiner wichtigsten Bücher, schicke ich dir zu, mit einer Widmung drin, die nur für dich ist, Kian. Nehme ich gerne. Darf ich was fragen, bitte? Gerne. Ja, ich wollte mich eigentlich mal ganz kurz nur verabschieden, bitte, dann könnt ihr auch direkt weiterreden. Kian, danke, dass ich bei dir im Live dabei sein durfte. Leontine, wir hören uns sowieso. Claudio, wir auch. Barry, tschüss, Patrick, schlaf gut. Cloud. Und Olli, macht gut. Folge dir zurück. Vielen, vielen Dank. Alles Beste. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Dir. Ja, dir auch. Dankeschön. Dank, darf ich mal fragen an Olli? Wer? Gut, ja, klar. Klar. Du bist sehr interessant für mich gerade. Ja, jetzt erzähl doch mal, wie bist du zum Islam gekommen? Das ist doch jetzt mal ganz interessant für alle hier. Wie hast, warum hast du dahin gewechselt? Erzähl mal. Kann ich sagen, also ganz kurz, ich wollte nur kurz vorher was sagen, weil ich das richtig gehört habe, dass vielleicht jemand gesagt hat, dass ich vielleicht kein richtiger Moslem bin. Auch das halte ich offen, das könnte vielleicht sogar sein, weil ich habe mal gehört, dass man, glaube ich, innerlich das als totale Überzeugung haben muss, als Moslem gezählt zu werden, als ob man das wie sicher für sich selber wissen würde, dass es richtig ist. Diese Überzeugung habe ich nicht. Ich gehe halt nur am stärksten davon aus, dass von allen Glauben, die ich kenne, dass dieser der Richtige ist. So gesehen bin ich vielleicht Moslem. Aber ob ich dann richtig komme, dass das der richtige Glaube ist, Oliver. Also ich möchte also wie gesagt, einfach diese, wie ich eben gesagt habe, diese Punkte, dass es nur einen Gott gibt, dass er keine Teilhabe hat, dass jeder für seine Schuld selber gerade stehen muss. Und alle wie bist du auf die Dinge gekommen, dass der Islam ist und nicht unbedingt, sagen wir mal, das Neue Testament? Da muss doch weil im Neuen Testament ist zum Beispiel der Punkt, wie man errettet wird. Das klingt für mich ungerecht, unlogisch, aber deswegen muss es nicht falsch sein. Aber zum Beispiel dieser Punkt, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, laut Neuen Testament, das klingt für mich ungerecht, unlogisch, aber deswegen muss es nicht falsch sein. Theoretisch kann alles die Wahrheit sein. Wenn Gott allmächtig ist, kann theoretisch alles stimmen. Aber es wäre dann aber für mich die Wahrheit, dass dieser Gott zum Beispiel 27 Mal im Koran sagt, tötet die Ungläubigen, wo immer sie, ihr sie trefft, oder herunter mit ihren Häuptern. Also, dass er andere Menschen, dass er seine Gläubigen, wenn du so willst, ne, der Allah, seine Gläubigen sagt, tötet die anderen Menschen, dass das von einem Gott kommen kann? Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe damit auch irgendwo meine Probleme, das mit meinem Gewissen, sage ich mal, zu vereinbaren. Oder ja. ich kann das auch verstehen. Ich verstehe es. Aber ich verstehe es auch nicht, warum du konvertiert bist. Freunde, ein jetzt Leontine. Ich verstehe nicht, warum du konvertiert bist, also vorher konvertiert bist, bevor du dir wirklich zu 100% sicher warst. Also sowas spürt man doch. Vor allen Dingen, ich bin jetzt zum Beispiel auch auf meinem Weg, ja, immer weiter, weiß ich nicht, zum Christentum zu finden, zum Evangelium, ja, beschäftige mich seit längerem damit. Aber ich bin an dem Moment, also ich bin ein Mensch, ich sage, wenn mich jemand fragt, bist du getauft? Ich so, nein, noch nicht, ja. Weil ich mir zu 100% sicher sein möchte, dass ich Gott wirklich mein Leben in die Hände übergeben möchte, ja. Und wenn ich nur einen Funken Zweifel habe oder mich noch nicht zu 100% bereit fühle, ja, dann mache ich das auch nicht, weil ich das Gegenüber, sage ich jetzt mal, erstens meinen Gott dann respektlos finden würde und mir gegenüber nicht ehrlich. Weißt du, was vor ich meine? Ich glaube ja. Sorry, wenn ich hier mal kurz reingrätsche. Das Ding ist ja auch, wenn man sich einmal, hier ist übrigens die Tochter von Barry, wenn man sich einmal für den Islam entscheidet, dann kannst du da ja auch nicht einfach so rausgehen, weil wenn du da den Islam wieder verlassen wollen würdest, obwohl du keine Sicherheit hast, dann wird dir der Kopf abgehackt, ne? Kann sein, ich weiß es nicht. Es kann sein, im schlimmsten Fall. Mohammed hat in Sahih Bukhari gesagt, in Hadith 2441, hat er gesagt, wer immer die Religion verlässt, den tötet. Die vier Rechtsschulen haben unterschiedliche Handlungsvorschriften, wie mit Mutadidun, also mit den Abtrünnigen zu verfahren ist. Die einen haben die Rückkehrrecht, also die können noch mal bereuen und zurückkommen. Für Männer, für Leute, die geborene Muslime sind, gibt es keine Rückkehrrecht. Für Konvertierte gibt es die werden noch mal gewarnt, die haben dann 3 Tage Gefängnis und können wieder zurückkommen. Was zur Hölle ist das für eine Religion, die deine Gewissensentscheidung, nicht mehr an Gott zu glauben, mit dem Tode bestraft? Ja. Oliver sieht jetzt schon mau aus.
Vor allem, okay. ich habe mich ganz verstanden, Oliver, wie bist du bitte zum Islam gekommen? Erkläre ich sofort. Ich wollte einen Punkt nennen, weshalb ich vielleicht nicht eventuell richtiger Muslim gezählt werden könnte. Also dieser eine Punkt, diese innere, wie selbst für mich Beweisüberzeugung habe ich noch nicht. Ich gehe halt nur stark davon aus und ich habe halt gehört, dass man das auch haben muss, um als richtiger Muslim gezählt zu werden, wenn ich es richtig noch verstanden so habe. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Und dieser andere Punkt ist mit dem Beten, was ich nur phasenweise gemacht habe, aber die letzte Zeit jetzt leider so gut wie überhaupt nicht mehr. Und ich habe mal gehört, wenn ein Muslim nicht betet, da soll's auch Meinungsverschiedenheiten geben, dass aber auch manche da gesagt haben, dass er dann auch kein Muslim mehr sein könnte. Also wenn du mit Absicht dein Salah, also dein Gebet unterbrichst und du dir bewusst bist, dass du das Gebet unterbrichst, wirst du zwar kein Kafir, du wirst kein Ungläubiger, aber du verwandelst dich in einen Fasik, in einen Sündigen. Okay. Und dann häufst du genauso Sünden an wie ein Ungläubiger. Und dafür kannst du auch in der, Hölle Brot sein. Also entweder glaubst du an Allah, dass Allah die Gesetze erschaffen hat, wie Beten, Fasten, Zeit gehen, gutes Gebet, schlechtes verwehren und so weiter und so fort, oder tust es nicht. Und dann giltst du als ein Asi, ein Rebell gegen Gott. Ja, aber und Oliver, viel wichtiger finde ich, dass deine Unterscheidung, also dein Maßstab, mit dem du bist. Auf der einen Seite sagst du, naja, ich bin mir nicht sicher, weil wie ist es mit dem Beten? Aber was du negierst, ist, dass Frauen geschlagen werden dürfen, die Hälfte wert sind, jederzeit genommen werden dürfen, also jetzt im sexuellen Sinne, dann, dass Homosexuelle getötet werden sollen, dass Ungläubige, worunter ja auch dementsprechend Christen, Juden, Hinduisten, was auch immer zählen, das schiebst du beiseite. Das sind doch Gründe, weshalb ich den Islam doch nicht mal mit von der Seite angucke. Aber ja, Oliver, ich weiß nicht, steh ich gerade auf dem Schlauch oder warst du noch dabei, diese Frage zu beantworten? Ja, ich will jetzt beantworten. Okay. Also nochmal, ich habe mich ja jahrelang auch damit beschäftigt. So, was ist, wenn es einen Gott gibt oder nicht? Und dann vor allem von diesen Konsequenzen, die ich ja gehört habe. Wenn man an den falschen Gott glaubt, dass man dann in einer ewigen Hölle bestraft wird, was ja, glaube ich, laut Christentum so sein soll, laut dem Islam und wie auch vielleicht in manchen hinduistischen Glauben oder so. Also ich habe mich stellenweise mit dem Hinduismus, mit dem Islam und mit dem Christentum am meisten beschäftigt. So. Also Hinduismus nur eine spezielle Form davon, glaube ich, vom Glauben, wenn man das so nennen kann. Und ich hatte halt oft immer diese Angst gehabt, so was ist, wenn ich in die Hölle komme, weil ich falsch geglaubt und oder gelebt hätte. Was ist, und wenn das Höllenkonzept total falsch ist, Oliver? Richtig. Natürlich, kann sein, theoretisch kann alles stimmen. Aber ich habe diese Angst davor gehabt. Und das war auch ein Beweggrund, weshalb ich mich überhaupt mit Glauben beschäftigt habe. Und dann war ich zuerst auch Atheist gewesen. Also wo ich mal überhaupt nicht an Gott geglaubt habe, wo ich auch mal so gesagt habe, Gott ist was für Schwache oder das ist nur eine Erklärung für das, was man sich nicht erklären kann, was es auf der Welt alles für Wunder etc. gibt oder sowas. Eine ganze Zeit lang hatte ich diese Einstellung gehabt. Aber dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann später Agnostiker geworden bin, dass ich das offen gehalten habe, weil ich so gewisse Argumente gehört habe, zum Beispiel wie das Universum entstanden ist oder der Verlauf des Universums oder mit welcher Geschwindigkeit sich das Universum erweitert. Das hat der Marcel Krass mal in einem Video gesagt. Wenn dieser Wert nur um 0,0001 höher wäre oder um 0,0001 niedriger wäre, würde das Universum entweder zusammenschrumpfen oder es wäre schon längst wie explodiert, dass wir hätten gar nicht existieren können. Und das war dann natürlich kein absoluter Beweis, aber für mich starke Indizien, dass es wahrscheinlich wirklich einen Schöpfer geben könnte. Gut, deswegen muss natürlich noch nicht der Islam richtig sein. Aber das war der zumindest... Der spricht ja nicht vom Universum. Ja. Aber welche Punkte haben dich speziell angesprochen, dass du gesagt hast, es ist der Islam und das ist nicht der Buddhismus? Wie ich eben gesagt habe, diese Punkte, dass jeder für seine Schuld selber gerade stehen muss. Alle das Propheten, ist das aber auch so. Ach so, aber nein, Jesus Christus hat ja die Schuld auf sich genommen für uns genau, Menschen. Genau, genau. Und das ist da was anderes, weil man da sagen kann, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Natürlich das die Wahrheit sein. Wenn Gott, wie ich ja eben gesagt habe, wenn Gott allmächtig ist, kann Gott alle Dinge tun, auch die über unseren Verstand hinausgehen und können trotzdem richtig sein. Aber dann war für mich das Problem, dann ist ja Glauben Glückssache. Ich habe gedacht, irgendwie muss man doch die Wahrheit erkennen können. Du spielst doch die
die ganze Zeit russisch Roulette mit deiner Religion. Richtig. Du bist zu 99% bist du Atheist. Wenn du Muslim bist, bist du 99% Atheist in Bezug auf alle anderen Religionen. Und wenn du dich für eine Religion entscheidest, musst du zwangsläufig alle anderen Religionen in den Mülleimer werfen. Und so tun das alle Religionen. Und deswegen kann entweder keine Religion wahr sein oder eine spezifische Religion ist wahr. Was ist nun wahr? Ja. Das, was Christen glauben oder das, was Muslime glauben. Du spielst andauernd russisch Roulette. Und bevor du dich für den Islam entscheidest, hast du denn deine Nase in die christlichen Apokryphen gesteckt, in die lateinisch-griechisch-aramäische Sprache? Hast du die Urtexte, die Anfangs... Also natürlich nicht alles. Ich habe mich etwas mit der Bibel... Die Sanskrit, ja, die Veden und so weiter und so fort. Ja. Und bevor du dich entscheidest für eine Religion auf dem Supermarkt der Religion, dann wäre es fair, wenn du alle Religionen untersuchst, bis du sagst, ich habe sie alle untersucht und der Islam ist richtig. Du spielst russisch Roulette und ich will dir noch mit eine... Mit sechs Kugeln. Ich will noch eine... Ja. Um eine wirkliche Vorstellung davon zu bekommen, wie oberflächlich der Islam ist, vergleiche es mit dem Buddhismus. Okay, ich bin kein großer Freund des Buddhismus, aber vergleiche es. Im Buddhismus ist deine Belohnung da wenigstens dafür, dass du Buddha gefolgt bist, oder der Lebensphilosophie, dass du erleuchtet wirst und tieferes Wissen bekommst, ja? Über das Universum, über das Leben und so weiter. Alles, was du Islam anzubieten hat, ist, dass du bei guter Führung im diesseitigen Leben in deinem nächsten Leben übermaßen mit Sex, Fressen, Reichtum, Jungfrauen und Jünglinge belohnt werden. Keine Weisheit wird in den Hadith erwähnt. Und wenn ja, dann habe ich nichts in diesen 30 Jahren davon gehört. Ist das wirklich etwas, nach dem man streben und für das man sein großartiges, einzigartiges Leben aufgeben sollte? Dann wäre ich doch lieber Buddhist als Muslim. Ja, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Also wie gesagt, ich will da jetzt nicht sagen, das ist sicher falsch oder richtig, weil ich kann absolut gesehen gar nichts wissen, aber ich kann dich zumindest verstehen, glaube ich, was du mir, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber ich will dir nochmal etwas anderes sagen. Sure 5, Vers 101. Da sagt Allah, oh, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun. Wenn ihr nach ihnen fragt, zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. Und Allah ist allvergebend und nachsichtig. Das ist die Stelle des Korans, die mir zum Beispiel den Kick aus dem Islam gegeben hat. Als ich gesehen habe, dass Allah von mir verlangt, mein Gehirn abzuschalten und das Mohammed dem Propheten zu übergeben und nicht vor allen Dingen, ich glaube, das war bei Amir, den Ex-Muslim, da hatte ich so auch so einen richtigen Schlüsselmoment gehabt, ja, wo er dann davon erzählt hat, ich meine, ich weiß ja auch selbst, dass der Koran, ich glaube, 600 Jahre später als das Christentum entstanden sind. Ne? Und dass Mohammed gestorben ist, indem ihn etwas gewürgt hat. Ne? Ja, und dann ist er gestorben. Oder Kian? War da nicht irgendwie so eine Schlüsselsituation? Also, und, oder, du meinst, er wurde gewürgt. Engel Mohammed gewürgt hat und Mohammed ist gestorben? Genau. Nee, also da bei der Offenbarung, also als der Engel Gabriel, Jibril, gekommen ist, Mohammed hatte sich gerade so in der Höhle Hira auf so einem Berg in Mekka zurückgezogen und da ist der Engel gekommen mit der Sura Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, sprich im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Und statt der Engel nett auftritt und sagt, hey Mohammed, guck mal hier, ich bin von Allah gekommen, ich schicke dir erstmal Ruhe in dein Herz, weil ich bin ein bisschen größer als die anderen Menschen. Ja? Nein, der Engel macht da eine riesige, riesige MM-Fighter-Show, ja, gigantisch groß am Himmel, egal wo Mohammed hingeguckt hat, hat er einen riesigen Engel gesehen und dann schrumpft dieser Engel wieder und drückt Mohammed, sodass Mohammed fast ohnmächtig wird. Ja? Ja. Und sagt er, befiehlt er ihm auch noch, er sagt, Iqra, lies im Namen. Und genau, es stimmt, genau. Und Mohammed macht sich in die Hose und rennt runter zu seiner Frau und sagt, ich habe einen Engel gesehen. Und dann meinte er, das war kein Engel, es war ein Dämon. Und das macht das im Endeffekt würde das auch Sinn machen, wieso, weshalb, warum die Suren so sind, wie sie sind. Mohammed hat es ja selber nicht geglaubt. Engel, seine eigene Frau musste ihn davon überzeugen, dass es ein Engel war. Mohammed dachte wirklich, hier ihm ist ein diabolisches Wesen über den Leben. Über den es war Leben. Ja auch. Also ich denke mal, dass es auch ein Dämon war, weil ein Engel würde niemals so auf die Menschen zugehen. Ja. Niemals. Und er raschelt immer so. Ja, darf ich dich was fragen? Ja, gerne.
du kennst dich doch so gut mit dem Koran aus, ne? Bisschen. Eine Frage hat mich schon immer beschäftigt. Warum sie den Ton ausmachen, das klappert so. Warum essen Moslime kein Schwein? Erzähl mir das. Das hat mich schon immer beschäftigt. Ich wollte das schon immer mal hören. Warum? Einige sagen so, weil es schmutzig ist. Einige sagen so. Was ist denn jetzt die Richtigkeit? Es gibt kaum Erklärungen in der Hadith-Literatur. Der Koran sagt einfach nur, ihr sollt nicht Tiere mit gespaltenen Hufen essen. Ja, das Schwein fehlt dazu. Es hat eine gespaltene Hufe. Leute, einer von euch. Das ist Oliver mit dem Wind. Kann sein. Ich weiß. Ich bin in 10 Minuten noch mal da, weil mein Akku, der geht gleich aus, bin aber in 10 Minuten etwa da, wo ich noch mal laden. Ist das in Ordnung, wenn ich in 10 Minuten noch mal reinkommen darf? Wenn ich euch aber störe oder irgendwie genervt habe, dann will ich das nicht, weil ich will nicht irgendwie jemanden anderen hier den Platz wegnehmen oder was auch immer. Also nur, wenn das für euch in Ordnung ist, bin ich in 10 Minuten oder 15 Minuten maximal noch mal da. Herzlich willkommen. Gut, bis gleich. Bis gleich. Also, erstens, Muslime ist nicht erlaubt, Tiere zu essen, die andere Tiere fressen. Ja? Dann ist Muslimen nicht erlaubt, Tiere zu essen, die gespaltene Hufen haben. Muslime ist es nur erlaubt, Wiederkäuer zu essen. Tiere, die Gras kauen oder die ihre Nahrung zerkauen. Ja? Und das Schwein zählt nicht dazu. Und deswegen wurde es übernommen. Aber Mohammed war ein Plagiaträuber. Er hat aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament geklaut bis zum geht nicht mehr. Und das hat er natürlich von den Juden genommen mit dem Schwein, weil die Juden ja auch nicht an das Schwein essen. Also stimmt das nicht, dass das Schwein dadurch, dass das mehr dem menschlichen Organ entspricht, dass man sagt, dass man das nicht isst? Also ich habe mich mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Dann haben die Muslime so abenteuerliche Studien auf den Markt geworfen. Schweine essen ihre Artgenossen. Schweine essen Fäkalien zum Beispiel. Ja? Also ja. Ich finde, Schweine sind, das würden Kühe nicht machen. Kühe machen das nicht. Ja? Schafe machen das nicht. Lämmer machen das nicht und so weiter und so fort. Also Schweine sind da schon außergewöhnlich, wenn es darum geht. Aber ansonsten wird behauptet, dass es zu heiß war und die Schweine dort deswegen so einen Bandwurm entwickelt haben und so weiter und so fort. Aber das ist totaler Unsinn. Ich kann nur sagen, dass es ein Mythos ist, der aus der Judeo-Religion kommt und die Muslime übernommen haben. Vergesst nicht, die einige Teile von Mohammed im Islam hat er schlichtweg sich geklaut von anderen Dingen. Ja? Und deswegen wundert es mich nicht, dass dann solche Dinge übernommen worden ist, wie das Schweinefleischverbot oder Alkoholverbot. Die Juden haben ja kein Alkoholverbot, aber die Muslime haben das schon. Mohammed hat von hier und dort sich was zusammengebaut. Er hat Plagiatschwindel betrieben und das war's. Ja, zu ähnlich sind die Geschichten. Womöglich auch sogar das wird mir noch einfallen. Ich habe sogar das Buch hier. Es gibt noch Schriften aus dem alten Babylon, wo auch so ähnliche Geschichten vorhanden sind, die dann später in die Bibel und möglicherweise sogar in den Islam mit übertragen worden sind. Hammurabi, Codex Hammurabi. Ja, da ist noch etwas anderes. Da gibt es noch die... das heißt irgendwie der Lobsing auf bla 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 oder so ähnlich. Ja, deswegen wollte ich das mal wissen, weil das ja auch immer so ein heiß umstrittenes Thema ist. Nein, ich esse kein Schwein und ich frage mal, warum. Aber keiner kann. Es gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung, dass zum Beispiel Schweine sind Ferschtiere. So, und zur damaligen Zeit waren also viele noch Nomaden. Und da konnten im Prinzip nur Rinder mitgenommen werden. Und das ist also die Situation. Wobei also selbst Mohammed oder Allah nicht daran gedacht hat, dass es sogenannte Phäkophagen gibt. Phäkophagen sind Tiere, die also ihre eigenen sozusagen Stoffwechselendprodukte, ne, also die Käckerle, essen, weil sie, sagen wir mal, kein Enzym bilden können, um da die dementsprechenden Mineralien rauszuziehen. Und deshalb essen die also, genau wie teilweise Hunde, dementsprechend ihren eigenen Kot. So. Und das ist aber erlaubt, genauso wie mit Kamelurin geduscht werden darf und so weiter. Ne? Also Witz. Ja, deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wir endlich, dass wir begreifen,
Ich habe kein Problem, dass jemand an Gott glaubt. Das ist mir völlig egal. Deswegen werdet ihr mich niemals sehen, dass ich einen theologischen Disput über die Existenz Gottes habe. Das ist gar nicht mein Problem. Wenn jemand mit Gott besser durchs Leben geht, dann ist das okay. Wenn jemand einen Rückstock braucht, den er Gott nennt oder Buddha oder Krishna oder sonst was, es ist mir egal. Der einzige Punkt, wo für mich Religion problematisch wird, ist, wenn eine Religion die Dominanz über eine andere Religion haben will. Und der Islam ist keine Religion, die Koexistenz kennt. Ja. Der Islam will dominieren, er will am Ende gewinnen. Der die Koran Weltherrschaft. Sie wollen Allahs Licht auslöschen, aber Allah will sein Licht vollenden, ob es den Ungläubigen gefällt oder nicht. Das ist ein Koranvers. Ja. Und deswegen, die Muslime wollen ihren Status quo immer von Minderheit zu Mehrheit erreichen. Und deswegen arbeiten sie auch immer auf diesen Status quo hin. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt als Ex-Muslim auf die Straße gehe. Weil ich weiß, wenn wir mehr Muslime bekommen, wollen sie auf diesen Status quo hinarbeiten. Ja. Ja. Und das will ich verhindern. Ja. Ja. Und das aber auch genau, Kian, absolut. Und das ist der Punkt, wo ich immer dann so meinen Zweifel habe, wenn man von gemäßigten, von freundlichen Muslimen hört, was ist denn in Afghanistan gewesen? Die waren auch alle lieb und nett und freundlich, solange im Prinzip jetzt, sagen wir mal, die NATO, sage ich mal, drin war und alles wurde, sagen wir mal, demokratisch und abgehandelt, dann sind die rausgegangen, man hat das ganze schwere Gerät da gelassen, die hätten sich also alle selbst verteidigen können, dann standen die Taliban davor, haben einfach den Koran hochgehalten und haben gesagt, so, hier, Allah will es so, und schon sind die umgefallen. Natürlich. Das Gleiche kann auch, ich sag mal, egal in welchem Land, mit den freundlichsten Muslimen passieren, dass, wenn jetzt die Fundamentalisten kommen und sagen, du, pass mal auf, hier, Allah, Koran, dass die dann mitziehen müssen. Weil sonst werden die herum wiederum Apostaten und dann die Dummen. Ne? Und dann wieder geht es ihnen irgendwo an den Hals. Ne? Ich grätsch mich mal ganz kurz dazwischen. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich muss, um 7 muss ich wieder raus. Da klingelt der Wecker. Vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Meine Güte. Ja, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es war definitiv sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung, Kian. Erika, schöne Träume. Und die Einladung für den Livestream auf YouTube steht immer noch, Leotine. Ja, gerne, gerne. Also da schaue ich auf jeden Fall vorbei. Ich habe bei Instagram eine Nachricht geschickt. Also wenn du dir den mal anschaust, dann könnten wir was organisieren, wenn du magst. Oh, klasse, sehr gerne. Also ich werde mich auf jeden Fall mal melden und wir schreiben, bleiben in Kontakt. Okay. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht, ihr Lieben im Chat hier oben und hier auch, Kian. Ja. Und wir hören uns. Alles Gute, dann. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt werde ich mal aus Höflichkeit den einsamen Wolf noch hochholen. Und dann gucken wir mal. Ja, einsamer Wolf, grüß dich. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, hallo. Darf ich deinen Namen wissen? Kian. Tia? Kian. 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 Ja. Okay, hallo. Ja, ich bin vor 2 Minuten zugestoßen. Und habe ich mitbekommen? Schweine fressen Kot. Machen nur Schweine, die in Massentierhaltung gefangen werden und gestresst sind. Sonst sind Schweine sehr reinliche Tiere, sehr soziale Tiere. Stimmt. Intelligent, liebenswürdig, finde ich. Das möchte ich dazu sagen. Und dann, warum Muslime keine Schweine essen? Da war mal was, da hat auch jemand, glaube ich, was gesagt mit irgendeinem so Wurm, von dem die Schweine befallen worden waren damals bei Mohammed. Und der Wurm war übertragbar auf den Menschen und hat den Menschen krank gemacht. Bei den Rindern war das nicht so. Und deswegen hat Mohammed gesagt, esst keine Schweine. Achso, das hört sich doch schon mal plausibel an. Sonst sind, also in der Freiheit, in der freien Natur sind Schweine reinliche Tiere, die suhlen sich, das ist für uns Dreck, aber für die ist das Körperpflege, die machen, ne? Und sehr soziale Tiere und ich finde die auch schnuckelig, ne? Also, das Gesetz zum Schweinefleischgenuss ist nicht endgültig. Also in Notsituationen dürfen Muslime so viel Schweinefleisch verzehren, wie sie zum Überleben brauchen. Ja?
Ja. Und in den Diskussionen ist auch nie klar geworden. Ich habe in den 30 Jahren nie ein schlüssiges Argument für dieses Schweinefleischverbot gefunden. Ja? Denn ein Verbot findet sich nicht in den islamischen Quellen. Nur der Koran spricht davon. Ja? Und die muslimischen Gelehrten haben dann angefangen, ihre eigenen Fantasieregelungen aufzubauen, warum man das Fleisch nicht essen soll. Ja, sie sagen, Schweine seien unrein. Unrein, die Lebensgewohnheiten des Schweins seien unsauber und ekelerregend. Ja, Framing. Und so weiter und so fort. Und das ist ein Mythos, den die islamischen Gelehrten aufgebaut haben. Aber die Hadith-Literatur, die Überlieferungsliteratur des Islam, oder besser gesagt die Sekundarliteratur, die gibt gar nichts her darüber, warum das Schwein verboten ist. Das hat also der Koran einfach in den Raum gestellt und hat die Muslime dann Rätselraten machen. Darf ich jetzt mal was einwerfen? Also ich habe mir das jetzt alles so ein bisschen reingezogen hier und einiges ist ja auch verständlich geworden, aber jetzt ist ja mal die Hauptpunktfrage, warum ist das, was hier in Deutschland los ist, so wie es jetzt hier in Deutschland ist? Und das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Es ist unsere schmutzige Politik, die wir seit Jahren haben, die uns ausbeutet, ausnimmt, verarscht und uns immer wieder Dinge verspricht, die hier nicht Tatsache sind. Die Flüchtlinge in keinem Land, sagen wir mal. Die Politik ebnet den Weg, richtig. Harry, lass mich bitte einmal aussprechen. In keinem Land reden wir Butter bei den Fischen. Meine Familie kommt mehr aus Italien, also von väterlichen Seite her. Die haben die meisten Flüchtlinge aufgenommen, sind überfordert. Gucken aber auch in jedem Land, gucken die Leute so, dass immer ein Yin und Yang existiert, so ein Gleichgewicht. Warum zieht diese dreckige Politik, und ich sage uns das ehrlich, so uns in den Schmutz, warum verarscht sie uns so? Warum verkauft sie uns so? Warum ist das Ahrtal in Deutschland immer noch nicht gerichtet? Und warum gehen Milliarden ins Ausland? Es ist ja nicht nur nicht der Muslim. Lass mich bitte einmal aussprechen. Es ist ja nicht nur der Muslim, der uns Sorgen macht. Weißt du was? Es ist das Ganze drumherum. Wofür wir bezahlen, wofür wir nichts haben und wir haben nichts. Und weißt du, was mir Sorge macht? Ich scheiß auf mich selbst, weil ich bin in 20, 30 Jahren bin ich tot. Aber was mir Sorge macht, was ist mit meinen Kindern? Darüber müssen wir mal nachdenken. Das ist die Politik, die uns das eingebrockt hat. Natürlich. Nicht der Mensch selber. Die Natürlich. Politik macht die Tore auf. Deswegen brauchen wir ja auch einen Politikwechsel. Deswegen genau wähle doch die AfD. Stell dich hinter die AfD, damit diese Oppositionspartei endlich eine ordentliche Regierungspartei wird. Damit Richtig. Der Kurs hier wieder geändert wird, die Grenzen wieder zurückgewonnen werden, dass wir Menschen wieder zurückschicken, dass wir Remigration ankurbeln können, dass wir und das Bleiberecht, was nur ein Gastrecht war, endlich wieder aktiv wird und wir wieder anfangen, ja. Die Menschen zurückzuschicken und in ihre sicheren Heimatländer schicken, aber damit wir das Land wieder befrieden können. Ich habe mir das ja, Kian, ich habe mir das ja hier jetzt reingezogen und ich verstehe auch, warum du, im einen Grunde hast du den Islam gelebt, im anderen Grunde bist du auch irgendwie böse darauf und das kann ich auch verstehen und das kann ich auch nachvollziehen, aber weißt du, wenn es diesen ganzen Mist, der hier eingebrockt hat, das ist ja die verdammte Politik. Wir müssen ja an den Wurzeln packen, das Problem. Und das ist das, wer die Tore aufschließt. Und die Tore schließen auf solche dummen Menschen, die an der Macht sind, wie Frau Baerbock, wie Habeck, wie Olaf Scholz, die ignorant sind. Und weißt du was? Die scheißen eigentlich auf das deutsche Volk. Claudio, du musst auch noch eine Stufe weitergehen. Und zwar nicht nur vor dem Vorhang. Und das interessiert die nicht, was wir sagen. Wir wurden nicht gefragt, wollen wir Panzer in die Ukraine schicken? Wir wurden nicht gefragt, wollen wir Geld dahin schicken? Wir werden nie in diesem Land seit 70 Jahren nach irgendwas gefragt. Jeder tut und treibt hier einfach, was er will. Und dann hörst du so Aussagen im Fernsehen, tut mir leid, der Hass ist groß. Wir haben ja jahrelang nichts bekommen und deswegen zahlen wir uns 3.000 Euro Inflationsprämie aus. Und das machen wir so und das machen wir so und wir tragen uns vorne ins Buch ein und kassieren den ganzen Tag einfach nur Geld. Und weißt du, ich zahle 82.000 Euro Steuern im Jahr und ich weiß nicht mehr wofür. Für einen Schrotthaufen, den wir... Ich war schon kurz davor, alles hier zu verkaufen, meine Häuser, meine Kinder zu nehmen und dieses Land zu verlassen, weil man es gar nicht mehr tragen kann. Du Richtig. Kannst hier nichts mehr tragen. Du hast hier nichts mehr, du kriegst hier nichts mehr. Die Rentner müssen im Müll wühlen, um Flaschen zu suchen, die 40 Jahre verdammt nochmal gearbeitet haben. Und dann suchen sie, weil sie nur 800 Euro Rente haben. Hast du mal die Leute gesehen? Die kosten Tausender. Wie willst du das bezahlen für eine Rente? Claudio, lass uns doch mal antworten. Möchtest du mal eine Antwort haben von irgendjemand von uns? Natürlich. Wer möchte mal antworten?
Also ich möchte mal eins dazu sagen. Danke, einsamer Wolf. Claudio, wenn du, sagen wir mal, da wirklich mal hinter den Vorhang gucken willst, es ist jetzt nicht unbedingt, ich sag's mal, die Ampelkoalition oder die Ampelregierung. Das sind auch nur Schauspielermarionetten, die, sagen wir mal, diesen Müll uns verkaufen müssen. Geh mal ein Stück hinter den Vorhang und dann befass dich mal mit der Thematik Bilderberger und wer die wahre Elite dieser Welt ist und wie da die Pläne sind. Dazu noch eins, besorg dir mal die Bücher, zum Beispiel den Hutenplan, Kaufmannplan, Kalergiplan, lest den mal durch. Und Barry, dann wird ein Schuh draus. Barry, ich kann dir sagen, fangen wir an, die Wurzel an der Wurzel zu packen. Guck dir mal in Amerika an, du siehst ein weißes Haus und einen Präsidenten, der alle 8 Jahre wechselt. Aber weißt du, was du nicht siehst? Es sind die Hintermänner, die hier alles regieren. Richtig, alles. Das meine ich, ja. Alles, ja. Das wissen wir alle. Aber ja, das hast du für Deutschland auch. Diese ignorante Politik, die wir hier führen, diese Selbstgefälligkeit. Ich weiß leider nicht, was eure Lebensmittel kosten. Oder ich weiß das nicht. Tut mir leid, das kotzt mich an. Und das war der Grund, warum wir ja die AfD gewählt haben und gesagt haben, richtig. Ey, wir wollen. Ich habe die nicht gewählt aus Überzeugung und weil ich mich mit der Partei befasst habe. Ich habe sie gewählt, um diese verdammte CDU, SPD und diese verdammten Grünen zu ärgern. Deswegen habe ich sie gewählt, weil das Schweine sind in meinen Augen. Das sind widerliche Penner, die haben Reichtum, die haben Geld und wenn die aus der Partei und aus dem ganzen Scheiß austreten, haben die Security, haben die Chauffeure, haben sie 9 Angestellte und ich bezahle jedes Jahr für diese Scheiße. Ja, Claudio, richtig, ja, Claudio, darf ich jetzt mal was da Du darfst da antworten? Gerne, bitte, immer. Deine Frage ist also die Antwort ist multiple. Wir haben Deutschland hat einen Krieg angefangen. 1945 ist er beendet worden und seit diesem Zeitpunkt ist Deutschland in dem Zustand eines Waffenstillstandes. Richtig. Wir haben tatsächlich mit 56 oder 54 Ländern auf der Erde noch keinen gültigen Waffenstillstand und Kriegsverträge, ja. Sondern nur Waffenstillstand. Und wir sind tatsächlich immer noch, das kann man auch aus dem Grundgesetz Artikel 120 heraus lesen, ein besetztes Land. Artikel Grundgesetz 120 besagt, die Kosten der Besatzung trägt der Bund. Welches, richtig, ja. Ich frage dich, Claudio, welches souveräne Land hat so einen Artikel in seiner Verfassung, die Kosten für die Besatzung trägt der Bund? Keins. Verstehst du das? Ich verstehe einige. Bitte? Bitte nochmal. Was soll ich jetzt verstehen? Die Kosten trägt der Bund, das Land. Ja, die Kosten für die Besatzung. Und die Amerikaner haben hier in Deutschland die größte Militärbasis der Welt. Ja. Außerhalb der USA. Unser Gold liegt ja auch da drüben. Die haben alles. Der Amerikaner ist der Kriegsführende überhaupt. Der Amerikaner ist der 20 Milliarden in den Krieg in die Ukraine steckt, der hier auf europäischem Boden stattfindet. Der Amerikaner ist nicht der Kriegstreiber überhaupt. Darüber brauchen wir doch nicht reden. Ganz kurz dazu, da muss ich mal eingrätschen. Und zwar, der Amerikaner kann man nicht sagen. Weil wem untersteht denn das amerikanische Militär? Dem englischen Königshaus. Da siehst du, da haben wir die Walls wieder. Die kommen auch wieder ins Spiel. So, der Oliver ist übrigens wieder drin. Und wollte noch mal kurz auf den Oliver zurück. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja, hallo noch. Mit der Souveränität Deutschlands. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir augenblicklich mit dem real existierenden Gebilde arbeiten müssen. Richtig. Wir können jetzt nicht wie die Reichsbürger daherkommen und unsere Fantasiepässe basteln und sagen, wir erkennen nichts mehr an. Ja, wir müssen richtig. Mit dem real existierenden Zustand Deutschlands, mit der politischen Realität Deutschlands arbeiten, auch wenn uns das nicht passt. Aber dann gehört es doch auch dazu, dass die aktuelle Politik, ja, das ist ja das, was wir sehen. Ich möchte nur eine Sache sagen und nur eine, dass das alle verstehen, weil da muss ich auch langsam zu Bett. Ich muss leider meine Firma morgen betreiben. Wenn wir einen Tag in den Bundestag gucken, die AfD, jetzt Frau Weidel oder irgendjemand spricht dort und ihr in diese Runde schaut,
Und diese, weißt du, ich finde Politik oder der Titel Kanzler oder diese allgemeine Titel dieses Bundestags oder Politiker zu sein, hat einen Wert irgendwo, der hier einfach nicht mehr geschätzt wird. Und du guckst da rein und die AfD spricht unsere Probleme an, die wir hier alle haben. Und du siehst diese ganzen ignoranten Politiker an ihren Handys sitzen, die sitzen da, die scheißen einfach in dem Moment auf das deutsche Volk. Und jedes Mal, wenn sie diesen Laden betreten, da steht oben steht ein ganz bedeutender Satz. Dem deutschen Volk. Wo ist denn das alles? Verstehst du, was ich meine? Meine Enttäuschung wäre jetzt, wenn die AfD kommt an die Macht und es passiert gar nichts. Und dann haben wir auch gar nichts. Das ist eine Machtdemonstration, klar. Zeigt dir deine Hilflosigkeit als Bürger. Wir sind hilflos. Wir werden doch gar nicht mehr gehört. Und das macht mich traurig. Ja. Das macht mich traurig, dass das erst alles so weit kommen muss, dass dieser Hass wieder steigen muss, dass es Bürgerkrieg wahrscheinlich irgendwann wieder geben wird. Man weiß ja nie, wie es alles hier ausarten wird. Ja, aber die AfD könnte damit ja im Prinzip einen Schlussstrich ziehen, weil mit der, sagen wir mal, aktuellen Regierung, da haben wir eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir einmal haben wir also die Wahl und machen Kreuzchen. Danach ist es im Prinzip für mich persönliche Meinung, Diktatur. So, die AfD strebt aber so etwas an wie ein Volksentscheid, also nach dem Schweizer Modell. Und da ist eine Situation, wo man wirklich mal sagen kann, hey, da ist meine Stimme mit einmal was wert. Dann muss man natürlich mit dem demokratischen Grundverständnis klarkommen, dass man sagt, gut, die Mehrheit will das so. Und man muss auch gleichzeitig irgendwo daran denken, dass eine gewisse Minderheit da jetzt nicht ganz, sagen wir mal, in den Stamm gesteckt werden kann. Auch da muss es gewisse Grenzen geben, natürlich, klar. Aber die AfD ist mit dem derzeitigen Ist-Zustand die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas zu ändern. Und das ist ja auch das, was ich glaube und ich hoffe und ich glaube auch, weil ich tue es für meine Kinder. Aber im Endeffekt, ich war noch nie für Politik. Ich habe meine Arbeit gemacht, habe meine Firma gegründet, habe meine Sachen, meine Steuern bezahlt. Aber dieser Hass auf das, was mich sauer gemacht hat, und das möchte ich hier auch nochmal sagen, ist diese Ignoranz. Ich weiß nicht, was euer Sprit kostet, euer Brot kostet, euer das kostet. Richtig, euer ja. Ich weiß nicht, was Insolvenz ist und alles soweit, ja. Das musst du doch als Kanzler wissen, egal ob du eine Marionette bist oder nicht. Du musst doch dem Bürger ein bisschen Einfühlsvermögen schenken und ein bisschen Sympathie geben. Und das tut diese Politik einfach nicht. Das ist ein psychologischer Trick, Claudio. Es soll dir deine Hilflosigkeit zeigen. Also es lässt sich tatsächlich mit der Psychologie erklären. Es soll dir deine Hilflosigkeit klären. Und nur aus diesem Grund ist die AfD irgendwann mal auch geduldet worden, weil man nämlich dann sagt, guck mal, sagt jeder ja ins Geheime, wählen aber die anderen, weil sie sich der Hilflosigkeit erlegen fühlen. Aber jetzt wird mit einmal dieses Gefühl, hey, wir haben uns da, wie soll ich sagen, irgendwo so ein Ei ins Nest gelegt, die wären immer größer. Damit haben die Altparteien nie gerechnet. Ja, sagen wir, wie ein trojanisches Pferd. Richtig, genau, aber positiv im Sinne für uns, für die Bürger. Das Schöne, was ich finde, und wenn man sich jetzt so die Videos reinguckt, ist, wenn die Politiker, unsere aktuellen, also ich kann sie nicht Politiker nennen, sondern eigentlich nur Diebe, auf die Bühne gehen, du hörst eigentlich nur noch Buhschreie. Frau Baerbock wird gerade, wie man ja, habt ihr bestimmt alle gesehen, mit Eiern beschmissen. Eier beworfen, auch ganz toll. Wisst ihr eigentlich, dass wir für ihre Schminke 150.000 Euro im Jahr bezahlen? Ist ja, das korrekt? Meine Frau schminkt sich selbst. Das war Abstoß. Meine Frau schminkt sich selbst. Wir arbeiten beide sehr hart für unsere Kinder und alles Mögliche. Und die kriegt 150.000 von uns, damit ihre Fresse gut aussieht? Ein Paradoxum, ja, absolut pervers. Das macht dann doch krank, wenn du sowas liest. Absolut. Oder? Absolut. Meine 82.000 Euro sind da drin, in ihrem Gesicht. Das ist eine Form der Dekadenz, in die wir gerade durchlaufen. Ja, es gibt auch Zeiten, wo Dekadenz nicht schlecht ist, aber das ist eine schlechte Dekadenz. Die tun so wenig, der Bundestag ist jeden Tag 50% leer, kriegen Hammer wie Kohle und dann, wenn da jemand spricht, der für das Volk spricht, wie die AfD, und das ist ja das, was mich so sauer macht, dann wird gelacht, sich unterhalten und in diese dämlichen Scheiß-Handys geguckt. Das wird gar nicht ernst genommen. Und das war der Grund, warum ich die AfD gewählt habe, weil ich sagte... Und das soll dich als Bürger, als Mensch in eine Apathie führen, in ein Bewusstseinskoma. Ein Buch habe ich Bewusstseinskoma genannt. Soll dich in ein Bewusstseinskoma führen, genauso wie jetzt die ganze Bürgergeldgeschichte, dass du eigentlich nur immer Ja und Amen sagst, weil inzwischen per Bürgergeld wirst du ja sogar dafür bezahlt, weil du musst ja nichts mehr tun. Darf ich euch noch eine witzige Geschichte erzählen, bevor ich gehe? Ja, gerne. Meine Frau war beim Frauenarzt 5 Jahre tätig, wurde dann schwanger, hat ein Kind bekommen, war in Elternschutz und irgendwann musste sie, weil sie eine volle Stelle nehmen musste, wieder annehmen musste. Das konnte sie natürlich nicht, wir haben ja 2 kleine Kinder. Ist ja nicht leicht, die muss sie auch ein bisschen behätscheln. Musste sich 2 Monate arbeitslos melden, also brücken musste sie.
bis sie was Neues findet. Wisst ihr, wann sie dieses Brückengeld gesehen hat? Kilian lacht schon, Kilian lacht. Bis heute nicht. Sie hat aber schon wieder einen neuen Job. Bis heute ist nicht ein Euro geflossen. Da wir haben zwar auch ein paar Mietshäuser und so, aber das hat damit nichts zu tun. Aber es ist nicht ein Euro geflossen. Es sind 7 Monate vergangen. Du musst mal überlegen. Wenn man jetzt überlegt, dass unsere syrischen Flüchtlinge inzwischen so viel Geld haben, dass sie im eigenen Land wieder Urlaub machen können. 10 Jahre hat sie eingezahlt, fleißig und brav, immer pünktlich, macht nie Schulden. Und da war ich richtig so, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind wir hier gelandet, Leute? Wacht mal auf, wir werden verarscht. Wir werden verarscht. Und da wollten die, dass ich tatsächlich alles aus meinem Leben, weil wir ja verheiratet sind, offenlege. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's, Schluss, hier, Stopp, nicht weiter. Du suchst dir sofort einen neuen Job, die sollen uns am Arsch lecken. Ich habe immer die Arbeitslosenkasse eingezahlt. Kennt ihr das, wenn du selbstständig bist, wenn du dann arbeitslos bist, dass du dann arbeitest? Ich habe den Steuerberater sofort angerufen, gesagt, abschaffen, ich zahle das nicht mehr. Weil wenn ich arbeitslos werde, dann hole ich mir Bürgergeld, dann ist gut, das kriege ich so, da brauche ich nicht in die Arbeitslosenkasse einzahlen, weil da sehe ich sowieso nichts. Nach 20 Monaten bin ich ja verhungert hier. Wenn ich nicht mein eigenes Gemüse anbaue. Das ist die. Deshalb diese Gerechtigkeitsverschiebung in unserer Gesellschaft kann auch von den Altparteien auch nicht mehr gut gemacht werden. Nee. Das erkennen die Menschen. Die Menschen erkennen, dass wir jetzt augenblicklich alle Laborratten in einem gigantischen Sozialexperiment der Ampelregierung sind. Ja? Und deswegen müssen wir den Kurs ändern. Die Linken haben ihren Marsch durch die Institutionen abgeschlossen und benehmen sich jetzt uns gegenüber wie Chemielaboranten, ja. Und deswegen müssen wir dagegen uns wehren, ja. Und die AfD ist die einzige Alternative zu diesem Chaos. Tatsächlich ist das ein wahres Wort und das sehe ich ja genauso. Wir haben ja alle keine Chance mehr. Und ich meine, ob die werden einiges verändern, ja, davon gehe ich aus, aber die können Rom wird auch nicht an einem Tag erbaut. Den ganzen Scheiß, den die CDU und SPD fabriziert hat, das musst du erstmal über Jahre wieder ausarbeiten. Weißt du, wie viel Zeit das kostet? Wie viel Geld da drin steckt und was wir eigentlich. Die Menschen machen die Augen gar nicht auf, habe ich manchmal das Gefühl. Das machen sie auch nicht. Welt wir leben. Eingeschüchtert, ideologisch verblendet, total blockiert. Und das ist das Problem. Und das braucht, deswegen sage ich auch, die Wende ist keine Wende, sondern es ist eine Kulturrevolution. Wir müssen wieder den Menschen ein neues Bewusstsein eintrichtern. Und ich glaube, dass die konservative Politik ist augenblicklich auch der Rettungsanker in der USA, überall in der westlichen Welt, wo jetzt dieser linke Nihilismus einschlägt, hilft konservative Politik, die Menschen wieder auf den Weg zu führen. Und das wird auch in Deutschland wieder der Fall sein. Weißt du eigentlich, dass es ohne Deutschland gar kein Europa geben würde? So sieht's aus. Ohne Deutschland wird es dieses Ganze. Viele sagen immer, Claudio, warum zahlen wir eigentlich an Polen? Warum zahlen wir eigentlich da? Warum zahlen wir? Ich sage, wenn wir das nicht tun, gibt es auch kein Europa mehr. Ja. Wir sind das stärkste wirtschaftliche Land auf der Welt mitunter. Widerlich. Totales Chaos. Also wir sind fleißige Bienen. Das ist, wie es ist. Aber weißt du, was das Eklige ist? Wir wirtschaften alle, wie wir da sind. Und die Politik gibt es mit 50 Händen gleichzeitig aus. Und dann diese Klimakleber zum Beispiel. Ich habe den geschrieben, der E-Mail, ich war so sauer, weil die das arbeitende Volk ficken jeden Tag, Entschuldigung. Ich habe gesagt, klebt euch vom Bundestag fest. Wenn die einen Tag nicht zur Arbeit kommen, dann sparen wir weiß wie viel Millionen, wenn die keine Scheiße ausgeben können. Klebt euch da fest. Macht da alles kaputt. Macht da alles kaputt. Den brauchen wir nicht, das Ding. Die geben nur Geld aus, wofür wir es nicht brauchen. Die schmeißen es aus dem Fenster raus. Unser Geld, was wir erwirtschaften, legal und verdient. Und dann hat mir letztens einer gesagt, das fand ich auch so traurig. Claudio, weißt du eigentlich, wir sollen ja 50 Jahre arbeiten, aber 25 Jahre davon gehen an den verdammten Staat? Das macht, denk mal darüber nach, dann bist du krank? Ja. Das ist sehr beschämend. Ich lebe nicht in Deutschland, nicht zur Zeit, aber ich kann nur sagen, das ist wie ein Beerdigungsinstitut und wirklich nicht auszuhalten. Wirklich entsetzlich. Mein lieber Claudio, deine Einlagen waren wirklich gut. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Und ich entlasse dich jetzt feierlich aus dieser Runde.
Danke, dass du da warst. Gerne. Vielleicht komme ich ja mal wieder, wenn ich darf. Herzlich willkommen. Ich versuche das jetzt wahrscheinlich jeden Samstag zu machen. Mal sehen, ob das mir gelingt. Samstag so um 20, 21 Uhr muss ich noch ausloten. Du machst das schon. Genau. Sehr gut. Hoffentlich kommen wir auf den richtigen Weg, ihr alle hier. Ja, tschüss Klaus, ja. Gute Nacht. Vielen Dank, Claudio, ja. Gute Nacht. Ja, euch ciao, auch. Ciao. Macht's gut. So. Und die Muslime sind jetzt alle traurig, dass ich sie nicht rangenommen habe. Ja? Und die meisten haben gesagt, ist doch klar, der ist Iraner. Und als Iraner kann man ja kein richtiger Muslim sein. Woher wollen Sie denn wissen, ob ich nicht ein sunnitischer Iraner war? Ja, wenn Sie das eine Anspielung darauf machen, dass ich schiitischer Iraner war. Kann ja auch sein, oder? Ja, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, diese Plattform ist nicht für Muslime. Diese Plattform ist für die Menschen da draußen. Dieses Gequatsche, sag mir mal was über Islam. Du warst 30 Jahre Muslim, prüfe das mal, zeig mal, gib mal Beweis. Das ist langweilig, das gleiche ist Gequatsche. Ja, das höre ich seit Jahren. Das ist langweilig. Ich will die Menschen da draußen aufwecken und nicht hier weitere Schlafmützen in meine Runde einladen, die immer den gleichen Sülze reden. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, beende ich jetzt auch den Livestream. Es ist auch spät. Wir waren jetzt mehrere Stunden richtig, unterwegs. Ja. Und danke all den Leuten. Ich muss auch übrigens dazu sagen, Freunde, meine Moderatoren hatten absolute Narrenfreiheit. Absolute Narrenfreiheit. Ich wusste, dass viele Leute kommen, die Ausdrücke sagen, beleidigend werden. Und ich habe den Moderatoren aufgetragen, völlig autark von mir Löschung und Bannung und all diese Dinge vorzunehmen, weil ich Top Arbeit. Einfach meine Ruhe haben wollte. Ich will nicht eins dieser TikTok-Streamer sein, die sich mit dem Bodensatz der Gesellschaft streiten muss. Ja, mit Ghetto-Kinder, mit Kölner Ghetto-Kinder, mit Berliner Ghetto-Kinder. Ich habe keine Lust. Ich bin in einem Alter, ich habe erwachsene Kinder. Ich brauche diesen Unsinn nicht. Ich will mit reifen, guten Menschen sprechen. Und die waren teilweise auch hier in dieser Runde. Also wer jetzt mal hier aus Versehen stumm geschalten worden ist, tut mir leid. Ja, wir werden das unter Kontrolle bringen. Aber meine Moderatoren hatten hier die Aufgabe, den Laden hier am Leben zu erhalten. Und das haben die verdammt gut gemacht. Ja. Richtig, fand ich auch, ja, gut ausgewählt. Also es war sehr friedlich und wir hatten keine Störenfriede, bis auf ein, zwei, die hier so ein bisschen rumgesponnen haben. Ja, und aus meinem Geschmack her, dafür, dass es mein erster wirklicher Stream war, also hatten wir genug Leute, 160.000 Likes, was immer auch davon echt war oder nicht. Aber Minime sagt auch, der Chat war sauber. Ja, vier Moderatoren haben dafür gesorgt. Ne? Und, ja. Und das ist wichtig. Ja? Und wer mit Respekt kommt, wird auch mit Respekt behandelt. Ganz einfach. Ja? Und dann ist es mir auch egal. Ich hatte, wenn Muslime respektvoll sind und nicht gleich mit mir so ein CIA-Verhör machen über meine islamische Vergangenheit, und mir gleich in Frage stellen und ach, der ist Iraner, der kann ja nicht Muslim gewesen sein. Ich bin kein Iraner, ich bin Kurde. Ja, ich komme aus Kurdistan. Ja, freies Kurdistan. Genau, Biji Kurdistan. Ja, ich bin auch für ein unabhängiges Kurdistan, auf jeden Fall. Lieber Horst, ich danke dir für die Teilnahme. Ich wäre zwar lieber noch etwas länger zu Wort gekommen, aber das ist alles nicht so wichtig. Hat Spaß gemacht. In 5 Minuten können Sie die Welt auch nicht total verändern. Sehr richtig. Und, was ich dir vielleicht noch gerne kurz mitgeben würde, die Souveränität eines Staates ist das A und O. Okay? Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, nur ich kann es nicht lösen, das Problem. Ich wollte es dir nur mitgeben, weil du gesagt hast, so, du hast mich da so ein bisschen schräg unterbrochen, nehme ich dir nicht übel. Ich kann es auch verstehen, warum, aber denk drüber nach, was ich dir gesagt habe. Nein, ich stimme dir komplett zu. Also ich möchte, dass Deutschland souverän bleibt. Ich habe die amerikanische Einmischung gegenüber Deutschland sowieso satt. Ganz besonders in der Merkel-Ära war das deutlich geworden, wie sehr die Amerikaner, also die deutsche Politik in den Händen hält. Und jetzt sind wir wieder auf die Schlachtbank geführt worden in Bezug auf Russland. Ja, ja, richtig. Und deswegen bin ich so enorm pro Russland, weil ich weiß, dass die NATO
mit dem Einfluss der Amerikaner diese kriegstreiberische Politik führt, die Russland jetzt in einen schwerwiegenden Konflikt mit der Ukraine getrieben hat. Ja. Absolut. Und das wird sich eventuell auch auf ganz Europa ausbreiten. So sieht's aus. Ich sage dann auch mal dem Barry, tschüss und guten Abend. Vielen Dank. Wünsche ich dir auch, einsamer Wolf. Ja, danke. Ich möchte mich auch gleichzeitig verabschieden, Kian. Also ich kann mich daran erinnern, dass du mal ein Live hattest, wo alle zwei Minuten alles unterbrochen wurde und alles. Und dann wurde, es war, glaube ich, der liebe Irfan, der mal dann so diesen Technik-Dschihad. Aber sagen wir mal, in dieser Kürze, wie du wirklich derartig professionell deine Streams bei YouTube oder Telegram und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich bin Hutträger und ich ziehe den Hut vor dir, Kian. Ganz toll, ganz top. Niemand glaubt dir, dass das der erste Live war, aber es war tatsächlich. Und die nächsten Lives, du wirst du sehen, da sind noch viel, viel mehr Follower dabei. Vielen, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, wieder eingeladen zu werden. Du bist jederzeit willkommen und dann kommst doch länger zu Wort, mein Freund. Danke. Gute Nacht. Ja. Ich schreib dir noch privat, Kian, wie gesagt, wegen der Bücher, die schicke ich dir zu. Und dann dementsprechend freue mich schon, ob nur bei YouTube, ob Telegram oder hier, aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sprechen. Ne? Ja, also ich gehe nochmal auf die gute Nacht, Grüße der Leute ein, die jetzt noch so wacker bis um 2.20 Uhr hier geblieben sind. Und da ist es einfach nur respektvoll, wenn ich den meisten nochmal eine gute Nacht wünsche. Ja, und ja, bis zum nächsten Mal, Barry. Bis zum nächsten Mal, mein Einsamer. Ciao. Alles klar. Ciao. Ja, Freunde, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr meinen Stream hier unterstützt habt. Ich werde in Zukunft auch Muslime hochholen, aber ich sag's von vornherein: Beschimpfung, Beleidigung, arrogantes Heruntergucken auf mich werde ich nicht akzeptieren. Keine Interviews über meine islamische Vergangenheit, das kann man im Gespräch herausfinden. Ja, wer ein bisschen nach mir googelt, wird mich schon finden. Aber mit Muslime wird es Gespräche geben, aber zu meinen Bedingungen. Es ist meine Plattform. Und ich habe genug gesehen, wie Muslime sich auf TikTok unterhalten. Und auf diesem Niveau will ich auf gar keinen Fall rutschen. Und deshalb nehme ich das sehr ernst, wie ich mit Menschen rede. Ich bin grundsätzlich gegenüber Muslimen nicht verschlossen. Aber ich will keine Proleten und keine Besserwisser und keine Arroganten, die mich einfach nur als irgendwie so ein Stück Fleisch sehen, das hier Islamkritik betreibt. Und dann ist es okay und dann kann ich mich auch mit ihnen unterhalten. Aber ich stelle die Regeln auf. Meine Plattform, meine Regeln, ganz einfach. Ja. Und das ist es, was ich sage. Und Muslime haben das zu akzeptieren, wenn sie auf meine Plattform kommen. Hole ich noch hoch. Ja, grüß dich. Magst du was sagen? Muslime des Päpstes preisen. Kein Wort verstanden. Wahrscheinlich aus dem englischsprachigen Raum, aber völlig okay. Gut, da wollte jemand ein bisschen Propaganda für seinen Channel machen. Da hole ich mal jemanden ohne Bremse hoch und dann macht die Kamera auf und sagt da irgend so einen Mist. Freunde, ich danke euch. Ich versuche diesen Stream, ich glaube, ich habe genug Zeit am Samstag, jeden den Stream samstags loszuschießen. Ja, rauszuhauen. Und ich denke, so 20 Uhr ist vielleicht eine gute Zeit. Ich muss das immer mit meinen Moderatoren absprechen, ob die dann auch dabei sein wollen. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr seid es, das Elixier, das mich am Leben hält. Ja, eure Unterstützung, eure moralische Unterstützung, eure Likes und Abonnenten und das Weiterverbreiten und so weiter und so fort. Wir haben es heute ohne Ausdrücke geschafft, ohne Beleidigung. Und das bedeutet schon sehr viel für so eine Plattform wie TikTok, wo unheimlich viele Leute sind, die ihr Mundwerk nicht halten können. Ja, und ich will es möglichst auf diesem Niveau halten. Ja, ja, freut mich. Torpedo Danny war ein toller Stream. Gute Nacht. Vielen Dank auch für dich. Klaus Meyer, Kian, wann machst du mal Tippi-Stream? Ich kann nie was spenden. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ich hatte mich beim ersten Mal schon gewundert, warum mir immer so ein Cowboy-Hut aufgesetzt wird oder eine Baseball-Cap oder so. Ich muss mich erstmal ein bisschen durcharbeiten, aber da habe ich ja auch Fachleute, die mir helfen. Wenn jemand mal in Zukunft was spenden möchte, kann er auf meinem
PayPal-Konto bei YouTube gehen, in dem Banner, und dann kann er da spenden, was er will. Also das investiere ich dann immer in Aufklärungsarbeit, in Reisen und so weiter und so fort, wenn ich auf Kundgebungen fahre. Ja, das sind so ungefähr das, was ich mit dem Geld anstellen würde, falls jemand was möchte. Wer nicht spenden will, ist auch nicht weiter. Muss es auch nicht, muss es nicht machen. Ich liebe euch immer noch, beide, dich und auch Irfan. Kein Problem, wir lieben dich zurück, Steffi. Ja, aber auch nichts gegen Irfan. Ja, waschechter Rheinland-Pfälzer, wunderbar. Ja, ich möchte, dass die Deutschen da draußen Mut haben. Ja, mach bitte deine PayPal auch hier in deine Bio. Ja, gut, kann ich ja gerne mal machen. Sehr nett, dass es überhaupt angeboten wird. Warum bist du ein Ex-Muslim? Ja, hat 1000 Gründe. Kann ich mal im nächsten Stream, kann ich mal so auf meine Motive eingehen und dann gucken wir mal weiter. Und dann können wir sehen. Vertragt euch wieder, ihr wart ein super Team. Es gab nie richtigen Krawall. Ich habe immer gesagt, er wollte seiner christlichen Community einfach zu sehr gefallen und hat mich deswegen ausgesperrt. Das hat mir nicht gefallen. Ja. Ich freue mich. Es war wirklich toll, dass ihr da wart. Die Kabbala ist Schrott. Mag ich überhaupt nicht. So dieser mystische Unsinn. Ein, zwei, drei Fragen. Mal gucken. Irgendwie schafft er das nicht rein, kein Problem. Offenbar kommen jetzt einige Leute, die mit mir sprechen wollen. Aber das, ich denke mal, das ist jetzt ein bisschen zu spät geworden, auch für alle, für uns. Die Hardcore-Leute, die sind alle da. Und wie immer natürlich, mein Livestream ist auf YouTube. Folgt mir auf meinem Radar-Podcast Kian Kermanshahi. Rafida sind keine Muslime, da sind sie wieder, die Takfir machen auf andere. Aber glaub mir, mein Freund, 360 Millionen Schiiten glauben das auch von Sunniten. Wie stehst du zum christlichen Glauben? 100.000 Mal besser als der islamische Glauben. Aber ich kann auch mit den einigen Konzepten im Christentum nicht viel anfangen. Deswegen, besonders mag ich die monotheistischen Religionen nicht. Da habe ich irgendwie eine Allergie entwickelt. Ja. Und Nakian, wie ist dein Fazit heute? Stefan Robert, war gut gelaufen. Michael war nach langem Anlauf endlich reingekommen. War gut, nette Leute, mit denen man gut sprechen konnte. Und das war ja mein Ziel, eine Unterhaltung, ohne dass der Pöbel dabei ist, ohne dass die Beleidiger dabei sind, ohne dass es ausfallend wird. So habe ich mir meinen Stream vorgestellt. Ja, ganz einfach. War mega gut, Kian, Ponykatze, ja, vielen Dank, danke dir. Bei dir melde ich mich, ich habe deine Nachricht gesehen bei TikTok, darauf antworte ich dann morgen. Ich bin Agnostiker und das bleibt so. Ja, ich bin Atheist und das ist auch jeder, wie er will. Ja, macht ja kein Problem. Was sagst du zum Talmud? Fürchterlich, der Talmud, voller Hetze gegen Nichtjuden, gegen Goy, ganz schlimm. Ich mag den Talmud nicht. Melanie, ich wäre überglücklich, wenn alle friedlich miteinander leben würden. Ja, in einem Paralleluniversum würde ich mir das auch wünschen, aber die Realität ist nun mal, dass es bestimmte Leute gibt oder bestimmte Menschengruppen gibt, die nicht besonders gut mit uns leben wollen. Stefan sagt, Kian hat fast alles von Anfang an verfolgt, mit euch wird TikTok etwas erträglicher. Ja, man kann TikTok auch auch anders benutzen. Ne? Man muss das hier nicht auf die Art und Weise nutzen, wie viele Muslime es nutzen. Kian, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. T-Pain, ja, vielen Dank, dir auch. Bist du schwul, fragt mich Jaus. Nein, bin ich nicht, aber ist auch eine total bescheuerte Frage. Ich habe überhaupt nichts gegen Schwule. Ja, glaubst du an eine Macht? Ja, an die dunkle Macht in Star Wars. An den dunklen Lord der Sith. Super Aussage von dir. Und hinterher, wenn die Kreuzige kommen, dann weinen die wieder. Genau. So sieht's aus, Tommy.
und man voneinander lernt, dann findet jeder seinen Glauben, den er braucht, zum glücklich sein. Oder man findet gar keinen Glauben und man lässt die Menschen einfach in Ruhe. Man braucht nicht zwingend einen Glaube, um glücklich zu sein. Ja. Ja, das ist, ja, vielen Dank, Moderator, für das Blocken von Jaus. So eine dämlichen Fragen machen auch den Stream kaputt und auch den Chat. So braucht man alles nicht. Solche Typen braucht kein Mensch. Du hast hier auf TikTok einen Channel, der dich als homosexuell darstellt, würde ich mal melden. Habe ich 10-mal gemacht, aber TikTok nimmt den nicht runter. Sollen sie es lassen? Sind ja teilweise sehr kreativ gewesen, die Typen. Dortmunder Junge, tolle Arbeit, Kian. Ja, vielen Dank, mein lieber Kian. Was macht dein alter Ego, Meister Yoda? Oh ja, den werde ich mal später mal ein bisschen einbauen. Die Yoga-Rolle, Yoda-Rolle steht mir unheimlich gut. Was hältst du von Atatürk? Ja, gut gegen den Islam geschossen, aber als Kurde habe ich auch meine Vorbehalte gegenüber Atatürk. Hast du Frauen, Kinder? Wird nicht beantwortet. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream von dir, von Katastrophe. Vielen Dank, der wird sicherlich kommen. Ihr brennt, der Islam wird siegen. Ja, alles klar, vielen Dank. Dann nehme ich meine Bratwürstchen mit und wenn ich dann in der Hölle bin, hoffentlich gibt es da noch Wi-Fi, dann esse ich ein paar leckere Schweinewürstchen und dann schaue ich zu, wie in der Hölle dann irgendwelche anderen Leute gebraten werden. Das kann doch nicht wahr. Er wurde international beobachtet, Moderator. Naja, was hindert dich genau am christlichen Glauben? Boah. Ich habe einfach kein Interesse zum Glauben. Ich habe kein Bedürfnis nach Gott. Ich fühle mich unheimlich frei, seit ich an Gott nicht mehr glaube. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Herr. Und das finde ich schön. Ich brauche keinen Sky, der mir immer sagt, mach das, das ist verboten, das ist erlaubt, tu nicht dies, tu nicht das. Ich fühle mich so, wie ich lebe, unheimlich wohl. Genau, Milas sagt, jeder, der den Islam versteht, verlässt ihn. Bumm, genau. Chef Bash Bra, ja, Chef Rosh, die Chawani, Chitki, Prerati. Jeder, der den Islam wirklich verstanden hat, verlässt ihn. Du warst nie ein Moslem, gib einfach zu. Ja, es tut mir leid, ich war nie ein Moslem. Der Mossad hat mich hier hingesetzt und hat mir einfach gesagt, werde Moslem, kriegst genug Geld und mach anti-islamische Propaganda. Ja? Beten wir, dass Deutschland nicht muslimisch wird, Melanie Kasprig und alle Moslems Toleranz lernen. Ja, beten wir, dass ganz wenige Muslime nur in Deutschland leben werden, die ihre Pest verbreiten. Und beten wir, dass Deutschland wieder zu einer starken, patriotischen Nation wird, wo eigenes Kulturbewusstsein Leitkultur verursacht, damit sich die anderen an unsere Leitkultur anpassen und nicht umgekehrt. Ich bin schiitischer Kurde, ich gehöre zu einer dieser zwei kurdischen Stämme, die Schiiten sind. Kannst du deine drei Hauptgründe nennen, wieso den Islam verlassen, jetzt wo wir so viele sind? Ah, das kann man nicht so einfach zusammenfassen. Das sind viele Beweggründe und das würde ich jetzt nicht, da gibt es keine spezifischen Gründe. Da gibt es viele, viele kleine Gründe, die mich dazu veranlasst haben, dem Islam gut beizusagen. Ja, Burki, ach, Schiite bedeutet ja kein Muslim. Holen wir uns Königsberg zurück. Natürlich, darum geht es den Russen auch. Logisch, das heißt, dass man als normaler Bürger, der arbeitet, okay, Team Michi macht das schon, wir rocken es. Absolut, Picard, wir machen das schon. Wir werden wieder den Patriotismus auf die deutsche Straße treiben. Wir werden den Menschen wieder einhauchen, dass es schön ist, Deutscher zu sein. Genau, Erdogan, nur Sunniten sind wahre Muslime. Ja, wieder so ein Takfiri, der anderen den Glauben abspricht. Aber keine Angst, Schiiten glauben das auch über Sunniten. Macht mal unter euch weiter, ich bin sowieso aus dem Club raus. Beides ist schlimm, Schiitentum und Sunnitentum. Beides fürchterliche Sekten. Wobei das Sunnitentum exponentiell mehr Gewalt produziert als das Schiitentum. Moin, dein Cap ist schon sehr cool. Wo gibt's denn das? Hab ich selber machen lassen, Alex. Ja, Philipp, Charlie, danke Kian, ja, danke dir, danke, dass du dabei warst. Genau, Suleiman Doğan, gut, wer braucht dich schon? Glaub mir, kein Bedürfnis in eurem Club zu sein, aber die Welt da draußen braucht mich und ich habe richtige Superpower da draußen. Ja? Was, wolltest du damals auch als Muslim, dass du so aufgenommen wirst von Deutschland? Nein, wollte ich nicht.
weil diese toxische Religion mich davon abgehalten hat, eine Verbindung zu diesem Land aufzubauen. Erst als ich den Islam in den Mülleimer geworfen habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, wie wichtig es ist, diesem Land Loyalität und Treue entgegenzubringen. Marvinovic, Nazis darf man pauschalisieren, aber Muslime nicht. Ja. Wie lange willst du eigentlich das machen? Gibt es irgendein Endziel, was du erreichen willst? Ich werde es bis zu meinem Lebensende machen. Das ist meine Lebensaufgabe geworden. Am Ende meines Lebens, wenn ich im Sterbebett liege, dann möchte ich sagen, ich habe alles getan, um dieses schöne Land zu retten. Um Deutschland zu retten. Deutschland ist mein Zuhause. Nicht Iran, nicht Kurdistan. Nur Deutschland. Und ich will dieses wunderschöne Land retten. Dieses wunderschöne Land mit ihren fairen und guten Menschen. Hast nicht mehr lange, schreibt Biggie, weiß nicht, ob das für mich gemeint war. Hast du vor, Ivan wieder nach Deutschland zu ziehen? Keine Ahnung. Odin, der einzig wahre Gott, Claudia, ja, Odin, auf jeden Fall, Valhalla, Asgard, auf jeden Fall. Swag fragt, bist du Kurde? Ja, bin ich. Wann haben okay, wie lange warst du Muslim? Mido fragt das nochmal, 30 Jahre lang. Man glaubt es nicht, aber ich bin schon 50. Bist du jetzt Christ? Fragt Hai, nein, ich bin jetzt Atheist. Ich bin auch Ex-Muslim, kann ich mit dir sprechen? Nein, ich werde jetzt niemanden mehr hochnehmen. Wie können wir außerdem glaube ich dir nicht, dass du Ex-Muslim bist. Glaube ich dir wieder so eine Spinnerei, wetten wir? Sprechen deine Kinder etwas Kurdisch? Nein, kein Wort. Ja, auch noch Kurde, Yarab. Ganz genau, Yarabbi. Auch noch Kurde. Ich bin stolz, dass ich als Kurde diese schreckliche Religion verlassen habe. Nein, ich spreche das persische Sorani, nicht Kurmanchi. Was wäre eine typisch kurdische Spezialität? Ich gehe mal daran, dass es kurdische Spezialität wäre zum Beispiel eingelegte gehacktes Fleisch in Aubergine. Ist deine Familie muslimisch oder werden die dann auch abgeschoben wegen deiner Arbeit? Meine Familie sind in Ordnung, die sind alle gut. Sie haben alle den Islam verlassen. Ja, Shaitan sei Dank. Alhamdulillah Shaitan. Guten Morgen, bist du geborener Deutscher? Nein, ich bin geborener Halbdeutscher. Was findest du das Schrecklichste im Islam? Die Sexsklaverei, dass die nicht abgeschafft worden ist. Leila sagt, schön, dass deine Kinder auch nicht mehr im Islam sind. Ja, unbedingt, meine beiden Söhne haben den Islam genauso an den Nagel gehängt. Und ich freue mich, dass ich meine Kinder aus dem Islam rausziehen konnte. Ja. Das ist richtig gut. Meinung zum Iran vor der Islamischen Republik. Ein großartiges Land mit einem beschissenen Führer, den Schah. Aber das Land war aufgeschlossen, das war besser. Ja, Wirtschaft war am Boden. Es war nicht so toll, viel Amerikanisierung. Aber ich wünschte, wir hätten den Schah und nicht Khomeini. Wie findest du die AfD? Fragt Rezan 83 Kurt. Unterstützen. Ich fordere alle Migranten auf, in die AfD zu gehen. Ja. Werdet Mitglied der AfD, unterstützt dieses Land. Lebst du nach einer Religion? Nein, 760er fragt das. Nein. Lieblings-Islamkritiker vom Speakers Corner? Kann ich nicht mal sagen, wer ist der Lieblings-Islamkritiker? Gibt schon so einige. Gibt da einen, der ziemlich atheistisch auftritt. Ich habe aber seinen Namen jetzt vergessen. Ich hatte aber mit ihm ein Interview gemacht. So, mein Lieblings-Islam-Kritiker, ja, das sind eigentlich andere. Christopher Hitchens war zum Beispiel ein großartiger Islam-Kritiker. Ja, bald wird hier die Scharia herrschen. Armeni, ja, also wenn er tatsächlich armenisch ist, ja, dann steh auf und kämpf dagegen. Du warst kein Ex-Muslim. VL sagt, du warst kein Ex-Muslim.
dein Problem, ob du das glaubst oder nicht. Bin auch Kurde und Ex-Muslim, aber bei der AfD bin ich raus, bra. Du bist etwas durch. Nee. Ich werde für die AfD noch sehr viel Politik machen. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf verlassen. Würdest du mit einem Moslem an einem Tisch sitzen oder hältst du Abstand von sowas? Im Moment habe ich kein Bedürfnis, mit Muslimen zu sprechen. Meine Prioritäten haben sich verschoben. Ich will mit den Deutschen sprechen. Ich will Deutsche aufwecken und nicht meine Zeit mit Muslimen verschwenden, die glauben, dass Mohammed mit seinem Finger den Mond gespalten hat oder auf einem Hybridwesen halb Pferd, halb Mensch in den Himmel geritten ist. Also, come on, also verschwende meine Zeit nicht mit sowas. Ja, also da gucke ich mir Harry Potter an und Herr der Ringe und dann habe ich den gleiche Geschichten auch dort. Ja, also das ist das, was ich meine. Ja, und alles andere ist da völlig unwichtig. Naja, Freunde, ich würde sagen, ich steige jetzt aus dem Livestream. Hat Spaß gemacht. 165.000 Likes, was immer davon echt und real war. Und würde sagen, es hat mich gefreut. Und geht auf meine Timeline hier bei TikTok. Und dann kündige ich eventuell, den Livestream für das nächste Mal an. Und ich vermute, dass ich Samstag nochmal live gehen werde. Ja, also wünsche euch alles Gute. Ich beende jetzt den Livestream hiermit. Und hier kommt schon eine Drohung. Wir sehen uns bald. Naja. Zur Bedrohung gehört immer 2VL. Immer einer, der sich bedrohen lässt und einer, der bedroht, ja? Also mach hier keinen Wirbel, mein Freund. Ja, die Moderatoren können ihn ruhig rausschmeißen und auf ihn auf Wiedersehen sagen. Ja? Lächerlich. So ein Unsinn bedroht er mich, als wenn das hier irgendeine Wirkung auf mich hätte. Ich höre das seit 6 Jahren von den Muslimen. Ja, ihr seid wie Hunde, die nicht mal beißen. Ja, ihr bellt nur, aber ihr beißt nicht. Ihr hattet auf 15 Kundgebungen in Deutschland die Möglichkeit, mir eine reinzuhauen. Das habt ihr nicht gemacht. Ganz einfach. Gute Nacht, Freunde. Wünsche euch alles Gute. Hat mich sehr gefreut an meine treuen Fans da draußen. AfD-Wellen, blaues Deutschland, ganz genau. Und ich danke jedem, der jetzt hier noch kommentiert hat. Und wünsche allen Leuten da draußen, all meinen Followern, wünsche ich alles Gute. Und den neu hinzugestoßenen, verfolgt mich und dann lernt ihr mit der Zeit auch meine Standpunkte kennen. Gute Nacht euch.